Einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Na, wie geht es euch, meine Lieben? Ich glaube, ich muss noch einmal das Mikrofon ein bisschen verstellen. Das kommt mir irgendwie so weit weg vor. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier bei Etwas Genuss. Ich habe das Mikrofon kaputt gemacht. Das hat ja wunderbar funktioniert. Ach, so lala. Ich weiß doch auch nicht, was los ist, Freunde. Irgendwie hat mich aktuell die Streaming-Lust erfasst und ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet bisher eine gute Woche. Wir haben ja heute jetzt hier auch wirklich wieder so einen kleinen Bergfest-Stream. Das ist doch schön. Wir haben natürlich den Aladdin an Start, den Ryan, den Ashtray, die Juli und den Chakra. Grüßt euch, meine Lieben. Wie gesagt, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte wirklich heute einfach spontan Bock nochmal zu streamen. Das heißt, wir sind jetzt quasi beim vierten Tag in Folge, dass ich abends streame. Beziehungsweise überhaupt streame. Am Sonntag habe ich ja nachmittags gestreamt, als ich bei Annette im Laden war. Ja, so. Wir sind am Start und ich habe mir die CAO Flathead 660 Carb rausgesucht. Einfach, weil ich diese Zigarre seit ein paar Monaten mittlerweile schon im Humidor liegen habe und einfach noch nicht geraucht habe. Und dann dachte ich, heute ist vielleicht einfach mal ein guter Abend, um sie anzuzünden. Der Sepp ist natürlich auch da und der Jojo auch. Grüßt euch, meine Lieben. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in Tag 4 von 4, an denen ich streame. Ja, das ist immer, mir hat es aber auch echt gefehlt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher bin ich froh, dass jetzt tatsächlich auch wieder öfter machen zu können, wenn es denn das Wetter hergibt. Das war heute den Tag über tatsächlich nicht klar, inwieweit es heute Abend trocken bleibt. Ich habe da immer so mit einem Auge drauf geschielt, aber wollte nicht zu früh etwas ankündigen. Und dann hat es jetzt auf jeden Fall gepasst. Der Buzzy ist natürlich auch da. Grüß dich, mein Lieber. Wie gesagt, heute CAO Flathead 660 Carb. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine Boxpressed. Ich glaube, das müsste so eine Boxpressed Gran Toro sein. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Bollermann, der auch kaum in den Kolibri-V-Schnitt passt. Das hat ja super geklappt. Das probieren wir gleich nochmal. Ja gut. Aber sie zieht. Die ist halt auch einfach unfassbar dick. Hallo zusammen, wenn Bergfest auch noch Vizefreitag ist. So sieht's aus. Oder wie wir ihn ja auch nennen, kleiner Freitag. Da ist er wieder. Einen schönen guten Abend. Der Daniel Möllendorf ist da. Grüß dich, mein alter Podcast-Kollege. Schön, dass die Streams wieder regelmäßiger da sind. Ja, Nico. Ne, das ist im Moment alles mit dem Fragezeichen der Wetter abhängig. Aber ich gebe mir Mühe. Der Philipp Eberhard ist natürlich auch da. Grüßt euch, meine Lieben. Ich werde jetzt mal anzünden und ihr könnt mir natürlich auch gerne in den Chat schreiben, was ihr genießt, was ihr so am Start habt, wie ihr den Abend verbringt, wie ihr das Bergfest verbringt. Freut ihr euch über die kurze Woche? Ich hatte ja eine doppelt kurze Woche, dadurch, dass ich Montag ja auch frei hatte.
Und dann natürlich jetzt frei, auch wieder ein langes 4-Tage-Wochenende, auf das ich mich sehr freue. Auch wenn ich wieder einige Sachen geplant habe, mit meiner Schwester zusammen zu unternehmen und so die ein oder andere Familientradition zu wahren. Ich werde relativ viel kochen. Ja, das ist so geplant. Also Rauchabgabe ist sehr, sehr gut dafür, dass der Schnitt echt nur klein ist. Das sind alles nur Déjà-vus. Jo, das ist richtig. Das ist richtig. Und du bist heute, ach Nico, ich sehe es gerade mit deiner Patagas Mille-Fleurs am Start. Sehr schön. Sag mal, Martin, wenn man nach einer starken Tore und leicht Nikotinflasche hat, könntest du schätzen. Nein, keine Ahnung, Nico. Absolut keine Ahnung. Und da bin ich auch kein Anatomie- oder Physiologie-Fachmann. Ich bin kein Arzt und da lasse ich mich auch zu. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie viel. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß es nicht. Beim Pfeifenjojo gibt es heute die Guantanamera, eine günstige kubanische. Der Chris E. ist da und wünscht einen guten Abend. Den wünsche ich dir auch, mein Lieber. Das ist heute schon dein dritter Smoke-Pfeifen-Jojo, das ist stark. Schönen guten Abend zusammen, wünscht auch der Sven K. Sven, grüß dich, mein Lieber. Du sollst die Zigarre rauchen und nicht spritzen, das ist richtig. Und der Astral ist natürlich auch am Start, grüßt euch. Also Rauchabgabe ist auf jeden Fall sehr gut. Kommt mit starken Röstaromen daher. Dunkel gerösteter Kaffee. Eine relativ prägnante Nussnote und eine Holznote. Finde ich aber gut. Chakra sagt, gestern mit der Gruppe in Wien gewesen und die Gunst der Stunde genutzt. Als ich Zeit hatte, habe ich mir eine Kiste Davidoff Churchill Petit Corona mitgenommen und heute kam der Balkones an. Oh, schön. Sehr, sehr schön. Finde ich prima, dass ihr jeden Abend da seid. Da verzeihen sich die Bazillen doppelt so schnell. An dieser Stelle auf jeden Fall weiterhin eine gute Genesung, Juli, auf dass du schnell wieder auf den Beinen bist. Sehen wir öfter, dass YouTuber die Zigarre nur am Rand des Fußes anzünden. Sogenannte Ring of Fire. Martin, hast du das schon mal probiert? Wüsste ich ehrlich gesagt nicht, warum. Also, das ist. Ich kenne das beim Anzünden, dass man manchmal ganz am Anfang, bevor man anfängt, flächig anzuzünden, einmal rundherum geht, um den Tabak, das Deckblatt so ein bisschen halt zu versengen, damit man nicht Gefahr läuft, dass sich das im Zweifelsfall abwickelt, damit sich das quasi nochmal so ein bisschen versiegelt. Das kenne ich wohl. Aber dass man am Anfang erstmal so einen Ring of Fire macht, keine Ahnung, hast du irgendwie eine Info dazu, was das bringen soll? Irgendwie habe ich das gar nicht, ist das voll an mir vorbeigegangen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Patagas mit einem Dr. Pepper paire. Du pairst das und genießt das so wie du es möchtest, Nico. Und da gibt es auch keine Schande oder so. Gönn dir einfach das, was du magst. Ist doch kein Problem. Dafür sind wir doch da. Kennst du die Guantanamera? Ja, ich habe sie mal geraucht. Ich fand sie okay. Ich würde sie nicht nochmal rauchen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich glaube, das ist so eine Zigarre, die viele auch nur rauchen, damit sie Kuba rauchen können. Ich fand sie jetzt nicht so besonders, offen gesagt. Der Andreas Kammerl ist da. Grüß dich, mein Lieber. Guten Abend zusammen. Heute ist mir erstmal dabei. Und auch noch relativ unerfahren hinsichtlich Zigarren. Andreas, dann schön, dass du dich hierhin verirrt hast. Ich hoffe, du hast was Schönes am Start. Und wenn nicht, dass du einfach heute eine gute Zeit mit uns hast. Schön, dass es passt. Ich grüße dich herzlich. Bei mir gibt es eine John Aylesbury Reserva Nummer 3. Gönn dir richtig Astral, so will ich das sehen. Soll angeblich für einen besseren Abbrand sorgen. Aha. Keine Ahnung. Ich müsste es mal ausprobieren. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen. Deine Schwester schenkt dir zu Ostern sicher. Wir schenken uns zu Ostern nichts. Das ist. Nee. Man kann auch eine Wissenschaft daraus machen. Ja, ich finde das, ich meine, ich finde das eher spannend, das mal auszuprobieren.
Klar, nicht alles macht Sinn, aber wenn die Leute damit gute Ergebnisse haben, kann man es ja mal ausprobieren. Ich werde es mir mal angucken. Danke für den Tipp, Sepp. Durch den Zug soll wohl der äußere Ring nach innen wandern. Ja. Kann ich jetzt, ohne es probiert zu haben, ehrlich gesagt nicht gut einschätzen. Ich werde es mir mal anschauen. Der Theoman ist natürlich auch da. Ich habe die Zigarre mit der linken Hand gehalten. Was passiert jetzt? Ja, also keine Ahnung. Ich weiß, ich denke, man kann es ja mal ausprobieren. Das ist, da sind ja auch die Leute entsprechend unterschiedlich empfindsam einfach. Von daher bin ich da eigentlich relativ entspannt und werde es mir einfach mal aus Neugierde angucken, wenn ich ehrlich bin. Schönen guten Abend in die Runde. Wünscht dir der Deichgriller, schön, dass du dabei bist, mein Lieber. War gerade am Googeln, habt ihr schon mal einen Cutter nachgeschärft, beziehungsweise pflegt ihr den irgendwie? Ich persönlich habe noch keinen Cutter nachgeschärft, weil ich es noch nicht musste. Aber ansonsten, es gibt für die meisten Cutter eigentlich auch Tutorials, wie man die ausbaut und schärfen kann, beziehungsweise dann zu einem Messerschärfer zumindest die Klinge bringen kann. Ja, also zumindest für die gängigsten Modelle gibt es da eigentlich Tutorials und Anleitungen. Denke nicht, dass man die nach. Also man kann gute Cutter, kann man nachschleifen. Das geht wohl. Oder zumindest nachschärfen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, nachschärfen und nachschleifen. Ja. KG, der Aylesbury war einfach. KG, der Aylesbury war einfach nach Fisch. KG, der Aylesbury war einfach nach Fisch. Irgendwas fehlt mir an dem Satz gerade, damit ich ihn verstehe, wenn ich ehrlich bin. Wollte nur sagen, dass jeder es für sich selbst finden muss. Ja, aber genau das ist es, Aladdin. Das ist, ich meine, es gibt ja auch Leute, die darauf schwören, dass ein V-Schnitt sich verändert, wenn man ihn längs oder quer setzt. Das ist jedem dahingestellt. Die Guantanamera schmeckt nach Blumenwiese und Senf. Senf? Okay. Wieder was dazu gelernt, dass ich nicht nochmal schärfen kann. Einen wunderschönen guten Abend, der DJ Bones ist da. Grüß dich, mein Lieber. Hab den Sika XO, da ist Auseinanderbau eine Herausforderung. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Könntest du dir vorstellen, mal einen Nightshift-Stream zu machen, Mitternacht bis morgen? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist überhaupt nicht meine Uhrzeit. Auf gar keinen Fall. Das würde mir nicht gut tun. Das ist sehr, sehr ausgeschlossen. Weil dafür bin ich einfach zu wenig Nachtmensch und das geht voll gegen meinen Biorhythmus. Und ich habe jetzt erst herumexperimentiert und habe herausgefunden, wie sehr mich das schon aus der Bahn wirft, wenn ich meinen Biorhythmus versuche, um 1 oder 2 Stunden zu verschieben. Das wird jetzt auch wieder mit der Zeitumstellung lustig. Ja. Der Sven K. stellt 3 Smokes zur Auswahl und er kann sich nicht entscheiden, deswegen gibt doch mal ein bisschen Schützenhilfe. Nummer 1, wenn er die Serie V von Oliva rauchen soll. Nummer 2, wenn er die Hemmys Edition Limitada rauchen soll. Oder 3, die Skelton Live Your Dreams. Ah, das sind aber, also ganz im Ernst, Sven, das sind alles 3 gute Smokes. Ich persönlich würde aber tatsächlich die 2 wählen, aber im Moment sehe ich da schon ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, es ist, ich, es hat, es ist gerade, es entwickelt sich, glaube ich, ein Hang zu 3. Der Pfeifenjojo sagt aber auch die 1. Meine Güte, ich glaube, da hast du auch Smokes zur Auswahl gestellt, die einfach nicht. Also, das ist übrigens, du nimmst die 3, ja, die 3 hättest du ja schon geschrieben, Sepp. Also, Sven, ich weiß nicht, ob für heute die Umfrage helfen wird. Jetzt kommen doch wieder die ganzen Einser um die Ecke für die Serie Frau. Hei, hei, hei. Kalkgeruch. Ach, du meintest mit KG Kalkgeruch und hast geschrieben, Kalkgeruch der Aylesbury war einfach nach Fisch. Ja, das klingt ja verlockend. Da wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Smoke. Also die Rauchabgabe der CAO ist der absolute Hammer, Freunde. Wir versuchen mal durchzuzählen.
Für die 1 haben abgestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und für die 3 haben abgestimmt 1, 2, 3, 4. Der Aladdin hat einfach erstaunlich auf die 3 eingetippt, deswegen sah das so viel aus. Also Sven, ich glaube, du rauchst die Serie 4. Die Serie 4, die Serie V. Der DipDap sagt auch Moin, grüß dich, mein Lieber, schön, dass du dabei bist. Ich habe gerade die CAO Flathead 660 Carb gezündet und freue mich auf einen entspannten Abendsmoke mit euch. Der Mario ist auch da. Hallo zusammen, habe es gerade noch geschafft. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Wie gesagt, heute hier auch alles wieder extrem spontan. Aber so soll es doch sein, wenn es passt, dann passt es. Und wenn das Wetter passt und wenn die Zeit passt, dann wollen wir doch zusammensitzen und gemütlich einen smoken. Der Ed ist auch da. Grüß dich. Schmeckt aber nicht danach Kaffeenoten und Holzaromen, ein bisschen Gras und schön cremig. Ja, aber ich glaube, ey, mich hätte dieser fischige Geruch auf jeden Fall schon hart abgeschreckt. Heieieiei. Freunde, tut mir doch gerne einen Gefallen und ihr wisst, was jetzt kommt. Gerne einmal unter den Stream gehen und ein Like da lassen. Wir haben da so eine leichte Dissonanz. Wir sind, glaube ich, gerade so über 40 Leute. Und ich habe gerade 11 Likes gezählt, wenn ich mich nicht irre. 12 Likes, Entschuldigung. Aber wir sind 43 Leute. Also Freunde, lasst das da gerne nochmal krachen. Und wenn ihr schon mal dabei seid und das Projekt noch ein bisschen weiter unterstützen wollt, haut doch gerne nochmal einen Superchat rein. Hilft tatsächlich weiter. Ich habe das gestern mal in einem Stream so ein bisschen erklärt, warum ich immer so ein bisschen darauf rumpoche. Ist halt einfach aufgrund der Finanzierung möglich, nötig, nicht möglich. Von daher besten Dank und danke auch an alle, die schon geliked haben, noch liken oder gerade dabei sind zu liken. Martin, wie ist die Sino vom Nicaragua? Ich denke, du meinst die Sino Nicaragua. Entspannt. Entspannt. Der Schmackofatz ist da, grüß dich. Und der Gonzo ist natürlich auch da. Hallöchen zusammen, meine Lieben. Ich bin noch ganz am Anfang vom Smoke. Und freue mich einfach, dass ich mich heute spontan entschieden habe, mit euch zu smoken. So, hier wird der Urlaub mit Hella Monte Cristo Nummer 5 eingeläutet, perfekt konstruiert und brennt super langsam ab. Da ist der Preis sogar vertretbar. Ja, der Preis, das muss ja immer jeder für sich selbst entscheiden, was er bezahlen möchte. Von daher wirst du, also es gibt, der Preis ist so gesehen eigentlich fast immer vertretbar. Also Pflegesold oder so ist nicht notwendig. Sorry, dass ich nachher interessiere mich gerade, wie es so macht im Internet gestern auch eine Alu, schon mal wer probiert. Ich habe mich damit nur mal so ein bisschen beschäftigt, deswegen möchte ich mich da gerade mit guten Tipps zurückhalten, bevor ich dich da noch irgendwie in dein Unglück stürze, halte ich mich damit tatsächlich lieber zurück, und möchte dir da einfach nur raten, dir da gute Anleitungen und gute Tipps rauszusuchen und einzuholen. Also die Rauchabgabe ist echt geil. Und diese Röstaromen bleiben auch, die macht mir gerade echt sehr viel Spaß, muss ich sagen. Sehr, sehr viel Spaß. Das ist fast schon, als wenn man in einer zusammensitzt und redet, gibt es Zigarren für. Gibt es. Ja, natürlich, es gibt viele Zigarren, die über weit über 100 Euro kosten. Es gibt Zigarren, die mehrere 100 Euro kosten. Es gibt Zigarren, die, wenn du sie im Ausland bei Sammlern kaufst, wo das halt auch rechtlich möglich ist, da kannst du für sehr, sehr seltene und alte Zigarren kannst du 10.000 Euro ausgeben. Das ist gar kein Problem. Bei mir wird heute die Virtus Manowar probiert. Cool, gönn es dir richtig. Wow, lange nicht hier, dass ich hier war. Letzter Stream war, als du die Woodies geraucht hast. Ed, umso schöner, dass du wieder zu uns gefunden hast. Ja, die Woodies, das war ja, glaube ich, im Oktober, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist auch heute ja alles sehr spontan. Also schön, dass der glückliche Zufall dich heute wieder zu uns getrieben hat. Ed, ich hoffe, du hast einen entspannten Abend, bist bisher gut durch die Woche gekommen und hast vielleicht auch einen netten Smoke an deiner Seite. Schön, dass du wieder mal da bist. Um.
Bin sonst bei Robusto, aber eine kleine Monte für 10 fast genauso lange brennt wie eine Placencia Robusto ist. Der kleine Scheißer ist mir wert. Ja, kaputt nix. Das ist, wie gesagt, das entscheidet jeder für sich. Das ist ja auch der Punkt, bei dem ich mich mit den Reviews immer. Man kann sich immer über Geld und Preise tot diskutieren, aber irgendwie nimmt das mir auch immer persönlich sehr viel Spaß an der Freude, wenn ich ehrlich bin. Das ist so. Geld kann halt echt viel kaputt machen. Der Cutter ist jetzt erst 2 Monate alt. Dann habe ich noch Zeit zum Studieren. Ach so, ja, alles gut. Also ich habe Cutter, die, also der berühmte Germanus Doppelklingenschneider mit Fixierung, den habe ich jetzt seit 3 Jahren und der schneidet immer noch sauber. Also von daher. Und ihr seht ja selber, in wie vielen Videos ich den auch benutzt habe und so und auch zwischendurch immer mal. Von daher macht ihr da keinen Kopf. Ich könnte ihn sicherlich mal irgendwie, der könnte sicherlich mal ein bisschen mehr Schärfe vertragen wieder, aber noch ist der absolut in Ordnung. Das ist schön, dass dir die Guantanamera gefällt, Jojo. Das freut mich. Ich will auch mal wieder öfters reinschauen. Leider gerade Weisheitszahn-OP und dicke Backen. Oh, ey, das ist natürlich bitter. In diesem Sinne auf jeden Fall eine gute und schnelle Genesung in deine Richtung, dass du da bald durch bist. Das, heieieiei. Geld kommt, Geld geht. Ist so. Wie bist du zum Zigarrenrauchen gekommen? Ich glaube, ich muss dazu mal ein Video machen, oder? Das ist, glaube ich, echt eine der meistgestellten Fragen. Vor ein paar Jahren hat mir ein ehemaliger Chef, also der Chef, hat gerne luxuriös gelebt und der Astral haut 6 Euro Superchat rein. Vielen lieben Dank, Astral. Und auch das soll heute natürlich nicht ohne ein kleinen Tropfen hier unbedankt bleiben. Vielen herzlichen Dank für die 6 Euro Astral, das weiß ich sehr zu schätzen. Du weißt ja, jeder Euro zählt. Das meine ich sehr ernst. Und in diesem Sinne habe ich mir gerade, es ist jetzt nur ein simpler Whisky, aber der Four Roses, der gefällt mir gut. Erhebe ich mein Glas auf deinen Superchat. Vielen lieben Dank. Marlon war's. Marlon ist dein Name. Ha. Super Nachricht, lieber an die Community. So soll es sein. Beste Community der Welt. Wie bin ich zum Zigarrerauchen gekommen? Ehemaliger Chef hat gerne luxuriös gelebt, wollte gerne mal mit dem Zigarrerauchen anfangen, hat sich ein Wurzelholzhumidor geholt, hat den Rand voll gemacht mit Cohiba Esplendidos, hat, glaube ich, 2 Stück geraucht, dann fand das Kacke und hat mir die Cohiba Esplendidos geschenkt. Und ich hatte keine Ahnung von Zigarren und meine ersten fast 20 Zigarren waren Cohiba Esplendidos, bis ich erstmal gemerkt habe, was ich da habe. Und eine davon habe ich jetzt noch im Humidor, die da jetzt seit ein paar Jahren liegt und reift. Hast du eigentlich ein Limit, was an Geld für Zigarren pro Monat anlegst? Das ist im Moment eine sehr, sehr spannende Frage. Dadurch, dass ich ja jetzt einen Geschäftspartner habe und mir wirklich sehr genau überlege, welche Zigarren kaufe ich privat und welche Zigarren kaufe ich quasi geschäftlich, weil ich sie zum Beispiel mal in einem Haul oder in einem Review präsentieren möchte oder sie auch aus anderen Gründen für ein Video brauche. Deswegen ist das eine Frage, mit der ich mich aktuell auseinandersetze, aber noch keine gute Antwort habe. Man sollte sich nicht verschulden für Zigarren, aber man kann bei Zigarren ja recht viel Geld ausgeben. So ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Doppelliebe zurück, genau so sieht's aus. Und der Daniel Geißler ist natürlich auch am Start. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du es einrichten konntest. Es freut mich sehr, dich zu sehen. Ich hoffe, du hattest auch heute einen entspannten Tag. Ich möchte dir fast sagen, du hattest eine entspannte Woche, aber wir haben uns ja gestern tatsächlich erst gesehen, wenn man so möchte. In diesem Sinne, komm rein, lass dich nieder, zünd dir einen Smoke an und genieße die Zeit mit uns. Oha, da hat der Chef aber gleich richtig zugegriffen. Ja, der war auch Multimillionär. Also das hat ihm nicht wehgetan. Der hat das nicht gemerkt. Der hat das quasi aus dem Kleingeldsparschwein bezahlt. Ne, bis auf die Kuba, die ich geraucht habe, kann ich mir nicht viel Kuba leisten. Das hat aber nichts mit Neid zu tun. Es gibt außerhalb von Kuba, ich persönlich rauche ja auch wenig Kuba. Und von daher
Ich habe halt auch eher den Hang zu den anderen Regionen. Habe mir vor kurzem eine Patagas zugelegt und musste heute feststellen, dass sie an der Seite circa 1 Zentimeter lang eingerissen ist. Ist sie noch rauchbar? Gonzo, such mal nach dem Stichwort Zigarrenkleber. Das ist ein stärkehaltiger Kleber, mit dem du eingerissene Deckblätter wieder verkleben kannst. Das sieht ein bisschen aus wie so Modellbaukleber, falls du die kennst mit diesem Pinsel. Nennt sich aber Zigarrenkleber, hat keinerlei Auswirkung auf den Geschmack, kann eingerissenes Deckblatt halt retten, kostet nicht so viel und hält ewig und 3 Tage. Von daher Zigarrenkleber beste. Wenn du so weiter Zigarren hamst, das musst du bald in der Dusche schlafen, weil überall Zigarren liegen. Ja, und im Stehen, das wär's noch. Bei mir ist aktuell zu viel, aber ich kaufe trotzdem fleißig weiter. Das Lager muss ja gefüllt werden. Und das Problem bei Zigarren ist, das Kaufen macht ja fast genauso viel Spaß wie das Rauchen. Oder? Scheint trocken bei dir zu sein, bei uns regnet es. Ja, es zieht gerade. Ich habe gerade mal gecheckt, das Regenradar. Ich bin da ja wieder sehr vorsichtig heute. Da zieht so ein Regenband von Süden nach Norden durch, aber es zieht quasi genau östlich von NRW hoch. Freue mich auf Ostern, da gibt es dann eine God of Fire Don Carlos. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit Astral. Ruhe wäre jetzt toll, meine Schwester hatte 2 epileptische Anfälle, ich bin voll aus dem Leben gerissen. Neven, das ist hart, das tut mir sehr leid für deine Schwester und natürlich auch für dich. Ich hoffe, dass da alles gut ging. Also, was heißt alles gut ging, aber ich hoffe, dass es, ja, wie soll ich es sagen, ist irgendwie handelbar geblieben ist, um es mal so zu sagen. Und dass ihr da schnell aus der Situation wieder raus seid. Ich denke an dich, mein Freund. Das ist in diesem Sinne, würde ich sagen, also das ist ja schon wirklich krass. In diesem Sinne schicke ich einfach mal ein paar positive Gedanken und ein Cheers an den Neven, auf das auch wieder ruhigere Zeiten einkehren. Die Rauchabgabe von der CAO ist der absolute Knaller. Also das ist echt unfassbar. Halleluja. Ich kenne Leute, die Zigarren aus Kuba rauchen. Kann es sein, dass ich gerade in Kuba bin oder was ist los hier? Das ist, wie gesagt, ich persönlich rauche ja wenig Habanos. Also Habanos macht vielleicht 10% oder 15% meines Zigarrenbestandes aus. So geht es mir bei Pfeifen. Immer gehe ich zur Pfeifenmesse. Den Vorsatz heute kaufe ich maximal Tabak und am Ende gehe ich da wieder mit 2, 3 Pfeifen nach Hause. Ja, so ist es ja aber auch. Und das Ankochen, wie oft ich am Tag meinen Tisch immer nur durch die Scheibe gucke, wo ganz oben die besten Schätze liegen. Die neue Diplomatie zum Beispiel ist deine Augenweide. Ja, das ist das Angucken auf jeden Fall. Oder alleine schon, wenn man beim Händler durch so einen gepflegten Humidor mit einer guten Auswahl geht, dieser Geruch von Zedernholz und Tabak da drin ist. Ach. Schön, 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 schön. Die macht gerade echt sehr viel Spaß. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht habe ich sie auch aufgrund der Aufmachung eher mit einer stärkeren Zigarre in Verbindung gebracht. Ich war halt einfach neugierig auf sie, aber ich glaube, dadurch, dass ich so im Hinterkopf hatte, oh, die ist bestimmt stärker, habe ich sie eher liegen lassen. Aber bisher ist sie sehr gut verträglich. Jetzt gerade kommt eine leichte Würze mit ins Spiel und ein paar Ledernoten, aber ansonsten ist sie wirklich sehr, sehr entspannt. Er bei mir heute im Tabakladen wollte einfach zwei, drei, zwischen 5 und 10. Ging mit einer für 54 Euro. Du gingst mit einer für 54 Euro raus. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, dass du dir eine Meerapfel gekauft hast, eine Meeräpfel-Meier-Linie.
Wenn ich jetzt tippen müsste. Die Asche voll auf mein weißes Hemd. Ja, mit dem weißen Hemd sollte man auch nicht rauchen. Wie ist die CAO im Vergleich zu BX3? Sie ist auf jeden Fall würziger als die BX3. Auch kräftiger. Da wo ich die BX3 auch mit Kaffeenoten und Nussnoten verbinde, aber auch noch mit einer leichten Creme im Spiel, hat die hier eher was Herbdeftiges. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender Smoke. Nee, die God of Fire. Ach so. Ja gut, das ist bei 54 € musste ich jetzt halt an mehr Apfel denken. Aber gut, das ist beides gute Smokes. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Ja, ansonsten habt ihr für Ostern irgendwas Besonderes geplant? Habt ihr irgendwie was da am Start? Feiert ihr das mit der Familie oder im Kleinkreis oder gar nicht? Also ich persönlich, ich bin ja auch nicht gläubig. Es ist halt bei uns eher so, wir haben so die eine oder andere familiäre Tradition, dass wir freitags zusammen, also am Karfreitag zusammen essen und am Ostersonntag zusammen essen. Aber das war's halt auch. Von daher, schreibt doch mal gerne rein, ob ihr da irgendwas am Start habt. Der Daniel Lohmann sagt, habe letzte Woche angefangen, Zigarre zu rauchen. Du bist ja mal sehr neu im Thema. In einem Laden für Beratung und bekam eine John Aylesbury, heute im anderen Geschäft keine schöne Beratung bekommen, trotzdem drei gekauft. Lionel White, Pinafina, Rocky Patel, taugt das was. Das sind auf jeden Fall stabile Empfehlungen, Daniel. Das muss man sagen. Beziehungsweise stabile Zigarren, da wirst du auch als Anfänger erstmal gut mit klarkommen, denke ich. Ja. Ich gucke im Stream rum. Die Bühne muss jetzt das Hemd wechseln. Eieiei. Was kommt Vater zum Essen, wo dann sicherlich eine Zigarre und Pfeife rauchen. Ja, das ist natürlich ja dann viel Erfolg auf jeden Fall gleich auch beim Auftritt. Habe heute drei Partager Super bekommen, Boxing Date. Dezember wird sagen, die müssen erstmal eine Weile liegen bleiben. Ja, aber du bekommst ja im Moment keine Habanos, die älter sind als 4, 5 Monate. Das ist halt einfach so. Außer du bist halt irgendwie mal in so einem Laden, gerne in diesen kleinen Lottoläden, die irgendwo mal eine Kiste vergessen haben. Kann immer mal wieder vorkommen bei diesen kleinen Lottoläden. Jedes Mal fragst du dasselbe. Ja, nun, ich will ja auch ein bisschen das Gespräch anheizen. Ich kann auch fragen, was die Quadratwurzel aus 4.286.925 ist. Kommen wir jetzt halt inhaltlich nicht so richtig weiter. Zwischenstand 3 cm in die Zigarre und die Asche hält noch bombenfest. So soll es sein. Am Samstag mit guten Freunden ein schönes Grillevent starten. Es gibt Schwenksteaks über offenem Feuer. Ja, da wäre ich auch dabei auf jeden Fall. Danke dir und danke für die Anfängervideos. Hat mir gut geholfen. Sehr gerne, Daniel. Freut mich, dass sie dir geholfen haben. Ich kann dir nur den Tipp geben: Schau auch mal in der Facebook-Gruppe vorbei. Da wirst du auch mit guten Tipps und Ratschlägen von einer super lieben und netten Community erschlagen. Nein, nicht du, Martin. Das ist. Ach so, ja gut. Muss man Zigarren, wenn sie erst ein paar Monate alt sind, erstmal altern lassen? Nee, musst du nicht, Andreas. Musst du nicht. Zigarren können davon profitieren, wenn sie eine Weile liegen bleiben. Müssen sie aber auch nicht. Kubanische Zigarren profitieren im Regelfall davon, wenn man sie liegen lässt. Da gibt es aber auch keine feste Regel. Und es wird wieder irgendeiner um die Ecke kommen und wird sagen, du musst die mindestens 2 Jahre liegen lassen oder mindestens ein Jahr lang liegen lassen. Da gibt es keine Faustregel, probier es einfach aus. Und viele Leute rauchen auch einfach gerne frische kubanische Zigarren. Also Zigarren können davon profitieren. Bei Habanos ist es im Regelfall so, dass sie wirklich davon profitieren. Aber wie lange du sie dann liegen lässt, das ist einfach ausprobieren angesagt. Das ist, im Regelfall sind Zigarren ja auch vorgelagert. Das ist im Moment bei den kubanischen
halt wirklich sehr, sehr knapp, aber normale Zigarren aus normalen Produktionen sind halt auch vorgelagert. Ja, müssen sie halt auch sein, weil der Tabak fürs Rollen wieder ein bisschen befeuchtet wird und die müssen ja alleine auch schon wieder trocken werden, damit man sie rauchen kann. Also nicht knüppeltrocken, aber halt trocken genug. Nicht unbedingt alles, was aus Kuba kommt, kann man eigentlich sofort rauchen und profitieren. Kuba noch. Ja, aber es gibt halt. Aber es gibt halt da echt keine Daumenregel. Würde mir jetzt am liebsten auch was anmachen, nebenbei ein bisschen auf Cigar World shoppen. Ja, das ist in der Zeit, wo du nicht rauchen kannst, heißt es ja nicht, dass du nicht shoppen kannst, ne? Das merke ich ja auch immer im Winter, wenn ich nicht draußen sitzen kann und weniger rauche. Das hält mich ja nicht vom Einkauf ab. Ne, die Last ist ja einfach da. Der Muhammad sagt Grüße aus. Moment, bist du der Mo Muhammad? Bist du's, Mo? Ich hoffe ja in diesem Sinne, Grüße an dich und deinen Chef und in einen wunderschönen kleinen Zigarrenladen. Sei gegrüßt, mein Lieber. Als Anfänger kann man noch nicht das Gefühl für sowas hat, welches vermutlich gar nicht wahrnehmen, würde ich jetzt vermuten. Ja, die werden halt schon Zigarren, wenn sie agen, nennt man das, werden sie halt schon im Regelfall ein bisschen geschmeidiger. Aber das ist eine Wissenschaft für sich und das ist halt auch eigentlich nur, wie sich welche Zigarre verhält, ist nur durch Versuch und Irrtum herauszufinden. Das wäre jetzt kein Thema, womit ich mich am Anfang belasten würde, Andreas. Ich würde einfach gucken, dass ich viel querrauche, dass ich viel Verschiedenes erlebe und so auch deine Geschmacksnerven und Geschmackssinne ein bisschen schärfst und einfach guckst, dass du Spaß an dem Thema hast und das ist alles. Und mit der Rest ergibt sich von alleine. Yes, it's me. Ach, guck mal, Mo, grüß dich, mein Lieber. Grüße an deinen Chef, den Hemmi. Natürlich auch Grüße gehen raus an Hemmis feines Cigars. Ich habe da eventuell die Community dafür hier mal abstimmen, was der zweite Smoke wird. Eventuell wird gleich unter anderem auch das zur Auswahl stehen. Mal gucken, ob sie es wird. Das liegt halt nicht in meiner Hand, sondern in der Hand der Community. Der Dirk B. ist am Start. Sehr schön, das freut mich. Tammy ist im Urlaub. Oh, das heißt, du bist quasi Chef im Ring. Ja, dann, das ist. Du wolltest mir doch noch Zigarren zuschicken. Nein, alles gut, mein Lieber. Das ist dann, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr im Moment wieder eine gute Zeit in der Lounge habt. Ich werde sehr wahrscheinlich im Mai vorbeischauen. Weiß nicht, ob es schlau ist, kurz vorm Trompete spielen auf großer Bühne noch eine Zigarre zu rauchen, aber ich hatte so Lust drauf. Ja, manchmal muss man auch wirklich der Leidenschaft frönen. Sollte es auf jeden Fall die robuste Edition Limitada rauchen. Ja, das habe ich mir gedacht. Wie gesagt, das ist, wenn ich mit der CAO Flathead durch bin, dann wird die Community abstimmen. Und dann schauen wir mal. Wenn eine Zigarre frisch schmeckt, dann kauf einfach mal eine mehr und lass sie eine Zeit lang liegen. Dann kannst du selber probieren, ob es sich für dich lohnt. Da hat der Kaputt nix absolut recht. Dass ich da, das ist das, was ich mit Versuch und Irrtum meinte. Einfach ausprobieren. Zweiter Smoke ist ja geil. Können Sie dann zusammen rauchen? Jo, das ist. Siehst du, darüber werden wir aber gleich abstimmen. Hat jemand einen Tipp für einen süßen Smoke bis 20 Euro? Lager muss aufgefüllt werden. Und da ich sie gerade schon mal hier liegen habe, Ed. Hemmis Edition Limitada. Eine wunderschöne, milde, entspannte, extrem cremige Zigarre. Eine meiner absoluten All-Time-Favorite-Lieblingszigarren. Guck sie dir mal an, ist in Robusto für 15 Euro zu haben, im ganz großen Format, im ABA 56 Format, für 20 Euro. Und die ist so cremig und entspannt. Da hast du wirklich Freude dran. Aber ist halt nicht süß im Sinne von aromatisiert. Weil der Mo hier gerade schreibt, die Drew Estate Tabak Especial, das ist ja die Schokoladenzigarre, die ist ja mit. Wobei, das heißt ja, sie sagen ja nicht, Drew Estate sagt ja nicht aromatisiert, sondern sie sagen ja, glaube ich, infused, damit sie da um irgendwelche Reglementierungen drumherum kommen. Ja, dann bist du halt bei den aromatisierten Geschichten, wenn es eine nicht aromatisierte sein soll. Hemmis Edition Limitada.
zum Beispiel. Süß, Christoph, San Andreas Robusto. Da bin ich, auf den Smoke bin ich sehr gespannt, den hatte ich noch nicht. Ich sage aber auch bewusst noch nicht. Also die CAO, die hat echt eine Rauchabgabe. Gibt auf jeden Fall, die in 2 bis 3 Jahren schlechter werden. Also liegen lassen schadet nie. Im schlimmsten Fall findest du sie gleich gut, aber Preis ist in der Zeit gestiegen. Ja, gut. Das ist natürlich richtig. Mein Getränk ist hier in Form des Four Roses Bourbons. Four Roses Bourbons. Ein schlichter Bourbon, aber ganz nett. Und irgendwie war mir heute danach. Und ich habe noch ein Glas Pepsi Max daneben stehen, einfach für den Flüssigkeitshaushalt. In diesem Sinne, cheers auf euch. Auch doch gleich eine Schokozigarre. Ja, ich hätte sogar eine Tabak-Especial da. Aber das Problem ist, wenn du mir die Wahl stellst, zwischen, na, also, sehen wir dann. Sei eher auf den anderen dabei gespannt, habe mal eine kleine Vorstellung zu der Davidoff geschrieben. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Lass dir schmecken. Das habe ich vor, Ashtray. Und es schmeckt heute auch wieder gar vorzüglich. Das ist, also so ein Bourbon macht zu der CAO auf jeden Fall Sinn. Es ist eine kräftigere Zigarre. Die kann durchaus auch einen Whisky, wo ordentlich so Tannine drin sind und halt diese Eichennote, kann die auf jeden Fall gut vertragen. Kennt hier jemand die Krumme? Taugt die was? Keine Ahnung. Also ich persönlich nicht, vielleicht kennst du ja ein anderer. Also ich habe sie ja zumindest noch nicht geraucht. Alter, diese Rauchabgabe. Es ist heute aber auch wirklich recht windstill. Der Rauch, der zieht auch nicht so recht ab. Das ist heute echt, echt krass. Aber Freunde, ich will noch mal ganz, ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr gerne unter dem Stream einmal den Daumen nach oben reinballern könnt. Wir sind gerade bei 29 Likes. Und das macht mich so kirre. Da kriegen wir doch bestimmt die 30 hin oder ganz locker noch mehr. Von daher tut das bitte sehr, sehr gerne. Kostet euch nichts, kostet euch eine Sekunde. Hilft mir wahnsinnig weiter. Die Schokozigarren von Lagalana sind auch süß. Ja, auf jeden Fall. Die sind auch sehr, sehr lecker. Die brennen halt nur so schlecht. Auch die Monte A als zweite. Es ist Mo, das ist mit der Monte A. Habe ich mal einen besonderen Stream vor. Da wird es hier so eine Kuba-Nacht geben. Ich muss nur noch irgendwie, also wenn es ein bisschen wärmer auch ist, damit das auch so thematisch und von der Anmutung her passt. Und dann werde ich hier so einen schönen Kuba-Abend machen und dann wird auch die Monte Cristo A geraucht. Weil die werde ich erstmal in Ehren halten. Also meine Fresse. Das ist also das ist ja ein Smoke, den ich mir nicht so nebenbei aus Langeweile anmache. Einen schönen guten Abend. Der Dustin ist auch da. Grüß dich mal lieber. Und der Astral sitzt auch in einer Rauchschwade. Ich ja im Prinzip auch. Ich werde übrigens sehr wahrscheinlich, das ist noch nicht zu 100% in Stein gemeißelt, aber sehr wahrscheinlich werde ich morgen Nachmittag wieder bei Zigarren Beider und Shahin sein. Falls einer von euch da ist, kann er ja gerne mal kurz Hallo sagen. Freut mich immer so ein bisschen, die Gesichter hinter der Community kennenzulernen. Deine Monte 5 raucht auch wie verrückt, ja. Zum Monte A soll der Edmundo Dantes rum sehr gut passen. Danke für den Tipp, Mo. Ein Zuschauer hat mir neulich auch ein Kuba-Paket hinterhergeschickt, als er das mit dem Kuba-Stream mitbekommen hat, dass das passieren soll. Und hat mir nochmal ein Kuba-Paket gepackt. Da waren auch 2 verschiedene Rums drin aus Kuba. Ich weiß jetzt nicht mehr welche. Aber danke auf jeden Fall für den Tipp. Ich werde es mir merken. Hatte mal die La Rotan, war auch sausüß. Mhm. Du musst dich jetzt warm spielen. Schönen Abend noch. Ja, viel Erfolg beim Auftritt, Pfeifen Jojo. Schön, dass du reingeschaltet hast. Mach dir noch einen ganz entspannten und erfolgreichen Abend vor allen Dingen. Ach,
Die Rauch. Ich Zigarren mit einer guten Rauchabgabe, ne? Freunde, das ist, ist der, es gibt für mich irgendwie auch, das ist so ein richtiger Abtörner bei einer Zigarre. Es gibt Zigarren, die, da ziehst du dran und da hast du auch Geschmack im Mund, aber der Rauch, der ist so dünn und so fisselig und wenig und nee, das muss richtig qualmen, das Ding, dann macht das Spaß. Wo ist denn das, wo du bist? Also welche Stadt? Falls du mich meinst, ich bin in Essen. Mitten im Ruhrgebiet. Hast du schon mal eine Williger probiert? Ja, ich habe auch schon ein paar Williger reviewed. Also von daher die Williger do Brasil habe ich reviewed. Ich habe die 1492 reviewed. Waren auch alle ganz in Ordnung. Die La Meridiana habe ich schon ein paar Mal geraucht. Habe ich auch noch hier zum Reviewen. Die 1898 Nicaragua, 1888 Nicaragua habe ich auch noch hier zum Reviewen. Die Nicaroma ist ja auch eine Williger. Hat mir echt sehr gut gefallen. Entspannter Nicaragua-Smoke, ein bisschen Nicaragua-untypisch. Also ich habe von Williger schon echt einiges probiert. Die Miamo von der Romana Carib hat auch eine schöne unterschwellige Süße. Ja, auf jeden Fall. Und ich mag sie auch sehr. Die gehört auch zu den Zigarren, zu denen ich oft in der Lounge greife, wenn ich nicht weiß, was ich rauchen soll. Dann bin ich bei der La Roma del Carib Miamor. Da muss die Feuerwehr kommen. Jo, das ist richtig. Das ist. Ja, ich muss mir auch angewöhnen, es schreibt sich williger, sie sprechen sich filliger aus. Immer wenn ich es lese, habe ich direkt williger im Kopf, aber sie sprechen sich filliger aus. Mit so einem scharfen, fast schon F. Muss ich mir dringend merken. Meiner ist, wo man vielleicht vorbeischauen kann, habe das jetzt nicht akustisch genau verstanden. Ja, das kann ich dir. Also, die heißen Zigarren mit C, Zigarren. Beida und Shahin Lounge. Wenn du Beida oder einfach nur Beida oder Beida und Shahin suchst, zum Beispiel bei Google Maps in Essen, das ist eine Zigarrenlounge gegenüber vom Essener Hauptbahnhof in einem schönen alten historischen Gebäude im Haus der Technik. Da bin ich, das ist halt meine Haus- und Hof-Lounge. Reviewst du nur Marken oder auch mal eine Hausmarke? Ich review also grundsätzlich alles, was ich mir, was ihr mir schickt, zum Beispiel auch. Ich habe auch Zigarren da, die hat mir auch der gute Jens, der mir auch zuletzt dieses wahnsinnige Kuba-Paket zugeschickt hat, der hat mir auch Hausmarken von einer Lounge aus dem Norden zugeschickt, war das, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche das war. Aber die werde ich natürlich auch reviewen. Da bin ich ganz schmerzfrei. Da wird erst recht, wenn ihr mir die Sachen zuschickt, dann wird da reviewed und Content rausgemacht. Man sagt ja auch nicht würgeln. Nee, das ist richtig. Die 1888 hat mir letztes Mal sehr gut gefallen, habe jetzt noch eine Torpedo davon. Mal gucken. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich muss sie, wie gesagt, noch rauchen. Aber ne, Review-Exemplar ist auch hier. Guten Abend zusammen. Ich habe soeben eine Plasencia einmal den Campo in Brand gesteckt. Ach, was ein feiner Smoke. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit Hans und schön, dass du es geschafft hast, dass du heute zu uns gestoßen bist bei diesem sehr spontanen Livestream. Habe eine Cohiba geschenkt bekommen. Jetzt muss ich feststellen, dass sie am Zigarrenfuß Schimmel gebildet hat. Kann ich sie noch rauchen oder entsorgen? Wenn der am Zigarrenfuß außen auf dem Deckblatt ist, versuche ihn trocken abzuwischen. Wenn du ihn trocken abwischen kannst, hast du eine sehr, sehr gute Chance, dass du sie rauchen kannst. Wenn sie wirklich vorne in der Einlage ist, der Schimmel, wirst du sie wegwerfen müssen. Dann würde ich auch nicht das Risiko eingehen, irgendwie ein Stück abzuschneiden und sie dann zu rauchen, weil dann kannst du einfach nicht mehr einschätzen, wie tief der Schimmelbefall in der Zigarre ist. Und dann kann das echt noch schwerer gesundheitsschädlich werden. Das würde ich dann an deiner Stelle nicht machen. Also Schimmelsporen willst du einfach nicht einatmen. Ja, aber wie gesagt, wenn es in der Einlage tatsächlich ist, tut es mir sehr leid für dich. Deine CAO sieht interessant aus. Es ist auch ein schöner Smoke auf jeden Fall. Das ist, und das hat geschrieben der Marco Heise. Marco, grüß dich mal lieber. Schön, dass du hast es nicht rechtzeitig geschafft, aber du bist da und das ist das, was zählt.
Cool, dann bringe ich mir morgen was mit. Bin gespannt, was du sagst. Eieieiei. Da bin ich aber auch sehr gespannt. Ist es Schimmel oder Blüte? Habe ich bei. Also, ich muss ganz ehrlich sein: Das Thema Blüte, das kommt jetzt in letzter Zeit immer mal wieder auf. Meiner Meinung nach gibt es keine Zigarrenblüte. Es gab ein paar Studien, die durchgeführt wurden, wo einfach festgestellt wurde, dass es immer irgendeine Art von Pilz oder bakteriellem Befall ist, was da auf der Zigarre wächst. Auch das, was als Blüte angepriesen wurde. Von daher wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Wenn du es trocken abwischen kannst und es nur auf dem Deckblatt ist, hast du Glück gehabt. Ansonsten echt eher weniger. Aber dieses Ding mit, da tritt Zucker aus den Tabakblättern und was weiß ich nicht was, es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass es so ist. Von daher wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, wenn du es trocken abwischen kannst und die Zigarre anzündest und sie schmeckt unverdächtig. Alles in Ordnung, wenn es vor einem Zigarrenfuß ist, würde ich sie echt wegtun, weil das Risiko einfach viel zu groß ist. Einzige Lounge für mich ist die Casa del Habano. Ein bisschen schade, dass ich keine von Kuba in einer Lounge rauchen kann. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Aber es gibt ja genügend andere schöne Smokes. Da kann man ja auf jeden Fall Spaß haben. Und wir haben jetzt schon 36 Likes. Das hat ja gut geklappt mit den 30. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Der Flughafen gibt auch wieder alles. Ja, natürlich, das ist, wobei ich höre das auch mittlerweile echt, also was heißt mittlerweile? Ich bin 38, wohne davon 35 Jahre lang hier. Ich nehme das nicht mehr wirklich wahr. Ich nehme das in den Videos, wenn ich die Videos drehe, wahr, weil ich dann darauf achte. Und ansonsten fällt es mir eher auf, wenn ich irgendwo bin, wo die Einflugschneise nicht ist. Da kommt wieder einer, Freunde. Und ab nach Düsseldorf. So, wir stellen uns die Fragen aller Fragen, wie geht der Zigarrenring ab? Lässt sich auf jeden Fall sehr gut greifen. Ja, Freunde. So wollen wir das sehen. Ich bin gerade sehr, sehr zufrieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir müssen los. Aladdin, schön, dass du wieder dabei warst, mein Lieber. Schön, dass du es geschafft hast. Ich freue mich drauf, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Zwischenstand 2/3 der Elsberry, Kaffee, Noten Schokolade und Holzaromen. So cremig, dass man diesen Steak echt Sahneschnitte nennen kann. Hey, das war auch mal mein Spitzname. Aber ist ein ganz anderes Thema. Ja, aber cool. Freut mich, dass sie dir so gut gefällt. Scheint ja auch wirklich ein relativ abwechslungsreicher Steak zu sein. Von daher. Cool, freut mich. Klingt auch, also Kaffee, Schokolade und Holz klingt auch nach einer schönen Kombi. Auf den Düsseldorfer Flughafen. Also die CAO, die macht mir gerade echt sehr viel Spaß. Das ist echt richtig, richtig cool. Also. Ich habe keine Ahnung mehr, was sie kostet. Ich glaube, so um die 12, 13 Euro. Ich kann es ja mal eben in Erfahrung bringen. Ich weiß es halt nicht mehr. Es ist halt auch schon echt ein bisschen her, dass ich sie gekauft habe. Cigar World lässt mich gerade nicht suchen. Das ist bitter. Aha. €11,50. Und Cigar World hat nur noch 350 Stück von denen übrigens.
Mr. Kovalenza, seinen Namen zusammen, schon wieder Livestream oder noch immer. Ja, das ist die Frage, stellen wir uns alle. Es kam gerade auch schon die Frage auf, ob es mal so einen Nachtschichtstream gibt. Den wird es nicht geben, weil ich absolut kein Nachtmensch bin. Aber es ist. Wir sind schon wieder dabei zu streamen. Oh, meine Wunschliste mit Willer, danke fürs Teilen. Ja, die Wunschlisten bei Zigarreneinkäufen sind, glaube ich, immer unendlich. Ich glaube, das ist klar. Einen guten Abend, Pi. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du es geschafft hast. Ich bin gerade mitten im zweiten Drittel der CAO Flathead 660. Sie gefällt mir wahnsinnig gut. Schöne, viele Röstaromen. Sauberer Abbrand, gute Rauchabgabe. Macht gerade wahnsinnig viel Spaß, der Stick. Schön, dass du es geschafft hast. Ja, die Rauchabgabe spricht, denke ich, für sich, oder? Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Was ich aber machen muss, ist den Heizstrahler eine Stufe höher stellen. Weil jetzt wird es langsam doch ein bisschen frisch. Welche limitierte Zigarre hättest du gerne im Standardsortiment ausverkauft und noch erhältlich? Hemmis Edition Limitada. Das macht mich innerlich echt sehr betroffen, dass sie limitiert ist. Cigar Kings Dos Colores. Genau das gleiche. Und sie ist ja quasi limitiert, die Plasencia Reserva 1898, dadurch, dass ja die Tabake, mit denen sie produziert wurde, die sind ja verbraucht. Deswegen läuft sie ja aus. Oder ist im Prinzip nur noch sehr, sehr schwer zu bekommen und der Rest wird jetzt noch abverkauft. Die hätte ich eigentlich alle gerne im Standardsortiment, wenn ich ehrlich bin. Hat heute eine Angel Fernandez Blend 15 Short Robusto und war sehr positiv überrascht. Ja, die Blend 15 ist auch einfach eine coole Zigarre, die viel Spaß macht. Die Blend 15 ist ja eine günstige Zigarre von AJ Fernandez. Macht aber echt Spaß und liefert für das Geld, das sie kostet, echt ordentlich ab. Muss man, also ja, das ist der Kaputt, nichts sagt, auch die Blend 15 ist wirklich ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis, absolut. Dem kann ich nur beipflichten. Und sie ist dabei ja auch noch relativ mild und entspannt. Also AJ Fernandez haut ja manchmal auch so Sticks raus, die einfach echt viel Bums haben und viel Würze haben, aber die Blend 15 ist ja wirklich durchentspannt. Also wirklich ein schöner Smoke. Freut mich, dass sie dir gefallen hat. Ich habe davon auch noch eine Zuschauerspende hier liegen, die auf das Mo, ich frage dich jetzt mal einfach direkt, weil ich das eigentlich deinem Chef schreiben wollte. Besteht die Chance, dass ihr mir zwei Kisten Robusto und eine Kiste ABA 56 von der Edition Limitada zur Seite legt? Ich bin im Mai auf jeden Fall in Berlin. Und würde die dann wohl abholen. Wenn die Chance besteht, wenn ihr das machen könnt, wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Jetzt muss ich hier gerade mal so ein bisschen Kontakte spielen lassen, aber das wäre, also das wäre absolut grandios. Zweimal Robusto, einmal ABR 56. Wie gesagt, ich wäre dann im Mai da und würde sie halt dann halt abholen, bezahlen und so. Brauchst du noch Mentore sein, Ciclaro und Maduro? Wenig tatsächlich, wenig. Die Maduro hat mir weniger gut gefallen als die Claro. Die Maduro hat bei mir zum Ende hin ein paar Mal eine unschöne Schärfe entwickelt. Das hat mir weniger zugesagt. Bei der Claro, das ist eine milde, entspannte Zigarre, wobei ich dann tatsächlich eine sehr vergleichbare Zigarre fast bevorzuge und das ist meine geliebte Mastic Blue. Ja, das ist Mo. Ich danke dir von Herzen, Bruder. Ich danke dir von Herzen. Ich bringe dir was Nettes mit, wenn ich nach Berlin komme. Ich habe schon eine Idee. Jetzt muss ich hier gerade nur so halb. Es tut mir leid, dass ich hier gerade einmal Kontakte spiele. Das musste aber die Edisco Limitada, ihr wisst es, ey, ich liebe sie so sehr. Das ist einfach so ein schöner Stick. Das ist der Sven K. Haut 5 € Superchat rein und sagt: Kommt Leute, die Community lebt davon, lasst mal springen.
Sven, vielen lieben Dank für die 5 € Superchat. Ich bedanke mich wirklich von Herzen. Ich trinke auf dich, ich erhebe mein Glas auf dich. Und ja, du hast recht, das ist dieses Projekt lebt von Crowdfunding im Prinzip. Ich glaube, man kann es Crowdfunding nennen. In diesem Sinne immer sehr, sehr gerne gesehen. Es hilft unfassbar weiter, auch Patreon-Mitgliedschaften, wenn ihr was im Shop kauft, PayPal-Spenden und so, hilft alles weiter. Die 1898 ist, ja genau, das ist, du hast noch mal ein paar auftreiben müssen, um die Kisten nicht anbrechen zu müssen. Der Astral denkt sich, da haue ich 6 € hinterher und denkt sich, Sven, alles klar, da bin ich dabei. So lobe ich mir das. Auch in diesem Sinne erhebe ich auf Astral mein Glas und sage vielen lieben Dank für die 6 € Superchat. Der Philipp Eberhardt haut 5 Schweizer Franken hinterher. Jetzt muss ich, Moment, also erstmal für den Astral vielen lieben Dank für die 6 €. Und an dieser Stelle auch bei dir nochmal vielen herzlichen Dank, Philipp Eberhardt, für die 5 Schweizer Franken. Ich weiß das von euch allen wirklich sehr, sehr zu schätzen. Großartige Community. Vielen herzlichen Dank auf dich, lieber Philipp. Also, wenn das so weitergeht, bin ich hier Knülle. Machen wir doch wieder ein Trinkspiel raus. Rauchst du auch gerne kurze, dicke Zigarren wie Supergordo oder Dalai oder Naps? Pi, auf die Frage komme ich zurück, wenn wir über den zweiten Smog abstimmen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mehr möchte ich dazu einfach nicht sagen. Ne? In diesem Sinne. Also sie macht gerade echt super viel Spaß. Aber ja, ich rauche ganz gerne auch mal Naps zum Beispiel. Ich mag die Naps gerade so als kurzen. Leute, wenn wir genug reinspenden, füllen wir ihn vielleicht. Das hatten wir im Herbst mal. Da war das, da habe ich mich irgendwie zu so einem Trinkspiel hinreißen lassen. Für jeden Superchat habe ich einen Schluck Whisky genommen. Ich war nicht Knüller, aber ich habe es am Ende doch recht deutlich gemerkt. Muss ich an der Stelle dazu sagen. Ja, aber ich rauche auch zum Beispiel die Dominican Estates als Short Magnum. Finde ich einen super entspannten Smoke. Die kostet irgendwie 4, 5 € glaube ich, sowas um den Dreh. Und weiß ich nicht, ich mag halt auch tatsächlich größere Ringmaße im Regelfall recht gerne. Gibt bei mir ein paar Zigarren, die da auch die Ausnahme sind. Aber ansonsten so ab 50er Ringmaß aufwärts. Und auch so 60er Ringmaße auch mal ganz gerne. Habe 3 Stück Romeo und Julieta, die dürften auch gut ge echt sein, viel dunkler als die anderen. Die haben beim Zigarrenring am Deckband ganz leichte. Kann das Kleber, das kann Kleber sein. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Zigarren am Ende des Tages Naturprodukte sind, die aus Tabak hergestellt werden. Und ein Tabakblatt kann auch in sich leichte farbliche Veränderungen haben. Ne? Also das kann halt auch sein, es ist ein Naturprodukt. Ein Deckblatt dunkelt nicht immer einheitlich durch. Natürlich wird das bei den Deckblättern aussortiert, dass die wirklich in sich irgendwie einigermaßen gleich sind, und die werden dann auch nochmal nach Kisten sortiert, wenn die in die Kisten gehen, dass halt in einer Kiste möglichst eine durchgehende Deckblattfarbe ist, aber leichte Unterschiede gibt es immer. Und bei diesen Hennstellen, ja, es könnte zum Beispiel Zigarrenkleber sein, solange es keine Grünstelle ist. Also Grünstellen nicht mitrauchen, dann ist der Tabak wirklich nicht gut durchfermentiert, aber ansonsten würde ich mir da nicht zu sehr einen Kopf machen. Und ja, die Farbe sagt nichts über das Alter aus. Es gibt auch ältere Zigarren, die sehr, sehr hell sind. Aber der Hans hat auch noch mal 5 Schweizer Fränkli reingehauen. Lieber Hans, vielen lieben Dank für die Unterstützung in Form der 5 Schweizer Franken. Ich erhebe mein Glas. Und wer ihn live einmal im Live-Call erleben will, sollte sich die Patreon-Mitgliedschaft mal anschauen. Da hat Juli recht. Also, falls euch das die Sache wert ist, mit meinen Patreon-Unterstützern ab Level 3 mache ich einmal im Monat einen Videocall. Das heißt, es ist kein Stream, wo ich hier sitze und gegen eine Kamera rede in dem Sinne, sondern es ist ein Live-Call, den wir über Discord machen, wo wir alle einfach in dem Videochat sind, wie zum Beispiel bei Zoom oder Skype.
und einfach so eine Stunde, anderthalb miteinander quatschen. Ihr könnt mir direkt Fragen stellen, könnt mir direkt Feedback geben und wir da einfach in kleinerer, intimerer Runde nochmal eine gute Zeit haben. Danke für den Hinweis, Juli. Oder wie gesagt, morgen Nachmittag einmal kurz bei Zigarren Beida und Schahin in Essen vorbeischauen. Sehr wahrscheinlich. Ich werde sehr wahrscheinlich da sein. 100% kann ich es noch nicht zusagen. Wenn ich da bin, werde ich eine kurze Instagram-Story posten. Ja. Was gibt es denn heute Gutes zu trinken? Mir war heute nach was eher Simplem. Und weil ich mich bei der CAO auf einen eher kräftigeren Smoke eingestellt habe, wollte ich auch eher einen Whisky mit ein bisschen herberen Noten haben und habe mich für den Four Roses entschieden. Ein simpler Bourbon, aber ein netter Bourbon. Und dadurch, dass es ein Bourbon ist, hat er halt auch diese Eichennoten, die ganz gut gegen die CAO mithalten. Hat natürlich auch seine Vanillearomen, eine leichte Süße mit drin. Das passt wirklich, also so ein Bourbon passt sehr gut zur CAO. Ja, das ist nicht, dass ich da schon mal dabei gewesen wäre. Ja, das ist richtig. Das ist, ich wollte gerade sagen, Juli, nicht, dass du das weißt, weil du selber Patreon in dem passenden Level bist, dass du eine Live-Calls mitnehmen. Nein, nein. Na, das ist natürlich alles ganz anders und so. So, einmal kurz hier meine Nachrichten checken. Ansonsten hoffe ich, dass ihr heute auch schon das Video geschaut habt. Wenn nicht, ich habe die Rocky Patel Darkstar reviewed und meine Patreons wussten das auch schon seit gestern, dass das Video heute kommt. Hast du schon mal eine Jebel de Montsalvat geraucht oder vor zu rauchen auf der Banderole ist übrigens ja mein Blut abgebildet oder so wie bei dir heute. Ich habe die Standardlinie, ich weiß nicht mehr, wie sie. Die mit dem blauen Zigarrenring, die habe ich reviewed und auch für recht gut befunden. Das Review ist online, kannst du einfach mal auf dem Kanal suchen. Ja, den kenne ich, warum auch immer zu Zigarren bevorzuge ich immer Rum, Whisky, lieber Solo. Ja, das ist generell passt zu Zigarren ja etwas, was eine gute Süße hat. Und da bist du natürlich beim Rum im deutlich süßeren Spektrum, was Spirituosen angeht. Deswegen passt Rum im Regelfall sehr, sehr gut. Ich persönlich bin halt aus persönlicher Leidenschaft oft gerne bei Whisky unterwegs. Ich trinke aber auch gerne mal einfach ein Softgetränk zur Zigarre oder zum Beispiel einen schönen Milchkaffee oder einen schönen Tee auch. Weißt du, ob es neben Saint-Dupont noch Feuerzeuge gibt, die sowohl Soft als auch Jetflame haben? Gibt es, aber er fragt mich jetzt nicht, wo und wie. Ich habe es aber auch schon bei anderen Herstellern gesehen. So wieder aktiv, da habe ich mir mal eben dein Video zur Darkstar angeschaut. Genauso soll das natürlich sein, DJ Bones. Vor lauter Livestreams bin ich in dem Witz hinterher. Oha! Soll ich etwa weniger livestreamen? War das jetzt der dezente Hinweis, dass ich nicht so viel livestreamen sollte? Dann werden wir das Ganze jetzt an dieser Stelle beenden. Der Sven hat es beschlossen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nein, Spaß beiseite. Der Sid ist auch dabei. Grüß dich, mein Lieber. Du erwischt mich, wie ich gerade ins letzte Drittel der CAO Flathead 660 eintauche. Kleiner Tipp für die Aylesbury: Rauch sie nicht zu so schnell. Habe ich scheinbar und sie wird jetzt echt unangenehm scharf. Astral, dann solltest du sie jetzt degassieren. Sprich, einmal die Zigarre ausblasen, gerne das Feuerzeug vorne dran halten. Ich kann das einmal vormachen. Und dann wird sich die Schärfe und die Würze sicherlich wieder ein gutes Stück weit verlieren. Und dann. Welche war nochmal die mildere von Lagalana? Die Klassiklinie, Daniel. Auch die günstigere dann. Ist auch die Linie, die mir persönlich ein bisschen besser gefällt, dadurch, dass ich ja selber gerne bei entspannten Smokes bin. Die Salon-Edition ist auch echt schön. Aber bei der Lagalana ist die Klassik die entspanntere. Bei Whisky habe ich auch eine gewisse Leidenschaft über 200 Flaschen. Ja, das ist eine gewisse Leidenschaft, aber eine coole Sammlung. Mehr Livestreams, sagt Daniel Geißler. Ja, das ist. Also, Daniel, jetzt, wir sind hier an Tag 4 von 4, in denen ich streame in Folge. Ich denke,
Wie denn ausblasen? Indem du nicht an der Zigarre ziehst, sondern reinpustest. Astral. Indem du reinpustest und gerne halt vorne dein Feuerzeug, deine Feuerzeugflamme ganz leicht dran. Und dann wirst du im Regelfall sehen, dass sich eine kleine Stichflamme ergibt, weil die Rauchgase, die sich eingesammelt haben im letzten Drittel, dann quasi ja, verbrannt werden. Du musst das nicht mit dem Feuerzeug machen, aber die Stichflamme gibt dir einen guten Hinweis darüber, wie lange du pusten musst. Und dann, wenn ich puste, brennt sie nur mehr. Ja, aber das passiert auch so ein bisschen. Aber wenn da wirklich so eine Stichflamme rauskommt, und bei manchen Zigarren kommt da echt eine Stichflamme raus und das auch für so 20 Sekunden, dann weißt du, dass du die Rauchgase verbrennst und dann wird sie im Regelfall wieder ein bisschen entspannter. Tequila sehr gut zur Zigarre. Ich persönlich bin halt nicht wirklich beim Tequila unterwegs. Wahrscheinlich auch, weil ich, wie sage ich das jetzt nett? Während des Abiturs natürlich im jugendlichen Leichtsinn die ein oder andere unschöne Erfahrung mit Tequila gemacht habe. Natürlich war es kein guter Tequila, aber dieser Grundgeschmack hat sich so eingebrannt als davor muss ich reiern. Da bin ich echt vorsichtig. Sollte man das nicht sogar nach jedem Mal abaschen machen? Nee, das wäre vollkommen übertrieben. Und du musst es ja auch so sehen, in der Zigarre muss sich ja auch eine gewisse Wärme entwickeln. Also ich würde es nicht nach jedem Mal abaschen machen, sondern ich persönlich mache es, wenn ich degassiere, im Regelfall frühestens am Anfang des letzten Drittels. Aber das ist auch, im Endeffekt macht es jeder, wie er es meint. Aber mir gibt es gerne mal ein Weißbier zur Zigarre. Auch schön. Bier passt auch sehr gut. Die Virtual wurde eben zur Fackel beim Degassieren. Dann kannst du jetzt aber mal vielleicht den Unterschied beschreiben, DJ Bones, ob sie sich nochmal verändert hat. Weil beim Astral hat sie ja offensichtlich gut gezündet. Das ändern wir, wenn du in Berlin bist. Mo, da gebe ich mich dann gerne vertrauensvoll in deine Hände. Da vertraue ich dir auf jeden Fall, Bruder, und dann werde ich mich vielleicht mal durch den einen oder anderen guten Tequila probieren. Ja, mit Tequila gab es mir auch diverse Vorfälle. Seitdem steht es mir Oberkante Unterlippe, wenn ich das Zeug nur rieche. Ja, das ist also, so geht es mir auch, aber es ist jetzt auch bestimmt schon 10 oder 15 Jahre her, dass ich mal Tequila getrunken habe. Ich glaube eher 15 Jahre her, dass ich Tequila getrunken habe. Von daher bin ich da auch gerne gewillt, der Sache nochmal eine Chance zu geben. Erst recht, wenn mir dann jemand, dessen Meinung ich schätze, da was nahelegt, dann probiere ich das sehr, sehr gerne aus. Bin ja eh immer ein Fan davon, auch Dingen eine zweite Chance zu geben. Auch bei Zigarren, wenn mal eine nicht performt oder. Wir hatten neulich das Thema, dass jemand sagte, ach, ich hatte jetzt drei Habanos und die waren alle drei Murks. Da kann ich sagen, ich verstehe, dass du jetzt erstmal die Schnauze voll davon hast, aber schreib jetzt auch eine Region oder eine Marke nicht komplett ab, sondern probier es einfach nochmal. Ja, sie wurde immens weicher. Das ist schön. Deswegen, ich muss dringend dieses Degassier-Video machen. Das ist halt wirklich ein schöner Trick, um eine Zigarre entspannt bis zum Ende durchrauchen zu können. Ich muss an der Stelle sagen, viele Leute behaupten, dass das Ammoniak ist, der da verbrennt. Aber es ist auch, das ist ähnlich wie die Zigarrenblüte. Nichts Genaues weiß man nicht. Von daher spreche ich da auch grundsätzlich nur von Rauchgasen, die sich angesammelt haben und Nebenprodukten, weil man nicht genau weiß, was da im Endeffekt verbrennt. Aber im Endeffekt ist es ja auch so, dass das letzte Drittel auch mitunter wie so eine Art Filter fungiert und da sich halt Sachen ansammeln, die unschön sind. Und bei manchen Zigarren ist das halt echt krass und dann rauchst du da im letzten Drittel durch und denkst dir, hurra. Was habe ich mir da angetan? Hast du schon mal die Casa de Torres probiert? Habe ich probiert. Ist aber schon ein bisschen was her. Habe ich keine. Ne, wobei ich habe letztes Jahr eine geraucht, glaube ich. Finde ich ganz cool. Ich habe jetzt noch nicht wirklich immens in die Tiefe reingeraucht. Wie viele Zigarren hast du schätzungsweise schon geraucht? Seit wie vielen dann rauchst du? Ich rauche seit 4 Jahren erst Zigarre. Irgendein Tier stirbt hier gerade im Hintergrund. Ich weiß nicht, welches Tier da gerade stirbt, aber es stirbt. Wie viele Zigarren habe ich schätzungsweise schon geraucht? Ich würde sagen, in den 4 Jahren, in denen ich Zigarren rauche, so viel wie die meisten anderen in 10. Und das ist auch nichts, womit ich angebe. Es ist nur einfach Fakt.
dadurch, dass ich sehr neugierig bin und sehr viel querbeet rauche. Und halt auch aufgrund des YouTube-Kanals einfach dann viel rauche. Degassieren ist absolut empfehlenswert, ja. Das ist, wie gesagt, nicht bei jeder Zigarre notwendig, aber bei manchen schon. Und die braune Brause nicht vergessen, Flüssigkeit und so. Ja, deswegen werde ich jetzt mal kurz einen Schluck Pepsi nehmen. Nightmare in Essen. Ja, ich habe keine Ahnung, was das war. Wir werden es sehen. Also, wenn ich hier gleich irgendwie vom Cloverfield-Monster weggetragen werde, dann wisst ihr Bescheid. Ich kriege Anfälle, Banderole geht kein bisschen ab. Ja, das ist ja auch mein Hassthema Nummer 1. Ja, das ist ja. Da bin ich ganz bei dir, Astral. Cola Zero trinke ich auch recht gerne beim Puffen. Ja, das ist Softgetränk, passt im Regelfall halt auch gut zu Zigarren, weil wie gesagt, Zigarren mögen im Regelfall süßes Beiwerk, um es mal so zu sagen. Ich trinke heute mal ein Haselnusslikör zur Zigarre, auch sehr schön. Apropos Ammoniak, wie werden Tabakblätter eigentlich fermentiert? Also in Kurzfassung, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, die zu fermentieren, nass, trocken, in Fässern oder auch nicht, gepresst oder auch nicht. Komplett an der ganzen Tabakpflanze werden manche kopfüber gehangen oder den einzelnen Blättern gelagert. Und dann, da gibt es, das hat auch was mit Temperatur zu tun und mit Feuchtigkeit zu tun. Und da bin ich wirklich kein Experte in dem Thema, einfach auch, weil es da zu viele verschiedene Möglichkeiten gibt und das halt auch größtenteils den Unterschied ausmacht. Pepsi, es gibt noch Pepsi trinken, dachte ich, bin der Letzte dieser Art. Ne, ich trinke tatsächlich, offen gesagt, lieber Pepsi als Coca-Cola. Ich bin so einer. Versuche es etwas mit den Fingern zu massieren. Ich glaube an dich. Wir glauben alle an dich, Astral. Ansonsten solltest du auch immer einigermaßen nah an den Zigarrenring heranrauchen, weil die Wärme der Zigarre den Kleber gerne auch mal löst. Haselnusslikör zur Zigarre kann ich mir auch gut vorstellen, so wie Schokolade. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Generell dann auch so noch diese Nussgeschichte mit da drin. Also nicht nur Likör, sondern Haselnusslikör. Das kann ich mir echt gut vorstellen. So, jetzt habe ich gerade so viel geredet, dass die CAO fast ausgehen wollte. Pepsi ist auch einfach. Haben wir ja heute tatsächlich die Pepsi-Trinker gefunden, die letzten unserer Art? Ich kriege die Banderole nicht ab, ich kann die gleich einfach nicht weiter rauchen. Ansonsten nimm dir ein scharfes Taschenmesser, ein Skalpell. Ein sehr, sehr scharfes Messer, eine Rasierklinge und versuch sie damit leicht anzuritzen, ohne die Zigarre zu beschädigen. Wenn du dir selber eine Zigarre blenden könntest, welche Tabake würdest du verwenden? Honduras und Dominikanische Republik. Wahrscheinlich würde ich es auch machen, dass ich jeweils eine Puro gerne hätte. Und also eine rein dominikanische, eine reine Honduras-Zigarre und vielleicht noch eine, wo die beiden Tabake geblendet sind. Aber das Thema Zigarrenblend ist so komplex. Ich habe es neulich schon erzählt, ich hatte letztens die Gelegenheit, mit dem Masterblender von Dalai zu reden, mit dem Michael. Und das Thema Zigarrenblend ist wenig Wissenschaft und sehr viel Gefühl und Erfahrung. Von daher, da jetzt so aus dem Blauen heraus. Das zu sagen, ist halt einfach nicht möglich. Das ist keine exakte Wissenschaft. Pepsi aus der Dose, perfekt gegen Kater. So ist es. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Premium ist auch da.
Banderole mit Rauchen sind Röstaromen. Nein, bitte nicht. Außer es ist die The Leaf bei Oscar. Da könnt ihr die Banderole tatsächlich mitrauchen, auch wenn es den Geschmack der Zigarre verändert. Aber die ist aus Tabak gemacht. Pepsi ist auch mehr ein Ding in Amerika, Deutschland. Ja, das ist Teppichcutter, Ceranfeldschaber. Also die CAO will gerade ausgehen. Das finde ich gerade sehr frustrierend. Die hat bis zu diesem Punkt wirklich 1A abgeliefert. Und jetzt ist sie, keine Ahnung, ob sie mir tatsächlich zu kalt geworden ist. Die etwas Genussreihe? Was ist denn, also was meinst du genau mit der etwas Genussreihe? Das würde mich mal interessieren. Trinkst du auch ein Cigarmold zu einer schönen Zigarre wie Cigarmold, Delmas Cigarmold, was hältst du davon? Habe ich noch nicht probieren können, Whisky Dog. Grüß dich an dieser Stelle erstmal, mein Lieber. Habe ich noch nicht probieren können, einen echten speziellen Cigarmold wollte ich immer mal, ist halt einfach noch nicht dazu gekommen. Werde ich aber mal machen. Wird es auf diesem Kanal mal ein Video geben, wo du dir eine Nase Schnupftabak gönnst? Nein, auf gar keinen Fall. Nope. Das ist, ich mag alleine schon nicht das Gefühl, retronasal zu rauchen. Da werde ich mir garantiert keinen Schnupftabak in den Riechkolben drücken. Ich habe gerade darüber nachgedacht, also hast du einen Daily Smoke, da kämen aber dann noch einige in Frage und eigentlich rauche ich jeden Tag eine Zigarre, die ich nicht kenne. Deine eigene Zigarrenreihe natürlich. Ja, nee, ich habe da am Samstag mit der Annette drüber geredet. Und die etwas Genusszigarre wird ein paar Jahre auf sich warten lassen müssen, bis die Community so riesig geworden ist. Und da glaube ich einfach an euch, dass sich das tatsächlich lohnt, eine eigene Zigarrenmarke auf den Markt zu bringen. Deswegen, da reden wir in 10 Jahren mal drüber. Ein Daily Smoke. Ich habe ein paar Smokes, wo ich halt immer wieder gerne zugreife. Mathilde Serena. Mastic Blue, muss ich natürlich nennen. Oscar Plan B als Daily Smoke wunderbar. Solltest du dir auch mal reinziehen. Das sind Vega Fina 1898 tatsächlich, auch wenn ich nicht der größte Vega Fina Fan bin, aber die 1898 auf jeden Fall auch ein guter Daily Smoke. Aber ja, natürlich meine Mastic Blue ist so meine Spaziergangszigarre. Sie sind schlecht wie viele andere Whiskys, die Hersteller lassen sich nur besser bezahlen. Gut, danke für den Hinweis. Wäre ein Instant-Kauf, Martin. Ja, das ist. Es gibt eine grobe Idee, so etwas vielleicht mal im kleinsten möglichen Rahmen zu machen, aber nicht eine eigene Zigarre zu blenden, sondern eine Zigarre, die ich mag. Quasi mit einem Label in Sachen etwas Genuss zu versehen. Aber da möchte ich noch nicht zu viel drüber verraten. Das ist auch nur ein sehr, sehr loser Gedanke. Welche kriminelle Zigarre kannst du am besten zu einem Milchkaffee und optimal einem Stück Kuchen passt? Davidoff Signature Number 2 hat natürlich ihren Preis. Hemmys Edition Limitada. Ich mag die Zigarre einfach echt sehr, sehr gerne. Meine Fresse. Und die Mathilde Serena zum Beispiel, wie gerade schon genannt, CLE Connecticut wäre auch ein guter Daily Smoke. Dalai Nicaragua kann ich mir zum Kaffee und Kuchen auch sehr gut vorstellen. Es gibt doch schon einen eigenen Blend, das ist, dieser kommt nicht auf den Namen. Ja, aber das ist, ich habe ja immer so ein bisschen genau auch meine Vorstellung, Sven, wie das ablaufen soll, deswegen. Sehen wir das schon. Das ist Mo, schön, dass du reingeschaut hast. Beste Grüße gehen raus nach Berlin.
Ich freue mich drauf, wenn wir uns im Mai endlich mal wiedersehen, mein Lieber. Guter Daily Smoke für Honduras, Liebhaber, Florida Kupang, Klassik und Maduro. Sehr guter Tipp, Sid. Sehr, sehr guter Tipp. Sehr guter Preis-Leistungstipp vor allen Dingen. Da seid ihr so bei 6 bis 8 Euro unterwegs und habt wirklich eine schöne, entspannte Honduras-Zigarre. Sowohl die normale als auch die Maduro. Entspannt und gut und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Danke für den Tipp. Kuchen, guten Tipp. Beste Zigarre was? Ich vermeide Essen zur Zigarre immer. Habe Angst, dass ich das. Das ist, es kann tatsächlich in der Lounge bestellen wir hin und wieder auch mal was zu essen. Und dann wird natürlich geraucht und gegessen. Aber dann sitzen wir halt da, weil wir alle Kohldampf haben. Das ist jetzt kein bewusstes Pairing. Auf den Wunsch einer einzelnen Dame hin, geht bitte nochmal in euch, ob Like schon da ist und heimlich. Noch ab. Das ist Juli, hat vollkommen recht. Falls ihr noch nicht geliked habt, schaut gerne nochmal unter das Video und lasst ein Like da. Ihr könnt doch dieser netten Dame, der Juli, das ist ein ganz, ganz lieber Mensch, dem könnt ihr das doch nicht ausschlagen, oder? Wer kann denn einer Dame einen Wunsch ausschlagen? Erst recht so einer charmanten Person wie der Juli. Von daher, falls ihr den Stream noch nicht geliked habt, dann ist das jetzt eure Gelegenheit, das zu tun. Und falls da nochmal so ein Superchat rauspurzelt, dann seht ihr mich hier auch gleich betrunken. Moin Martin, moin Leute, ganz spontan ein Stream, sehr erfreulich. Martin, Florian, schön, dass du es geschafft hast, mein Lieber. Ja, das ist heute in Tag 4 von 4, an denen ich streame. Ich habe jetzt nicht vor, da einen Rekord rauszumachen, aber es hat sich heute so ergeben, ich hatte dann doch am Ende des Tages einfach Bock drauf. Ich freue mich, dass du da bist, mein Lieber. Beim Sommer in Bremen eine Zigarre sehr gut kommt, aber dann eher danach als mittendrin. Ja, das kann ich mir aber auch, das ist auch echt geil. Ne? Das ist, oder so schön beim Barbecue-Smoken. So Smoke und so. Das ist, dein Wunsch ist mir Befehl. Genauso wollen wir das hier sehen, Premium. Ja, bin da und am Verzweifeln. Das ist, hast du eine Rolle mittlerweile abbekommen. Der Astral kämpft gerade mit der Banderole seiner John Aylesbury. Der Gerd Müller. Ich bin jetzt auch dabei. Wie heißt es? Besser spät als nie. Gerd, schön, dass du es geschafft hast, mein Lieber. Es war ja heute auch wirklich sehr spontan hier. Das ist der Mark A. ist auch bei der mit der Lagerlehrer Elektro am Start. Habe ich ein Review zum auf dem Kanal online. Schön, dass du die Zeit findest, zu entspannen und zu streamen, Marc. Ich bin auch echt sehr, sehr glücklich. Marc, Gerd, schön, dass ihr dabei seid. Der Markus Labs ist natürlich auch am Start. Meine Güte, jetzt kommen sie alle an, Freunde. Da muss ich doch gerade nochmal mein Glas erheben. Schön, dass ihr da seid. Die CAO, die wehrt sich jetzt aber zum Ende hin. Das ist echt gerade sehr schade. Die will nicht mehr ordentlich abbrennen. Auch mit der Mrs. Ausprobier wie eine Zigarette nur dicker. Eieieiei. Nee, Banderole geht kein bisschen ab. Ja, dann, wie gesagt, musst du vielleicht mit einem scharfen Messer ein bisschen nachhelfen. Sehr vorsichtig bitte sein. Nicht, dass du dir in den Finger schneidest oder die Zigarre beschädigst, aber dann sollte das gehen. Ah, die CAO macht mir echt Spaß. Ich werde sie jetzt noch einmal degassieren. Sie wird gerade doch ein bisschen scharf, was auch daran liegt, dass ich sie jetzt gerade mal nachzünden musste und dann ist sie halt doch wieder recht heiß geworden. Deswegen werde ich sie degassieren. Kam auch gut was raus. Und jetzt ist sie wieder nussig. Eieieiei. Ach, schön. Das ist auch natürlich an alle, die jetzt quasi gerade zugezogen sind. Ich hoffe, ihr habt auch was Schönes am Start. Die CRO hatte ich auch noch nicht. Kann sie dir wirklich empfehlen? Das ist ja, glaube ich, auch eine Limited Edition, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin mir nicht ganz sicher bei der Flathead. Cigar World hat jetzt noch so 350. Ich gucke mal, ob in der Zwischenzeit einer von euch gekauft hat. Ne, hat immer noch gute 350, 348 am Start. Für 11,50 €. Also ist wirklich ein cooler Smoke. Die macht mir sehr viel Spaß gerade.
CAO hatte ich noch gar nicht, lohnt sich das. Ich hatte von CAO schon echt einige gute, also die machen echt Spaß. Gibt es noch, geht es noch weiter? Aber, nee, das ist, also einen zweiten Smoke wird es gleich noch geben. Das ist, da musst du dir keine Sorgen machen, Florian. Die Auswahl liegt hier auch schon parat und dann gehen wir auch gleich wieder in die Abstimmung. Ich werde nur ganz kurz mal für kleine Gentlemen eine 2-Minuten-Pause einlegen. Bin dann gleich wieder für euch da. Ihr könnt in der Zwischenzeit natürlich wieder die Chance nutzen, über mich herzuziehen und zu lästern oder einen Superchat rauszuhauen. Dem werde ich mich dann natürlich widmen, wenn ich wieder da bin. Ich muss nur kurz mal eine 2-Minuten-Pause hinlegen, Freunde. Ja, in diesem Sinne, ich bin gleich wieder da. So, wieder am Start. Astral, schön, dass du dabei warst. Freut mich sehr, dass du es geschafft hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist, ich sehe schon, ich habe gar nicht so richtig die. Armer Kerl, ja, bei mir ist die Picado Familia Reserva, San Andreas Toro am Start. Hab sie noch zum alten Preis geschossen. So sollte es heißen. Das habe ich mir gedacht. Martins Pinsel gegen Superchat. Also mein Pinsel bleibt da, wo er ist. Aber schon Konfuzius sagte, wer einen kleinen Pinsel hat, muss halt schneller streichen. Wie sieht es bei dir eigentlich mit dem Zigarrenzimmer aus, mit der Belüftungsanlage? Ja, das ist, ich bin offen gesagt nicht einen Schritt weiter. Das ist. Meine Autogeschichte hat mich da jetzt, also die, wenn ich mich jetzt endlich mal dazu durchgerungen habe, mir einen neuen Gebrauchtwagen zu holen, weil der alte hinüber ist, wird mich das finanziell erstmal wieder ordentlich zurücksetzen. Von daher bleibt es weiter in den Sternen und ich werde nach alternativen Möglichkeiten gucken, dann noch mal im Winter zu streamen. Ich war ja neulich zum Beispiel wieder mal beim Timo oder jetzt bei der Annette bei La Galana, weil das Zigarrenzimmer ist leider erstmal wieder in etwas weitere Ferne gerückt. Dadurch, dass das finanziell absolut nicht drin ist, aktuell leider. Und wenn, dann möchte ich das halt von vornherein richtig angehen und das richtig auch so ausbauen, dass es auch rein stilistisch und optisch natürlich auch mit als Studio genutzt werden kann, dass es quasi die Doppelfunktion hat, ein privates Zigarrenzimmer zu sein, aber ich das auch wirklich als Studio nutzen kann, damit ich da drin halt auch rauchen kann dann. Ist auch ganz schön teuer. Eine vernünftige Belüftung. Ja, das ist also ein ordentlicher Smoke Eater, ist nicht billig, weil die dann ja auch mehrstufige Filter haben müssten mit Aktivkohle und allem drum und dran. Also diese normalen vierstufigen HEPA-Filter, die machen da schon einen ganz netten Unterschied, aber die wirklich guten brauchen halt den Aktivkohlefilter und dann bist du da halt bei mehreren hundert Euro direkt. Und wenn ich dann noch das komplette Zimmer renovieren und einrichten will, dann reden wir da von ein paar tausend Euro.
Was kostet sowas? Kenne mich da gar nicht aus. Also, das ist idealerweise hätte ich auch noch gerne eine B- bzw. eine Entlüftung, die wirklich ein Abluftkanal nach draußen ist. Das wäre wirklich ideal. Ansonsten, ein guter Smoke Eater alleine kostet halt schon ein paar hundert Euro. Von daher ist das jetzt leider erstmal pausiert, das Thema, was mir selber auch echt nicht gut gefällt. Aber wie gesagt, ich schaue mich dafür nach alternativen Möglichkeiten um. Ja, und auch da wieder das Ding, dass im Moment halt auch noch andere Investitionen für den Kanal irgendwie, also gerade für den Kanal und für den Content halt irgendwie sinnvoll und nötig sind. Von daher, weil es wird irgendwann passieren. Ich werde das Ziel weiter verfolgen und sobald ich die Möglichkeit habe, das zu finanzieren, werde ich das halt auch einfach machen. Also da führt dann kein Weg dran vorbei. Erst recht, weil es natürlich auch für den Kanal und für den Content super sinnvoll ist, dann ein schönes Ambiente zu haben, wo ich immer drin rauchen kann und drin filmen kann und da wirklich die Videoqualität nochmal so einen Sprung nach oben macht. Guter Smoke Eater ist eher 1000 Euro. Ja, also sagen wir mal so, ich glaube, die einigermaßen was taugen, die gehen so bei 500 bis 600 Euro los. Es kommt ja auch immer auf die Raumgröße an. Wenn du natürlich erstmal ordentlich was haben willst, ja, dann kannst du auch 1000, 2000 Euro ausgeben, gar kein Problem. Das ist, ne, dann, ich meine, du kannst auch 10.000 Euro ausgeben oder 20.000 Euro. Da kann man wirklich, und eigentlich möchte ich halt die Kombination haben aus Abluftanlage einerseits und dann noch zusätzlich zu dem, was die Abluftanlage nicht sofort erwischt, halt durch einen Smoke Eater zu schicken, dass ich da einfach auf Nummer sicher bin und im Zweifelsfall noch ein Fenster auf Kipp machen könnte. Also, das soll ja auch dann alles wirklich alles irgendwie Hand und Fuß haben. Ich bin da aber auch echt sehr vorsichtig und leichten Hang zu Paranoia, was das Thema Rauchgeruch angeht. Aber da bin ich ja, glaube ich, auch nicht der Einzige. Die meisten Leute rauchen ja, glaube ich, gar nicht so sehr drinnen. Wenn ich das immer so mitkriege, zumindest. Was jetzt, also jeder, der zu Hause drin raucht, bitte macht, das ist, verurteile ich nicht, nur ich persönlich will es halt nicht. Deswegen bin ich auch im Moment auch mit den Streams so wetterabhängig. Und freue mich im Moment über jeden trockenen Tag, an dem ich tatsächlich streamen kann. Oder dann wie gestern, wo ich dann hier in leichter Panik abends noch eingepackt habe, weil ich nicht allzu lange streamen konnte. Wetterbedingt. So. Die CAO ist aber so ziemlich durch. Rauchst du aktuell noch Brickhouse? Aktuell tatsächlich weniger. Was aber auch darin liegt, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, die Bricktoberfest vom Brickhouse. Die Limited Edition passend zum Oktoberfest, die sie jedes Jahr rausbringen, hat mich so dermaßen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, dass ich irgendwie so ein bisschen davon abgerückt bin. Auch nur draußen und in Lounges. Ja, halt genau wie ich. Sonst habe ich trotzdem, obwohl ich sie ablegen wollte, nochmal einen Schiefbrand, also so einen Schiefbrand korrigiert, den ich gerade durchs Degassieren verursacht habe, einfach weil, naja. Ja, wäre meine Top-Anlage, aber den ganzen Geruch kriegst du nie weg, leider. Ja, das ist klar, aber ich möchte halt so viel machen, wie geht dann in dem Zigarrenzimmer, dass es einfach auch nicht so sehr ins Haus geht. Ich werde dann auch die Zimmertür nochmal entsprechend extra abdichten, dass sich das einfach nicht so sehr im Haus verteilt. So, ich lege sie ab. Bisher noch keine Lounge gefunden, wurde danach trotzdem nicht. Ja, das ist richtig. Und deswegen sind die Klamotten, wenn ich auch morgen sehr wahrscheinlich wieder in die Lounge hier in Essen gehe, wenn ich dann abends nach Hause komme, wandern die Klamotten einfach direkt in die Waschmaschine. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Technik hier unterwegs war und die auch entsprechend nach Rauch gerochen hat, habe ich die auch erstmal im Hauswirtschaftsraum auslüften lassen. Ist halt einfach so. Und habe hier den Windschutz vom Mikrofon mit Geruchskiller besprüht und so. Das ist, Martin, ist eine Überdachung auf deiner Terrasse eine Option? Grundsätzlich ja, ist auch ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetze. Wenn ich das Thema Terrassenüberdachung aber angehe, muss ich auch eigentlich, das ist,
schwer zu beschreiben, aber muss ich eigentlich auch die Terrasse an sich neu machen? Das ist eine gepflasterte Terrasse, die aber ziemlich oll ist. Und da würde ich quasi die Chance nutzen, wenn ich hier eh schon am Rand Stützpfähle reinhaue, da auch noch ein Holzdeck über die Terrasse zu legen. Das müsste dann halt so ein Rundumprojekt bleiben, werden, was im Prinzip genauso viel kostet, wie ein Zigarrenzimmer komplett fertig zu machen. Hätte auch gerne eine Lounge in der Nähe. Ja, das ist halt auch immer. Wie machst du das eigentlich mit dem Zigarrengeruch in der Kleidung? Also auch die Klamotten hier, die werden heute Abend wieder in die Waschmaschine noch wandern und werden einmal im Schnellgang gewaschen. Und dann kann ich die morgen halt wieder anziehen, wenn ich möchte. Genauso mache ich das auch aus der Lounge und ab in die Maschine. Ja, ist so. Zechbauer Lounge München, keinerlei Geruch in den Klamotten nach dem Loungebesuch. Das ist natürlich stark. Für weniger Rauchphobie, Zigarrengeruch. Der Zigarrengeruch selber, ja, der Rauch. Ich bin aber auch extremst vorgeschädigt. Meine Eltern waren beide Kettenraucher Zigarette und ich bin in diesem Geruch von kaltem Rauch aufgewachsen. Und das ist, also da bin ich echt vorbelastet. Ich kann das nicht gut ertragen. Aber Freunde, reden wir über die schönen Dinge des Lebens. Wir müssen über einen zweiten Smoke entscheiden. Und ihr alle wisst jetzt genau, was kommt. Ich werde zwei Smokes vorstellen. Ihr werdet mit der entsprechenden Zahl, die zu dem Smoke gehört, die 1 oder die 2, werdet ihr das Ganze in den Chat hauen. Die Zigarre mit den meisten Stimmen gewinnt oder natürlich die Zigarre mit den aufsummiert meisten Superchats gewinnt. Superchats schlagen Stimmen. Das ist einfach so. In einer guten Demokratie werden Abstimmungen auch erkauft. Das wisst ihr. Das war hier schon immer so und es soll auch immer so bleiben. In diesem Sinne, Smoke Nummer 1. Natürlich eine von mir sehr geliebte Hemmis Edition Limitada in Robusto. Oder Smoke Nummer 2, die Nap Oliva Nap Kamerun. Die einzige Oliva Nap, die ich noch nicht hatte. Ich hatte die Sangron, die Maduro und die Connecticut schon. Die Kamerun hatte ich noch nicht. Das wäre dann mal was Neues hier im Stream. Also, eins für die Hemmis Edition Limitada. Zwei für die Nap Kamerun. Stimmt ab, die Zigarre mit den meisten Stimmen gewinnt, beziehungsweise die Zigarre mit den meisten Superchats. Und der Matthias von der Trensinger Gebäudetechnik ist auch da. Grüß dich, mein Lieber. Das ist schön, dass ihr alle mit der 3 abstimmt. Aber heute geht es um die Hemmis Edition Limitada oder um die Nap Kamerun. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, die steht auf meiner Merkliste. 2, ich glaube, Ruben ist top. 2, 2, 2, läuft 2, 2. Okay, meine Fresse, das ist ja heute sehr eindeutig. Das ist ja der. Hallo zusammen, der Alex ist auch am Start. Alex, wir sind gerade mitten in der Abstimmung. 1 für die Hemmis Edition Limitada Robusto, 2 für die Nap Kamerun. Aber die Nap Kamerun liegt ja gerade wirklich gewaltig vorne. Meine Güte, das ist. Und der Chakra haut 3 Euro Superchat rein und sagt: 2, danke für den Tipp mit dem Balkonis. Der Balkonis ist so ein geiler Bourbon. Oh, ein bisschen, also schon wirklich stärker, aber richtig geil. Vielen lieben Dank für die 3 Euro Superchat und für dein gekauftes Abstimmungsergebnis. Ja. Und dann würde ich aber sagen, da der Chakra auch die Mehrheit hier mit den 3 Euro noch mal ein bisschen unterfüttert hat, werden wir uns jetzt auch tatsächlich der Nap Kamerun zuwenden. Ist wie gesagt die einzige Nap, das einzige Nap-Deckblatt, was ich noch nicht hatte. Vielen lieben Dank für die rege Beteiligung bei der Abstimmung. Der Christian Giesler ist auch da. Alex, habe ich gerade schon begrüßt. Stark die Nap wollte ich, aber du wolltest sie als Torpedo. Du hast dich für die Nap Torpedo entschieden. Mein Händler hier hatte sie halt in dem, was ist das? Die Naps gibt es ja auch irgendwie in zwei, drei verschiedenen Formaten. Frag mich nicht, welches das hier ist. Ich glaube, das, was ist es, 466er? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Mir war es halt ehrlich, ich war halt neugierig, als ich sie gesehen habe, weil ich die Kamera noch nicht hatte. In diesem Sinne, Freunde, zögern wir das jetzt auch nicht länger raus. Ich bedanke mich für die Abstimmung. Ich bedanke mich für die 3 Euro von Chakra. Und begrüße noch den Alessio und sage: Guten Abend, Martin. Ich habe eben eine Sino Nicaragua Robusto genossen, aber heute mal dazu Amaretto-Likör getrunken. Passt echt gut, wenn man eher Süßes mag. Das hat das lustig. Dieses Thema hatten wir gerade. Alessio, erstmal schönen guten Abend. Dass Süßes ja generell gut zu Zigarren passt. Und da kann ich mir ein Amaretto-Likör auch tatsächlich sehr gut vorstellen.
Jetzt wird erstmal die Napp angeschnitten. Ich habe ordentlich aufs Mikrofon gebröselt und auf mich. Guten Abend zusammen. Noch ein zweiter Smoke, da komme ich ja jetzt passend. Na dann mache ich mir noch ein Glas Maker's Mark und schaue entspannt weiter. Pascal, das freut mich, denn Maker's Mark hatte ich ja gestern im Stream. Ich bin aber heute den Bourbons zumindest treu geblieben und auch der Preisklasse und habe mich für den Four Roses entschieden. Auch so ein grundstabiler Bourbon, mit dem man eigentlich nichts verkehrt macht. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Hat eigentlich schon wer von euch die Fat Lady geraucht? Ich habe doch nie auf... Nee, tatsächlich noch nicht. Jetzt gibt es erstmal die NAP. Kamerun, auf euren Geheiß hin. Natürlich angezündet mit dem etwas Genuss Zigarrenfeuerzeug. Na, ist klar, Freunde. Bin ich gerade einmal gegen das Mikrofon gestoßen. Das tut mir sehr leid. Rauchabgabe ist auf jeden Fall satt. Leichte holzige Noten. Eine schöne Fermentationsnote. Nicht ledrig, aber doch eine schöne Fermentationsnote. Ganz leichte Creme im Hintergrund. Macht auf jeden Fall einen stabilen ersten Eindruck. Bin gespannt, welche du am besten fandest, nachdem du diese verschlungen hast. Ich auch, Florian, ich auch. Aktuell ist tatsächlich die Connecticut meine Favoritin, danach die Maduro knapp dahinter, was ja auch so meiner allgemeinen Präferenz einfach entspricht. Die Sungrown ist auch cool, aber ist halt einfach nicht meine Präferenz. Und jetzt schauen wir mal, wie es die Kamerun so ist. Machst du gerne einen Crown Cut? Ich denke, du meinst diesen, manche nennen ihn ja auch, glaube ich, Rosenschnitt. Sprich, dass man zwei V-Schnitts im 90-Grad-Winkel versetzt macht, mache ich dann, wenn ich das Gefühl habe, das Zugverhalten damit bei einem V-Schnitt nochmal verbessern zu können. Manche cutten dann ja auch irgendwann mal den V-Schnitt gerade nach. Ich persönlich setze dann eher mal den V-Schnitt quer dagegen. Aber halt vor allen Dingen dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich damit das Zugverhalten beeinflussen kann. Ansonsten bleibe ich oft beim ganz normalen einfachen V-Schnitt. Was wird denn bei euch so nachgezündet, Freunde? Ich kann doch nicht der Einzige sein, der sich jetzt hier noch einen Smoke angezündet hat, oder? Das würde mich tatsächlich mal hart überraschen. Wir sind 62 Zuschauer, Freunde? Jetzt muss ich mich ja auch noch gerade hinsetzen, oder was? Jetzt kommt... Oh je! 62 Zuschauer für so einen spontanen Stream. Halleluja, ich grüße alle, die gerade zuschauen, Freunde. Schön, dass ihr in meine kleine Ecke des Internets gefunden habt. In unsere kleine Ecke, ich muss präzise sein. Es ist unsere Community-Ecke. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist ja heute echt überwältigend. Lasst an dieser Stelle gerne auch ein Like da oder ein Superchat. Ihr wisst ja, das hilft alles massiv weiter. Ich nenne diesen Schnitt für mich immer. Also ich kenne ihn als Crown Cut, als Rosenschnitt, als Diamantschnitt, als Kreuzschnitt. Das ist, ja. Mit dem V-Schnitt kannst du auch ein M schneiden, was für Martin steht. Nee, tatsächlich eigentlich nicht. Weil ja die Zigarre im regulären Fall beim V-Cut quasi zentriert wird durch den Cutter. Also ist eine schöne Idee. Wird aber sehr, sehr schwierig. Dafür müsste ich das Gehäuse von dem Kuli... Also, das möchte ich auch nicht. Vielleicht brauche ich mal so einen Wellen... Gibt es irgendwie so einen Wellencutter, dass ich mir dann da mein M reinschneiden kann? Das wäre doch mal was. Würdest du auch gerne einen Smoker machen? Aber zu Hause gibt es Haue und auf dem Balkon ist es nass und kalt. Ja, Daniel, das kann ich... Das kann ich nachvollziehen, das mit nass und kalt, das ist ja hier auch immer das große Thema. Heute ist es Gott sei Dank trocken, es ist kalt, wir haben gerade 7 Grad.
Aber mein Heizstrahler läuft, ich habe eine Decke über den Beinen liegen wie so ein richtig alter Mann und freue mich einfach, dass das genügt, um mich hier zumindest so warm genug zu halten, um eure nette Gesellschaft zu genießen. Wie würdest du die Plan B beschreiben als guten Preis-Leistungs-Smoke? Sie hat ja bis vor kurzem noch 3 Euro gekostet, ist jetzt bei 3,60 Euro, ist ein Bundle-Smoke aus dem Hause Oscar Bayardares. Das Besondere daran, 3,60 Euro für eine Toro handgerollte Longfiller. Ich persönlich hatte bei meinen ganzen Plan Bs, ich habe schon einige geraucht, so 15-20% Ausfallerscheinung, wenn ich ehrlich bin. Andere Leute hatten da wesentlich mehr Glück, aber bei 3,60 Euro für eine handgerollte Longfiller Toro, wenn da mal eine versagt, dann machst du dir halt die nächste an. Ich persönlich mag sehr die Connecticut und die Maduro. Die Maduro da in dem Fall tatsächlich noch ein bisschen lieber. Das sind natürlich eher geradlinige Smokes, die sind nicht super komplex, aber es sind mega gute Daily Smokes, mega gute Bundle Smokes, kann ich wirklich nur empfehlen. Hi Martin, ich bin einer der 62 Zuschauer, der Sabotage ist da. Grüß dich, mein Lieber. Was für einen Heizstrahler benutzt du? Das ist so ein Infrarotheizstrahler zum Aufstellen. Die gibt es ja auch um so einen Terrassen-Infrarotheizstrahler, also kein Gas. Das ist kein Heizpilz und der ist halt auf so einem Ständer, dass ich den halt dann auch immer rein und raustragen kann, damit der nicht im Regen steht. Es gibt die ja auch, um sie an der Wand zu montieren. Der neue M-Cutter und Martin wird Millionär. Das wäre es. Das wäre es, Philipp. Wer streamt, der bleibt und bleibt, kriegt Likes und ja, alles, was sich reimt, ist gut. Kobold gesetzt nach Pumuckl. Ist so. Alles, was sich reimt, ist gut. Und wer streamt, der bleibt und wer bleibt, kriegt Likes. Und vor allen Dingen auch, wer liked, sorgt, dass ich bleibe. Ich sollte kein Superchat machen, aber etwas Kleidung kaufen im etwas Genussshop. Das hilft auch echt immer weiter. Also, ne, das ist, gönn dir da gerne so ein Poloshirt oder ein Pulli oder das legendäre T-Shirt für das Land der rasenmähenden Nachbarn. Seit letztes Jahr im Shop, schaust dir an. Hilft immer weiter. Oh, kannte ich bisher gar nicht. Guter Tipp, Plan B muss ich mir merken. Auf jeden Fall, Florian. Ich habe mir gerade die Project 40 Maduro Toro geholt. Ich bin gespannt. Ich wünsche dir viel Spaß damit, Gerd. Mir gefällt sie ja tatsächlich sehr gut. So, fertig für heute. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend. Aber zuvor, wie ist die NAB Kamerun bisher? Sie hat echt dieses Wechselspiel aus dieser Fermentationsnote und der Creme. Sie ist jetzt im ersten Eindruck nicht sonderlich komplex, aber sehr angenehm zu rauchen. Hat einen guten Zugwiderstand, hat eine gute Rauchabgabe. Und ist bisher eigentlich sehr entspannt, genauso wie ich mir das bei den Naps eigentlich wünsche. Von daher, sie macht gerade echt einen guten Eindruck, einen sehr guten Eindruck. Heute habe ich mir eine Mastic Duro Booster gegönnt, ausnahmsweise nichts für den Insta-Account gemacht. Deshalb mal was Unkompliziertes. Aber ich finde, auch sowas hat Platz und Liebe auf Instagram verdient, Alex. Die Mastic Blue ist halt einfach ein Smoke. Und ich finde das immer schade, wenn auf Instagram nur so die ganzen hochpreisigen Smokes landen. Wir alle sind ja dankbar, wenn wir von guten, günstigen Smokes, wie gerade auch zum Beispiel der Plan B, erfahren. Wenn der Kanal weiter so läuft, haben wir bald ein Martin noch aus Monaco gestreamt. Ja, nee. Das ist nett, dass du das sagst, Premium. Aber erstmal natürlich an dieser Stelle dir noch einen schönen Abend, DJ Bones. Schön, dass du es geschafft hast, reinzuschauen. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall auch schöne Feiertage. Der Florian verabschiedet sich schon wieder. In diesem Sinne, schön, Florian, dass du es kurz geschafft hast, reinzuschauen. Und auch dir ein paar schöne, ruhige Tage. Es fehlt das T-Shirt und das Land der Zigarrenraucher und Whisky. Ich habe noch so ein paar T-Shirt-Ideen, aber auch das, wie immer, soll anständig gemacht werden. Ich habe ja auch das T-Shirt für das Land der rasenmähenden Nachbarn tatsächlich aufwendig von der Grafikdesignerin erstellen lassen, die damals auch das etwas Genuss-Logo gemacht hat, weil ich das halt aus einem Guss haben wollte. Und von daher bin ich da kein Freund davon, da einfache Designs rauszuhauen, sondern das soll schon dann, wenn ich wirklich so Motto-T-Shirts mache oder sowas, das soll was Besonderes sein. Das soll was sein, was auch irgendwie nach was aussieht und was designt aussieht. Oder Stream aus London, ja, das ist.
Also wenn der Kanal weiter so gut läuft, habe ich in ungefähr 1,5 Jahren die Chance, dass ich zumindest nicht mehr Geld reinstecken muss. So, das ist zumindest so der aktuelle Fahrplan, der steht. Ich wünsche euch allenfalls, was ich mir sehen, und lasst es krachen, meine Lieben. Du auch, Florian. Schön, dass du dabei warst. Gut und günstig sind auch die Wolfsdorf Reserva Robusto. Da habe ich, glaube ich, mal ein oder zwei von geraucht. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich bin da ja, ich sage es ja auch mal wieder gerne, bei meinen Reviews-Zigarren und Zuschauerspenden halte ich ja sehr penibel nach, was ich da habe und so. Und bei meinen privaten Zigarren bin ich sehr nachlässig, um nachzuhalten, was ich auch schon geraucht habe. Martin gehört dann der Davidoff-Laden dort. Haha, ganz bestimmt nicht. Den würde ich immer in den Hand der Sir-Häckchens lassen. Einfach, weil dieser Laden zu wundervoll ist, um da irgendwie, um mich da irgendwie einmischen zu wollen. Auch wenn ich alle Millionen dieser Welt hätte. Martin, welche Plusencia Cosecha hat dir am besten gefallen bisher? Tatsächlich die 151. Die 146 fehlt mir tatsächlich noch. Die 149 finde ich auch cool, ist mir aber dann im Grundton in kleinen Tacken zu würzig. Ist auch eine tolle Zigarre, die ich auch gerne mal rauche. Aber die ist mir manchmal im Grundton einen Tacken zu würzig. Da finde ich die 151 ein bisschen grundentspannter. Mist, jetzt musste ich mir auch ein paar Hemmis zum Testen bestellen. Da wirst du auf jeden Fall Spaß dran haben, Mr. Kovalenza. Ich möchte es an der Stelle auch, es ist mir einfach wichtig, auch wenn ich bei dem Thema gerne im Kreis rede. Ich habe ja mittlerweile guten Kontakt zum Hemi Garcia. Und trotzdem weiß er, dass seine Zigarren hier immer ehrlich reviewed werden. Und ich habe bisher auch genau eine von seinen Zigarren erst reviewed, nachdem ich diesen guten Kontakt zu ihm hatte, alles andere im Vorfeld. Und auch dieses Review war ehrlich. Ich mag die Zigarren einfach. Von daher, also, und die sind ja auch in der Community mittlerweile sehr beliebt. Man sieht das auch in der Facebook-Gruppe, dass die immer wieder auftauchen. Also, das sind einfach echt schöne Smokes. Der macht sich da echt viele Gedanken um seine Zigarren. 151 finde ich super, 146 liegt bereit zum Probieren. Ja, die muss ich mir tatsächlich nochmal gönnen. Da bin ich einfach noch nicht so gekommen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Cosecha-Reihe halt erst mit der zweiten, mit der 149, so diese, so beliebt geworden ist, um es mal so zu sagen, oder so prominent geworden ist, dass auf einmal hat die ganze Welt, die ganze Zigarrenwelt von der Cosecha 149 geredet. So ist es mir zumindest vorgekommen. Vielleicht täuscht mich da auch nur meine Wahrnehmung. Vielleicht habe ich vorher einfach nicht so drauf geachtet. Aber mit der 149 hatte ich so das Gefühl, dass die Cosecha-Reihe wirklich extremst beliebt geworden. Aber korrigiert mich da auch gerne, wenn ihr einen anderen Eindruck habt. Bei CW werden die auch gut gelobt. Ja, das auch vollkommen zu Recht. Ich meine, die Hemmis Edition Limitada war ja auch 2021 die Zigarre des Jahres beim Zigarrenmagazin. Das muss ja dann auch wirklich was bedeuten. Hemmis muss ich mir auch noch mal ein bisschen was bestellen. Hab bis jetzt nur die normale probiert. Ja, wir haben ja gerade auch, war ja einer von Hemmis Mitarbeitern im Live-Chat, der Mo. Auch ein feiner Typ. Und der hat ja auch noch mal gesagt, es sind nur noch ein paar Kisten von der Edition Limitada da. Also da solltet ihr, wenn ihr die Edition Limitada haben sollt, solltet ihr die bestellen, weil die heißt nicht ohne Grund Edition Limitada. Die ist nicht mehr so in rauen Mengen da. Ich habe die Plasencia durch die 1898-Reihe lieben gelernt. Ja, ach ja, unsere geliebte 1898, oder Freunde? Wir werden ein bisschen wehmütig, wenn wir an sie denken. Aber wir freuen uns auch sehr darüber, wenn wir an sie denken. Also so geht es mir zumindest, dass ich, ihr wisst es ja, ich habe jetzt aktuell noch 3,5 Kisten von der 1898 hier.
weil wir gerade bei Plasencia sind, habe vorgestern mein erster. Die gibt es nicht mehr, außer die Sampler und die Salomones. Ja, und da solltest du auch kaufen, was du kriegen kannst. Mein ganz, ganz großer Tipp. Bin leider zu spät. Ja, das ist halt wirklich echt das große Drama. Ansonsten guck noch mal bei kleineren Händlern. Vielleicht kriegst du da noch mal was. Aber ansonsten, ja, kauf, was du kriegen kannst. Ich meine auch die Sampler, die haben ja den gleichen Preis wie die Einzelzigarren im Prinzip. Und dann hast du halt alle Formate drin, ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Ja, die Rauchabgabe von Enab Kamerun ist super. Krieg gerade noch ein paar Holzaromen mit dazu. Ist auf jeden Fall echt ein schöner Smoke jetzt so im ersten Eindruck. Und auch sehr, sehr entspannt. Gefällt mir gerade echt gut, die Kamerun. Das Einzige, was mir bei der Kamerun gerade im ersten Eindruck nicht gut gefällt, ist diese weiße Banderole. Ich bin kein. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß, was sie vorhatten mit der Banderole. Ich weiß, welche Anmutung sie vorhatten. Aber irgendwie gefällt mir die Aufmachung nicht. Aber weiß nicht, wie wichtig ist euch denn so ein Zigarrenring? Wie wichtig ist euch da die Aufmachung? Achtet ihr da sehr drauf? Oder eher gar nicht. Ich habe ja nichts mit ihr messen, seid ihr besser. Ja, das ist leider echt krass. Ansonsten, aber es gibt ja auch genug Online-Händler. Also es gibt ja C-Cigars, Noblego, Starke Zigarren, Cigar World, Zigarrentraum, Zigarrenversand. Da gibt es ja mittlerweile einiges an Online-Händlern, was du auch nochmal abklappern kannst und gucken kannst. Was da so verfügbar ist oder ob vielleicht ein kleinerer Händler noch einen Online-Shop hat, haben ja auch mittlerweile viele. Einzige, was mir die NAP gerade hier bereitet, ist ein Schiefbrand. Den muss ich einmal kurz nachkorrigieren. Da bin ich ja immer auch päpstlicher als der Papst, wenn es um Schiefbrand geht. Ich bin ja schon mal entzückt, dass ich gestern zwei Exemplare der Diplomaticos Lanceros ergattern konnte. Ja, das ist natürlich cool. Das Auge raucht mit, sagt der Sepp. Ja, da bin ich auch tatsächlich ziemlich bei dir, wobei ich da auch unterscheide, wenn ich halt eine Bundle-Zigarre rauche, dann ist mir das relativ Wumpe. Aber wenn ich schon ein bisschen Geld für eine Zigarre, wenn ich ein paar Euro für eine Zigarre in die Hand nehme, dann mag ich auch eine gute Anmutung. Das Design macht schon was aus, man schaut die Zigarre ja auch eine Weile an. Aber Kuba also am besten 3 bis 4 Jahre liegen lassen. Ja, wobei viele sagen ja auch, dass Kubaner frisch sehr gut sind. Also von daher, ich bin da. Ich bin ja aber auch, ne, wie gesagt, bei dem Thema Kuba angeht, so leidenschaftslos. Ist halt eine Herkunftsregion wie jeder andere auch. Ich versuche schon mal den Zigarrenring abzunehmen. Lässt sich zumindest einigermaßen gut greifen. Das ist ja schon, kennt ihr das, diese Zigarrenringe, wo man das Ende auch überhaupt nicht zu fassen kriegt? Oh, da kriege ich ja auch echt immer das. Naja, aber auch hier, so soll es doch sein, Freunde. Schön. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Macke habe, aber ich kontrolliere mindestens 2 bis 3 Mal am Tag alle Online-Händler, die ich so kenne. Ja, aber das ist, das habe ich gemacht. Als die Cigar Kings Dos Colores auf den Markt kommen sollte, da habe ich auch jeden Tag habe ich bei Cigar World gesessen und habe aktualisiert, weil ich halt wusste, dass Cigar World welche kriegt. Und als die Dos Colores auf den Markt kam, habe ich halt direkt ein Kistchen gekauft. Ja, gerade bei Zigarren, die ich noch nicht kenne, die Aufmachung schon über kaufen oder nicht kaufen, denke ich mir nämlich, dass jemand, der ein geschmackloses Design raushaut, auch eventuell mit der Zigarre keine Mühe gegeben hat. Ja, das ist also, ja, grundsätzlich bin ich da bei dir, aber ich kaufe auch manche Zigarren einfach, weil mich die Aufmachung und die Anmutung, dann, wenn ich so durch den Humidor gehe beim Händler, irgendwie anmacht und dann denke ich, ach komm, nimm's mal mit. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch immer ein bisschen täuschen. Von daher, aber ja, definitiv, ich mag auch schön gestaltete Banderolen, wobei ich da jetzt auch gar nicht so festgelegt bin auf, es muss ein sehr klassisches Design sein oder irgendwie ein stark illustriertes Design. Ich mag einfach ein gutes Design. Das kann modern sein, das kann klassisch sein. Hauptsache, es passt.
Und dann bin ich da halt auch echt ziemlich schmerzfrei, was das Design angeht, solange es halt schön ist. Und schön sollte es sein. Was auch schön wäre, ist, wenn jetzt hier nochmal so eine Handvoll Likes reinflattern würden. Wir sind bei 56 und ich bin der absolut festen Überzeugung, dass wir mindestens die 60 Likes heute noch knacken, Freunde. Deswegen, falls ihr den noch nicht geliked habt, ihr wisst Bescheid, die 60 kriegen wir doch ganz entspannt hin, oder? Das ist, weil ich, und darauf erhebe ich schon in trauter Zuversicht, dass ihr mich nicht hängen lasst, erhebe ich darauf schon mal mein Glas. Ansonsten, was steht denn bei euch jetzt in den nächsten Tagen an? Ich habe es vorhin schon gesagt, bei mir Ostern immer so ein bisschen mit Family, beziehungsweise meine Family besteht ja im Prinzip nur noch aus meiner Schwester, so ein bisschen verplant und eingespannt, aber ich freue mich drauf, auch jetzt einfach ein langes Wochenende wieder zu haben. Das ist natürlich immer viel wert. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann sind wir am Montag auch schon im April. Es ist dann schon April. Meine Güte. Und natürlich, Freunde, nicht vergessen, Zeitumstellung von Samstag auf Sonntag, ne? Dann wird uns wieder eine Stunde geklaut, weil wir die Uhr eine Stunde vorstellen. Das wird mich auch wieder so ein bisschen mitnehmen, aber gut. Das ist, ich bin halt auch bei diesen Zeitumstellungsgeschichten jedes Mal irgendwie immer komplett neben der Spur ein paar Tage. Weiß gar nicht, ist das was, was euch auch irgendwie so ein bisschen mitnimmt und belastet oder eher gar nicht? Der Premium verabschiedet sich. Nicht nochmal streamen, wünsche ich euch allen schöne Ostern. Ja, das ist also, dass ich jetzt vor Ostern nochmal streame, ist tatsächlich eher unwahrscheinlich, dadurch, dass morgen mein Tag relativ durchgetaktet ist und mein Freitag auch. Aber ich werde sehr wahrscheinlich im Laufe des langen Wochenendes, wenn es das Wetter hergibt, nochmal einen Stream anschmeißen. In diesem Sinne wünsche ich dir aber auch schon mal schöne Feiertage, mein Lieber. Schön, dass du dabei warst. Also die Schiefbrandthematik lässt mich gerade bei der NAB ehrlich gesagt nicht so richtig los. Das ist ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich von den NABs andere Sachen gewohnt. Also es ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich hier einen Schiefbrand korrigiere. Das ist ein bisschen schade, weil rein geschmacklich und von der Rauchabgabe her ist sie super. Aber so ein bisschen das Schiefbrandthema ist... Das lässt mich nicht so richtig los. Es ist, wie gesagt, ein bisschen schade, aber es ist am Ende des Tages auch, wie es ist. Zum Glück macht mir die Zeitumstellung nichts aus, sagt der Gerd. Ja, ich schätze dich glücklich. Ich weiß auch nicht, warum ich damit so ein Problem habe. Ich glaube, weil ich einen relativ eingenordeten Biorhythmus habe und dann so eine Stunde Unterschied macht bei mir da echt viel aus. Das ist. Ich habe jetzt auch 3, 4 Monate versucht, meinen Schlafrhythmus ein bisschen umzustellen, damit ich morgens eher anfangen kann zu arbeiten und den Nachmittag frei habe. Und das hat einfach nicht gut funktioniert. Ich habe das jetzt wieder aufgegeben. Ich habe Gott sei Dank Gleitzeit. Ich habe das jetzt wieder aufgegeben und habe gesagt, also Freunde, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das bringt nichts, weil ich dann nachmittags immer so richtig gecrashed bin und irgendwie tatsächlich auf dem Sofa eingepennt bin. Und dann konnte ich die Nachmittage auch nicht nutzen. Sollte aber auch endlich abgeschafft werden. Ja, da bin ich auch hart dafür, dass die Zeitumstellung endlich abgeschafft wird. Das macht halt auch einfach gar keinen Unterschied mehr und gar keinen Sinn mehr. Vor allen Dingen, dann kommen ja noch so lustige Späße. Ich habe einen guten Bekannten in den USA. Mit dem ich auch irgendwie fast täglich schreibe. Und der wohnt an der Ostküste und die machen die Zeitumstellung immer knapp 2 Wochen vor uns. Das heißt, wir wissen ansonsten immer, wir haben so 6 Stunden Zeitdifferenz
Und auf einmal sind das dann 5 oder 7. Und es ist auch, wir müssen auch jedes Mal, jetzt hatte er halt wieder die Zeitumstellung eher und wir mussten erstmal ausklamüsern, wie die Zeitumstellung ist und so. Das ist echt hart. Ich bin im 24-Stunden-Dienst. Boah, Sven, hart. Hart, hart, hart. Aber Respekt, dass du das kannst. Der Timo Brunngraber ist da und wünscht einen schönen guten Abend. Ihr seid ja immer noch da. Ja, natürlich, Timo. Hast du was anderes erwartet? Ich habe gerade auf Geheiß der besten Community der Welt, die NAP Kamerun, angezündet, die mich ein bisschen mit Schiefbränden quält, aber ansonsten ein schöner, entspannter Smoke ist. Ich hoffe, es geht euch gut. Grüße gehen raus an dich und an deine Frau. Und natürlich sind wir immer noch da. Hier wird, also, ne, das ist, es muss doch geraucht werden, es muss dampfen ohne Ende. Ja, die El Jefe ist auch gut. Ich habe bisher ehrlich gesagt von den La Aroma del Caribs noch nichts Schlechtes geraucht. Übrigens, ein kleiner Fun Fact zur La Aroma del Carib, zu der Marke. Die wird in den USA unter La Aroma del Cuba verkauft, weil da natürlich das Thema Kuba durch das Embargo wahnsinnig groß ist und die das zu Marketingzwecken halt so nutzen. Und das haben sie hier halt umgemünzt auf La Aroma del Carib. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Also falls ihr da mal irgendwie auch bei US-Content-Creatern oder in US-Medien, in irgendwelchen englischsprachigen Zeitschriften auf die La Aroma del Cuba mit einer sehr, sehr bekannten Banderole stößt, das ist die La Aroma del Carib. Also 1 zu 1 die gleiche Zigarre, gleichen Linien, nur die Muttermarke hat halt einen anderen Namen. Ein Schiefbrand klingt blöd. Ja, so ist das manchmal. Bezüglich Zeitung stehe ich jetzt bereits schon eher auf, damit es nächste Woche nicht so reinreißt, sonst kann ich mich nachmittags wegschmeißen. Ja, Juli, da sind wir definitiv auf einem Nenner, was das angeht. Ich muss jetzt Bubu machen, um 4:30 Uhr klingelt der Wecker. Das ist hart, Mr. Covalenza. Schön, dass du auf jeden Fall dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und auch ein paar schöne Feiertage. Teddy, unser kleines, etwas Genussmaskottchen, dieser kleine süße Hund, der bei dem Dala 1190 Stream auch ein paar Mal zu sehen war, ist ja unser, das ist so ein süßer kleiner Hund oder eine Hündin eher gesagt. Deswegen gehen Grüße auch raus an das etwas Genussmaskottchen, an Teddy, die süßeste Hundedame der Welt. Das ist ein unfassbar süßer Hund. Hat jemand die Möglichkeit, mir eine US-Zigarre zu besorgen? Eventuell kommt ein bisschen drauf an. Ja, ich arbeite da gerade auch an ein paar Kontakten. Aber die haben da ja teilweise auch noch echt spannendes Zeug, was wir hier überhaupt nicht haben. Es ist ja der größte Zigarrenmarkt der Welt, die USA, die rauchen ja wie die Bekloppten, was auch gut so ist. Und naja, die haben da eine ganz andere Zigarrenwelt und eine ganz andere Zigarrenkultur als wir hier. Auch allein schon, was die an Formaten rauchen und so. Es ist ja sehr amerikanisch, also groß und bollerig und die Zigarren gerne kräftig und scharf und so. Es ist sehr, sehr spannend, die regionalen Unterschiede. Mist, jetzt habe ich die Flat verpasst. Wie war sie? ES, grüß dich, mein Lieber, erstmal. Sie war sehr, sehr gut, mittelkräftig. Nussig, starke Röstaromen mit drin, sehr, sehr, hat mir echt gut gefallen. Also wenn du sie ausprobieren willst, kann ich es dir nur empfehlen. Jetzt freut sie sich sehr, danke. Ja, das hoffe ich doch, Timo, das hoffe ich doch. Das ist, gute Hunde müssen auch, es gibt kaum schlechte Hunde und gute Hunde müssen immer gelobt werden. Bin ja großer, großer Hundefan persönlich. Hätte auch gerne einen Hund und krieg's halt einfach rein organisatorisch mit der Arbeit und so. Bin halt kein Fan davon, um meinen Hund irgendwie jeden Tag in der Hundepflegestelle abzugeben oder so. Aber gut, irgendwann wird das auch nochmal passieren. Sie hat sich heute das Köpfchen gestoßen. Oh weh.
Ja, das ist ja aber auch ein großes Drama für einen kleinen Hund. Das ist ja, das geht ja gar nicht, die arme Dame. Danke, liegt schon im Humidor, ist morgen fällig. Danke. Ja, Spaß mit dir. Also ich habe sie echt sehr genossen. Musste mir auch definitiv nochmal nachkaufen. Echt ein cooler Smoke. Das ist. Ich hoffe, dass sich jetzt die Napp hier in der letzten Hälfte noch ein bisschen einpendelt mit dem Schiefbrand. Jetzt gerade sieht es einigermaßen gut aus, aber ich will es jetzt auch nicht beschreien. Wir werden es sehen. Ich glaube aber dadurch, dass ich sie so oft korrigieren musste, kann ich auch die jetzt hier einmal degassieren schon. Hab da jetzt relativ durch das Korrigieren und so ist ja einfach nochmal Hitze in die Zigarre gekommen und jetzt will ich sie nochmal ein bisschen entschärfen. Boah, da kam eine Stichflamme raus. Meine Güte. Servus, auch wenn es etwas spät ist. Orthodox German, mein Lieber. Schön, dich wiederzusehen. Die CAO Flathead ist natürlich schon durch und die erste Hälfte der NAP Kamerun, die für die abgestimmt wurde, ist auch durch. Aber amerikanischen, also Port ist doch teuer wegen Zoll und so weiter. Ist das überhaupt möglich? Ja, da muss ich mich bei im Detail schlau machen, wie das geht. Ich habe ja nette Zuschauer, die mir schon ein paar US-Zigarren besorgt haben, wo ich auch noch mal spezielle Video rein zu plane. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und wer noch nicht geliked hat, Daumen drücken. Die 60 sollten wir knacken. Da hat der Sabatahash aber sowas von recht. Falls ihr noch nicht geliked habt, Freunde, die 60 kriegen wir doch hin, oder nicht? 59, Freunde, 59. Ich sehe irgendeiner von euch hat noch nicht geliked. Das kann doch nicht sein. Und denkt immer dran, wer liked, der bleibt. Also, ihr werdet nicht rausgeworfen, wenn ihr nicht liked. Aber wenn ihr liked, dann bleibe ich. So sieht das aus. Und da haben wir die 60. Vielen lieben Dank, Freunde. Wahnsinnig cool von euch. Danke für die Likes. Interessant, welche Aromen hast du in der Nap? Eine schöne Fermentationsnote, die sich jetzt langsam Richtung eines leichten Leders entwickelt hat. Eine nette Grundcreme. Aber durchaus auch eine leichte Holznote mit drin. 61 Likes haben wir schon. Ja, so lobe ich mir das. Vielen lieben Dank dafür. Also sie gefällt mir rein von den Aromen her echt sehr gut. Das mit dem Schiefbrand war ein bisschen schade. Und gerade ich habe sie degassiert. Da kam hier so gute 30 Sekunden lang Stichflamme raus. Also dann hat sich das Degassieren definitiv gelohnt. Und jetzt hat sie auch die Schärfe und die Würze wieder komplett verloren. Und ist wieder herrlich entspannt geworden. War anscheinend nicht Teddys Tag heute. Ja, ich glaube auch. Likes. Freunde, ihr seid ja der absolute Knaller. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank. Wisst ihr was? Darauf erhebe ich mal mein Glas. Vielen Dank für die ganzen Likes. Und auch natürlich besten Dank an die Leute, die an dieser Stelle schon heute in Form von Superchats wieder ein bisschen Support gezeigt haben. Es hilft wahnsinnig weiter. Ihr wisst Bescheid. Das ist wahnsinnig cool von euch. Jeder Euro hilft. Es klingt mal ein bisschen wie so irgendwie hier SOS Kinderdorf oder so, aber es ist so, jeder Euro hilft. Ja, ich wollte aufs Hotelbett springen und hat es nicht ganz geschafft. Ist dann rückwärts aufs Köpfchen, aber der Haus hat sie. Ich war hoch, nichts. Ist eben wieder hoch. Diesmal aber knapp geschafft. Ja, gut, das ist. Sie ist ja aber auch nicht so. Also, es ist. 64 Likes. Ja, so. So und nicht anders, Freunde. Geil. Richtig, richtig geil von euch. Dankeschön. Das ist. Der Wahnsinn, wenn ich immer vorhersehen könnte, welche Streams gut funktionieren und welche nicht. Was sagst du zu den White Shorts und dem Hype? Ich habe eine White Shorts geraucht,
Das kannst du auch sehen, relativ am Ende des Dalai 11x90 Mega Streams, das war ja auch so ein 6-Stunden-Ding, da wurde ja nicht nur die 11x90 geraucht, sondern noch ein paar andere sehr schöne Zigarren und zum Abschluss gab es eine White Shorts. Grüße gehen raus an den Timo, der gerade auch im Chat ist, der sie hat springen lassen, die White Shorts und die Zigarren, die es nach der 11x90 gab. Und ich verstehe den Hype absolut nicht, die schmeckt für mich absolut wie eine Cohiba Shorts. Und hasst mich dafür, wenn ihr total auf die White Shorts steht. Die schmeckt für mich absolut wie eine normale Cohiba Shorts und das ist für mich bestenfalls nett, aber nichts, was ich persönlich brauche. Ja, hallo, heute noch so früh am Abend hier unterwegs. Ja, Piccino, grüß dich, mein Lieber. Ja, irgendwie hat es sich heute ergeben, die Flathead von CRO ist vernichtet. Gerade tauche ich ins letzte Drittel der NAP Kamerun ein. Schön, dass du es noch geschafft hast, mein Lieber. Der Florian ist auch wieder Florian. Das war ja ein kurzer theatralischer Abschied, den du da geliefert hast. Aber sehr, sehr spannend. Schön, dass du wieder da bist, mein Lieber. Grüß dich. Das Degassieren hat sich echt extremst gelohnt bei der NAP. Die ist so entspannt wieder geworden. Das ist ja fast frech. Das ist ja echt schon fast frech. Habe mir zum ersten Mal jetzt Packung geholt und probiere mal, obwohl ich ja auch skeptisch gegenüber Zigarillos bin. Ja, es ist halt einfach, also wer da Spaß dran hat, wie immer, ihr wisst Bescheid, ich spreche das niemand ab, dass er da. Dass andere Leute auch viel Genuss mit haben können. Für mich persönlich ist es nichts. Und ich kann den Hype halt nicht verstehen. Aber das liegt halt daran, dass ich halt weder Zigarillo-Fan bin, noch jetzt Kuba irgendwie auf dem Podest stelle. Ja, kann mir doch den Rest nicht entgehen lassen. Ja, das ist mal Einsatz, Freunde. Das ist mal Einsatz hier vom Florian, den der da zeigt, dass er eigentlich schon weg musste und jetzt doch wieder da ist. Richtig stark von dir, mein Lieber. Sag mal, ist denn der Hype um Kuiber? Was heißt denn, lohnt sich das mal zu probieren? Was sich lohnt, ist, es werden sicherlich eine Menge schreien, oh, viel zu teuer, überteuert. Wenn du mich persönlich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ja, ist mir auch viel zu teuer, abartig teuer. Wenn man drauf steht, ist es einem die Sache wert. Also, das ist so eine Frage, die kann man nicht gut beantworten. Die Abo-Stellen auch täglich. Weiter so, das freut mich. Bald die 3000. Ja, das ist. Vielleicht haben wir bald die 3000. Ich bin bei diesen Prognosen auch immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich auch nichts beschreien möchte und in meinen Zielen und Prognosen immer gerne mit Augenmaß handle und dann nichts irgendwie. Also ich gehe nicht davon aus und ich nehme nicht selbstverständlich. Jedes Abo ist für mich sehr wertvoll und ich verbinde das mit viel Dankbarkeit. Und deswegen bin ich jetzt niemand, der sagt, ja, wir haben bald eh die 3000 geschafft oder so. Vielleicht haben wir sie bald geschafft, ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Ey, was eine Scheiße, ich kann aus Frankreich keine Superchats schicken. Was ist denn da schon wieder los? Das ist, ey, 65 Like kommt, jetzt schaffen wir auch die 70. Pascal, das ist ein Satz, den lobe ich mir. Den lobe ich mir tatsächlich. Das ist natürlich richtig stark. Dann verschick was mit der Post. Ja, das ist richtig. Alles absolut richtig. Das ist einfach mal die Fuffis in den Briefumschlag werfen und gib ihm. Ne, nicht, sonst wirft man ja die Fuffis gerne in den Club, aber einfach mal im Briefumschlag werfen. Habe jetzt schon bestimmt 2 Monate keine Zigarre mehr geraucht. Zuerst, weil mir einfach nicht die Zeit nehmen wollte. Und jetzt bin ich seit 3 Wochen krank mit Halsschmerzen und kann nicht. Unkreativ, das ist natürlich sehr, sehr bitter.
Erst recht, wenn du nicht die Zeit hast. Es ehrt dich aber, dass du sagst, eine Zigarre hat mit Zeit nehmen zu tun. Das ist meiner Meinung nach eine gute Einstellung. Apple bzw. iTunes Store will, dass ich das nur aus Deutschland mache. Ich mach's per PayPal. Ach, Timo, alles gut, mein Lieber. Alles gut, entspann dich. Hast du eigentlich nochmal Big Johnnies geraucht nach dem Stream damals? Tatsächlich ein paar Orthodox German. Ich habe auch immer noch einen im Humidor und ich habe auch ein paar in der Lounge geraucht. Die Big Johnny hat natürlich auch schon ein witziges Format. Ist natürlich gegen eine Dada 1190 oder eine Woody's echt winzig, aber ist natürlich ein ordentlicher Bollermann mit einem 66er-jährigen Maß und der entsprechenden Länge. Ist für die 16 Euro so ein unverschämt guter Smoke. Also was du da auch an Rauchdauer rauskriegst und Aromen. Die Big Johnny ist tatsächlich eine ernsthafte Zigarrenempfehlung, wenn man die Zeit hat, sie zu rauchen. Ohne Witz, das sind gut angelegte 16 Euro. Meine ich absolut ernst. Alles gut, Timo? Ist bis jetzt, abgesehen von dem kleinen Unfall, ein Knaller, der Timo. Ehrlich, ey, bekloppter Typ. Unfassbar. Ja, ist halt auch Quatsch, die halt irgendwie mal schnell zu zwei Terminen zu pressen und dann in einer Stunde das Ding wegzupaffen, will mir immer mindestens eine Stunde nehmen. Das ist eine gute Einstellung, unkreativ. Von daher hoffe ich, dass du bald in Sachen Zeit, Ruhe und Gesundheit wieder zu einem schönen Smoke findest. Aber das Wichtigste ist ja, dass du jetzt erstmal wieder gesundheitlich auf die Beine kommst. Deswegen gute Besserung an dieser Stelle mal in deine Richtung, dass du schnell wieder auf den Beinen bist. Also mittlerweile ist die Fermentationsnote wirklich zu einer prägnanten Ledernote geworden, aber sehr angenehm. Die Grundcreme schwimmt ein bisschen mit. Die Holzaromen sind noch da. Das leicht nussig-kaffeeartige, was ich am Anfang hatte, hat sich relativ schnell erledigt. Aber es ist definitiv eine coole Zigarre. Relativ entspannt, macht echt bisher sehr viel Spaß. Ich möchte es an dieser Stelle ganz offiziell dazu sagen. Timo hat quasi ein 12-Euro Superchat per PayPal geschickt auf die geilste Community der Welt und für. Warum zeigt ihr mir die restliche Nachricht nicht an? Das werde ich jetzt gleich einmal hier kurz nachholen. Komm schon, zeig's mir an. Also, Timo sagt mit seiner 12-Euro PayPal-Spende auf die geilste Community der Welt und für den besten, kompetentesten Zigarrenguru der Welt und einen sehr guten Freund. Ach, Timo, du bist ein lieber Kerl. Vielen lieben Dank für deinen ganzen Support und natürlich auch für die Freundschaft. In diesem Sinne, auf dich, auf deine Frau und auf Teddy und auf die geilste Community der Welt. Ich bin nur, dass ich stets neue Zigarren probiere. Zur Not habe ich meinen Favorit im Humidor. Ich bin, man hat ja eh mit neuen Zigarren, mit neuen Zigarren hat man immer gut zu tun. Deswegen, ich rauche ja auch unglaublich viel quer, das wisst ihr ja. Danke, hat jemand schon Erfahrung mit der Vegas de Santiago D8 Passi Amistad Limited Edition Culebra gemacht? Mit der Culebra tatsächlich noch nicht. Die 8 ansonsten echt eine coole Serie. Auch die Barberpole gefällt mir gut. Also die D8 rauche ich auch immer mal wieder ganz gerne. Nee, Culebras hatte ich tatsächlich noch nicht. Martin, was wird danach geraucht? Also Sepp, danach muss ich tatsächlich, es wird keinen dritten Smoke geben. Dadurch, dass ich dann gleich auch nochmal eine Mütze Schlaf abholen muss. Das dürfte irgendwie auch klar sein, außer und ich sage es einfach mal, wie es ist. Außer wenn jetzt hier tatsächlich irgendwie noch Superchats ohne Ende reingeflogen kommen, dann würde ich natürlich sagen, okay, das muss irgendwie geehrt und gerechtfertigt werden.
Ansonsten denke ich, dass wir heute mit schon knapp 2,5 Stunden Stream und 2 Smokes ziemlich gut dabei sind. Und ein bisschen was habe ich hier auch noch zu rauchen. Ja, das ist der zeitliche Engpass, ist immer so ein Thema, German. Und aber auch, ne, das Thema hatten wir auch gerade schon. Nur weil man zum Beispiel keine Zeit hat, Zigarren zu rauchen, heißt es ja nicht, dass man aufhört, Zigarren zu kaufen. Ne? Das ist ja auch irgendwie immer so ein Ding. Ja, das ist ja irgendwie, geht es ja dann doch immer weiter mit dem Kaufen. Aber irgendwie ganz offen gesagt, so soll es ja auch sein. Also, ach, Zigarren kaufen macht so viel Spaß, Zigarren anschauen macht so viel Spaß. Alleine Zigarren auszuwählen und durch den Humidor zu gehen und zu überlegen, was könnte ich denn kaufen, was habe ich denn zum Beispiel noch nicht im Humidor oder wovon muss ich mal wieder nachlegen oder ach, guck mal, neuer Hersteller oder die kenne ich noch gar nicht, ey, da. Das ist doch, das ist so eine Freude, das zu machen. Ich mache das so gerne. Und jeder, der schon mal mit mir in der Lounge war, gerade hier in Essen, wenn ich sage, ich gehe mal in den Humidor, ich suche mir was aus, ich verschwinde dann immer so eine Viertelstunde da drin, weil ich da durchwandere und mir denke, was soll ich jetzt rauchen? Die Auswahl ist so fantastisch gut. Der Peter ist da. Das ist der Jens T. Schickte Grüße aus München in Form eines 5-Euro-Superchats. In diesem Sinne erhebe ich mein Glas auf dich, Jens. Vielen lieben Dank für die 5 € Unterstützung. Ich erhebe natürlich auch mein Glas gerade auf die 12 € von Timo. So, nee, ja, das ist ja auch so, ne, zur Not den nächsten Humidor anschaffen. Es ist ja eh immer so, der Humidor ist immer zu klein, oder? Er ist immer zu klein. Auch wenn man sich einen neuen größeren holt, man steht davor und denkt sich, Moment, der ist ja wieder zu klein. Ich wollte heute die neue VG testen. Mein Händler legt sie aber erst auf Eis. Ist das normal? Ich habe heute viele Bilder gesehen von Leuten, die sie schon geraucht haben. Rokettensmoke, Kontrast. Okay, Sid. Scheiße, Mann. Hätte ich mal einfach nichts gesagt. Der Sid hat euch gerade den dritten Smoke beschert. Sid, was soll ich dir sagen? Das ist wahnsinnig großzügig von dir, mein Lieber. In diesem Sinne erhebe ich mein Glas auf dich. Das ist wahnsinnig toll von dir. Vielen lieben Dank, Sid, für die Unterstützung. Und natürlich wird es jetzt definitiv einen dritten Smoke geben. Hammer, wahnsinnig, wahnsinnig nett von dir. Ich glaube, du hast dir gerade einigen Leuten auch definitiv noch die Abendunterhaltung gesichert. Ich rauche eigentlich Pfeife. Mal schauen, wie es mir gefällt. Peter, erstmal schön, dass du dabei bist. Und ich hoffe, dass du viel Spaß in der Welt der Zigarren haben wirst. Monte Cristo, Romeo, Julieta, Cigarillos und Pyrites sind echt der Hammer. Ja, ich bin halt bei den Zigarillos nicht so ganz unterwegs. Aber wer daran Spaß hat, bitte habt euren Spaß, genießt, was ihr genießen wollt. Das ganze Thema Zigarre wird bei mir demnächst auch interessant. Steige dann auch einmal mit meiner ersten Zigarre. Werde da mal vorbeischauen und mich beraten lassen. Pascal, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und du bist bei Beida und Shahin sehr gut aufgehoben. Ich habe mir die Doku von Cigar Aficionado, The Uncut Interview with Michael Jordan angeschaut. Sehr zu empfehlen. Leider nicht, welche Zigarre MJ raucht. Kennst du die? Nee, die Doku habe ich noch nicht gesehen, aber danke für den Tipp. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja. Sid, ey, wahnsinniger Typ, er haut ja einfach 50 € raus. Sid, deswegen würde ich jetzt mal auch folgenden Vorschlag machen. Wir können es so machen, dass wir über den dritten Smoke auch abstimmen, so wie wir es immer machen. Oder ich mache dem Sid direkten Vorschlag und der Sid kann quasi entscheiden, weil ich denke, die 50 € müssen wir auch irgendwie wertschätzen. Deswegen, Sid, hau doch gerne mal in den Chat. Ob ich dir den Vorschlag machen soll und du entscheidest oder ob wir das über die Community-Abstimmung machen sollen. Das ist dann lege ich das so ein bisschen in deine Hand. Ich finde, das hast du dir mit diesem Support auf jeden Fall verdient. Und ich denke, da hat auch jeder in der Community Verständnis für. Martin, merkst du was? Wir kriegen nicht genug. Dritter Smoke Hemi wäre jetzt gut. Ja, wie gesagt, Jens, das werde ich ein bisschen in die Hände vom Sid legen. Ob er das entscheiden möchte, ob ich ihm den Vorschlag machen soll und er quasi auswählt oder ob wir das wieder über die Community machen lassen.
Dritter Smoke Buddies. Ja, nee, alles klar. Bitte noch ganz kurz an der braunen Brause tippen. Vielen lieben Dank, unsere Flüssigkeitsbeauftragte, die Juli, achtet immer darauf, dass ich hier nicht nur Alkohol zu mir nehme, sondern tatsächlich auch richtige Flüssigkeit, also was heißt richtige, aber nicht alkoholische Flüssigkeit zu mir nehme. Okay, ich sehe schon, Sid. Wir werden das in deine Hände legen. Bitte Community, außer du hast eine Roma-Kraft, Neandertal da. Habe ich leider tatsächlich nicht, ansonsten hätte ich dir diesen Wunsch gerne erfüllt. Aber dann wird es gleich einfach eine Community-Abstimmung geben, denke ich. Aber Sid, danke, du Wahnsinnstyp. Und vor allen Dingen auch, drück mal bitte gerne einen Daumen nach oben und ein Herz in den Chat dafür, dass der Sid jetzt sogar noch sagt, lass das die Community entscheiden. Wie geil ist denn dieser Typ? Also ganz im Ernst, Sid, Hammer. Das ist der Markus Labs, haut auch noch mal 10 Euro raus und sagt für den dritten Smoke, Markus, vielen lieben Dank. Ja, das ist, es wird einen dritten Smoke geben. Hammer, 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 Hammer. Meine Fresse, das ist Klebesuppe. Es ist Zuckerwasser, aber es ist ohne Zucker das Wasser. Was wäre denn deiner Meinung nach eine gute Einsteigerzigarre? Habe davon echt keine Ahnung. Wie viel willst du ausgeben, Peter? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Wie viel möchtest du für deine erste Zigarre ausgeben? Oder was? Ne, das ist. Ja, und der Markus Labs jetzt auch nochmal. Markus, darauf muss ich natürlich auch mein Whisky ist alle. Das geht so nicht. Deswegen, ich muss jetzt auch nochmal auf dem Markus schnell mein Glas erheben. Danke für die 10 Euro Unterstützung, Markus. Gibt es irgendwelche Zigarren aus den USA, die dich interessieren würden? Mich interessieren diese ganzen US-Habanos-Marken. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, dass es in den USA auch die Kuba-Marken gibt, aber halt nur die Marken, wo dann andere Premium-Zigarren aus Honduras und Nicaragua dahinter stecken. Einfach weil sie ja, die haben zwar die Markenrechte für die USA in den USA, aber die können ja die Zigarren nicht importieren. Deswegen gibt es auch da Monte Cristo, Obmann, Romeo, Julieta, aber da sind andere Zigarren hinter. Davon haben mir schon mehrere Zuschauer einige zugeschickt und die möchte ich da noch mal testen. Florian gibt den Tipp CLE oder Mastic Blue. Gute Tipps für eine Einsteigerzigarre. Flor de Copan Rothschild ist eine coole Einsteigerzigarre und preiswert. Auf jeden Fall. Also CLE Connecticut, Flor de Copan Rothschild, Mastic Blue, Montosa Claro, Matilde Serena. Das sind alles gute Einsteiger-Smokes. 20 Euro wenn man nimmt. Ich weiß noch gar nicht, ob das was für mich ist. Pass auf, dann würde ich tatsächlich sagen, wenn du 20 Euro ausgeben willst, dann holst du dir am besten direkt zwei oder drei. Anstatt jetzt eine für 20 Euro, würde ich mir eher drei für 6 bis 7 € holen. Und dann holst du dir eine CLE Connecticut, dann holst du dir eine Flor de Copan, holst du dir und du holst dir eine, ich würde jetzt tatsächlich sagen, ja, vielleicht tatsächlich eine Mathilde Serena. Die drei holst du dir mal und dann guckst du. Und dann bist du bei auch ungefähr 20 €, aber hast halt direkt nicht nur eine Zigarre, sondern hast direkt, das sind alles milde, entspannte Smokes, aber dann kannst du halt direkt ein bisschen ausprobieren. Da würde ich für 20 € würde ich als Anfänger echt mehr Zigarren holen aus dem günstigeren Preisbereich als eine für 20 €. Danke für die Tipps, Leute. Ja, absolut. Gut, Freunde. Dann müssen wir jetzt über den abschließenden Smoke entscheiden, den wir Sid zu verdanken haben und auch dem Markus. Verzeihung. Und da würde ich sagen,
Und das Coole an diesen Zigarren ist, dass man diese einmal noch Zigarren sind, die sich selbst langjährige Raucher auch immer gerne rauchen, einfach weil sie so simpel und entspannt sind. Da hat der Unkreativ absolut recht. Also das sind auch keine Zigarren, die du leid wirst. Von daher, Peter, ich denke, mit der CLE Connecticut, mit der Flor de Copan Rothschild und zum Beispiel mit der Mathilde Serena hast du echt gute, ja, kannst du einfach sehr gut arbeiten am Anfang. Sehr, sehr gerne. Also interessiert mich immer, das ist, kommt man sonst noch gerne in die Facebook-Gruppe zum Beispiel. Da sind auch Anfänger gerne gesehen und da wirst du auch mit guten Tipps und hilfreichen Ratschlägen und Empfehlungen wirklich gut bedient. Kann ich dir nur empfehlen. Aber ich denke, mit den drei hast du erstmal Spaß. So, Freunde, der dritte Smoke, der ungeplante dritte Smoke, es ist soweit. Ich würde sagen, wir stellen zur Auswahl. Oder ich muss mal eine Vorabfrage stellen. Wenn ich jetzt eine Habanos mit da reinwerfe, wird es dann auf jeden Fall eh die Habanos? oder wird es dann vielleicht auch was anderes? Das würde mich jetzt an der Stelle einfach mal vorab interessieren, da ich ja tatsächlich tendenziell ganz gerne eine einigermaßen spannende Abstimmung hätte. Also wie gesagt, das ist ja, haha, das ist. Also soll ich eine Habanos mit reinhauen? Ja und nein kommen da die Antworten. Nein, nee, nö, nö, kommt drauf an. Also ist nein, es wird nicht auf jeden Fall die Habanos, wollt ihr sagen, oder? Das ist, ich interpretiere es jetzt als nein, es wird okay. Dann machen wir es wie folgt. Keine Habanos, sagt der Timo. Mal sehen, sagt er es. Ja, es ist schwierig. Okay, ich wurde überstimmt. Es ist. Passt auf. Bin ganz bei Timo. Jupp, nein. Ah, das ist. Okay. Kommt auf die Zigarre an. Okay, pass auf, ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme eine Habanos mit rein, aber jetzt nichts super Aufwendiges, Spezielles, sondern die Abstimmung ist jetzt wie folgt. Wenn ihr wollt, dass der dritte und letzte Smoke des Streams, danke schön an Sid und Markus, wenn ihr wollt, Habanos-Fetischisten haben Stimmverbot. Naja, das ist aber, ich nehm mal eine mit rein. Dann machen wir hier wirklich einen grünen Abschluss, weil die andere ist auch geil, die ich mit reinnehme. Wenn ihr wollt, dass ich die Teddy sagt sich ja auch, keine Habanos und Teddy Stimme hat mehr Gewicht. Ja, verstehe ich. Ach, ich tue mich gerade echt schwer mit der Auswahl. Freunde, ich tue mich gerade echt schwer mit der Auswahl. Ich nehme jetzt nachher Habanos mit rein, was soll's. Meine Güte, wir werden es sehen, Freunde. Wie gesagt, und mit dem Superchat könnt ihr ja eh noch entscheiden, wie das Ergebnis ausfällt. Natürlich, Stimme Nummer 1 für den dritten Smoke, Hemmys Edition Limitada. Oder es wird eine Romeo y Julieta Nummer 1. Also, wenn ihr. Wobei, ich muss die andersrum. Moment, halt, stopp. Keiner stimmt ab. Ich muss das andersrum nummerieren, damit es sinnvoll ist. Romeo y Julieta Nummer 1 ist auf der 1. Hemmys Edition Limitada ist auf der 2. Ihr haut jetzt in den Chat, was ich rauchen soll. Die Zigarre mit den meisten Stimmen gewinnt oder die Zigarre mit den meisten Superchats gewinnt. Auf der 1 ist die Romeo y Julieta Nummer 1. Auf der 2 ist die Hemmys Edition Limitada. 1. Romeo Julieta Nummer 1, 2 Hemmys Edition Limitada. Der Matthias ist auch da, grüß dich. Das ist der Sepp Schuhcreme. Die 1, Romeo Julieta Woodies. Ja, ich habe leider keine Woodies mehr da, so ein Unglück. ES sagt die 2, Chakra 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Oh Gott, das ist aber sehr, ihr seid sehr ausgewogen heute. Captain Kneckerbrot ist da. Grüß dich, mein Lieber. Peter Lönnemann sagt auch die Romeo Julieta Nummer 1. Das ist Florian, sagt auch die 2. Das ist die 1, die 2, die 2, die 2. Das ist gerade wirklich ein sehr gemischtes Ergebnis. Freunde, das ist aber wirklich, ihr seid heute sehr ausgewogen.
Ich fange mal an durchzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bisher für die 1. Und wir haben für die 2 haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aktuell. Jetzt haben wir 15, 15. Sid sagt Romeo, also 1. Das ist das so? Das ist, ja, wenn der Sid sich für die Romeo und Julieta entscheidet und der Sid hier den dritten Smoke mit zu verantworten hat, dann hat Sid dann natürlich 3x, 11x, ja, nee, das ist ganz in Ordnung, Big Onkel Krypto. Die 11x90 ist Gott sei Dank schon weg. Vic sagt auch 1, Sid sagt 1, das stimmt eigentlich, Larissa sagt 2. Das ist also freundlich. Ich glaube, ich erkenne gerade tatsächlich eine leichte Tendenz zu Romeo. Das ist so. Wie gesagt, Superchats können das Ganze immer noch drehen. Aber ansonsten erkenne ich gerade, Larissa sagt 2. Ja, aber das ist, ich muss auch anerkennen, dass der Sid auch die 1 gesagt hat. Muss ich auch an der Stelle respektieren. Und es ist gerade wirklich hart Kopf an Kopf. Meine Güte. Das ist, ich glaube, ich habe euch selten so sehr Kopf an Kopf erlebt bei einer Zigarrenabstimmung. Edition Limitada Hemis ist cool, aber sieht man bei dir öfter, von daher eher Romeo. Auch das kann ich absolut verstehen. Und gerade geht... Haha, nee, Mehrheitsentschluss. Ja, der Mehrheitsentschluss ist gerade 50-50. Ich zähle nochmal durch. Okay, wenn Sid die 1 sagt, dann die 1. Sid hat Stimmrecht. So, das ist... Aber Sid sagt gerade auch nochmal, er will den Mehrheitsentschluss. Also, Freunde. Ne, das ist... ich sag's an der Stelle nochmal. Sid ist zu demokratisch für diesen Chat. Ja, Sid, das ist... Hier werden viele Entscheidungen gekauft. Mach doch 1, Junge. Das ist... hat leichte Anklänge von den New Kids hier gerade. Er versteht die Oligarchie nicht. Das ist richtig. Gute Entscheidungen werden hier immer gekauft, Sid. So wie auch die Entscheidung, dass ich den dritten Smoke mache. Also, Freunde, ich sag's jetzt, wie es ist. Es wird die Romeo und Julieta, außer es kommt jetzt der... Oder sagen wir es mal so. Eins ist okay. Es wird die Romeo oder der nächste Superchat entscheidet. Machen wir es so. Also dann machen wir auch gar nicht mehr aufsummieren, sondern der nächste Superchat entscheidet einfach, ob es die 1 oder die 2 wird. Achso, wir schmecken, haben wir gestern auch mal wieder ein wenig Lusthus bestellt. Das ist natürlich sehr geil. Italy Boss, grüß dich, mein Lieber. 1 und alles ist gut, sagt der Kevin. Es läuft wohl echt auf die 1 hinaus, auf die Romeo und Julieta Nummer 1. Ich würde sagen, der Drops ist gelutscht. Wir machen jetzt tatsächlich die 1 daraus. Wir machen die Romeo und Julieta Nummer 1 an. Die muss ich nur eben rausholen. Das heißt, ich bin in 2 Minuten wieder da und dann starten wir in den dritten Smoke mit der Romeo und Julieta Nummer 1, Freunde. Ich finde, das ist jetzt tatsächlich so demokratisch gelaufen wie eigentlich lange nicht. Der Gerd sagt auch die 1 und damit ist der Drops gelutscht, Freunde. Ich hole jetzt mal die Romeo raus und wir starten dann in 2 Minuten in den überraschenden dritten Smoke hier heute. Meine Güte. Bis gleich, Freunde. Ich bin sofort wieder da. Und solange könnt ihr lästern und Superchats da lassen. Ihr kennt das ja.
Da ist er wieder. Und ich stehe jetzt meine Wort. Da ist sie, die Nummer 1 im Tubos. Würdet ihr sagen, dass man mit Romeo, Julieta, falls man den mal wieder bekommen sollte, auch einsteigen kann in Sabanos Thema? Ja, auf jeden Fall. Gerade so die Nummer 1, Nummer 2 Geschichten, Mie, Fleur, die sind sehr, sehr entspannt. Und von daher finde ich, dass die schon gute Habanos, die sind halt auch noch preislich relativ verträglich für das Thema Habanos. Deswegen, wenn du mal an eine Nummer 1, Nummer 2 oder eine Mie Fleur kommst, ist das absolut okay. Da haben wir sie von euch demokratisch abgestimmt. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Mir sind ein bisschen die Knie feucht geworden. Weil es doch schon relativ spät ist. Aber Freunde, ich ehre den Wunsch der Community und auch von Sid. Und komme jetzt hier mal dem dritten Smoke nach. Angeschnitten ist sie. Ja, so um die 10 Euro liegen die ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, was die Preiserhöhung mit denen gemacht hat. Müsste ich mal checken. Die waren vorher knapp unter 10 Euro. Die werden jetzt sehr wahrscheinlich knapp über 10 Euro liegen, glaube ich. Gucken, dass ich das Anzünden auch ein bisschen zeigen kann. Ja, aber typischer Banos-Zugwiderstand. Ja, das ist ein ordentlicher Zugwiderstand. Also da habe ich heute Muskelkater in den Wagen, wenn ich ins Bett gehe. Aber gut, so ist es halt. Das ist halt auch typischer Banos. Ne? Die ist auch knüppelfest. Aber natürlich typisch kubanisch, sehr entspannt, leicht cremig, leichte Leder und Erdnoten, gerade im ersten Eindruck, ist auf jeden Fall cool. Schlaf wird überbewertet. Ja, und ich sehe gerade, wir haben die 70 Likes geknackt. Ist es echt soweit? Da kommt ja raus. Ja, das ist halt auch leider typisch Romeo, also was heißt Romeo, typischer Banos, dass die oft sehr fest gerollt sind. Und ich habe leider kein Perfect Draw da, um das zu ändern. Aber ich werde schon damit klarkommen. Haben wir auch gerade meine erste Romeo aus dem Humidor gefischt. Sehr schön, Chakra. Gönn dir. Mein dritter Smoke wird eine 10 Jahre alte 40-Jahres-Zigarre von John Aylesbury. Stark, Markus. Richtig stark. Das ist natürlich was Besonderes. Alter, alle Ehre, Martin, Reihenfolge, Respekt. Ich habe vorhin gesagt, was machst du so früh am Abend noch? Ja, das ist richtig. Ich rauche Zigarre. Auf dem Community-Beschluss hin. Ja, das ist, mit der werde ich jetzt aber auch ein bisschen arbeiten müssen. Aber das kriegen wir alles hin. Man kann sie zur Not auch ein bisschen massieren und drehen und dann verschiebt sich meistens auch die Einlage, erst recht, wenn sie warm wird. Und dann wird sich der Zug auch noch mal ein bisschen bessern. Habe gestern die Davidoff viele Küsse, die du empfohlen hast, gegönnt. Sehr lecker, auf jeden Fall nur einen großen Schwachpunkt und zwar zu kurz. Ja, dafür ist sie aber preislich ja aus dem Hause Davidoff noch relativ verträglich. Das ist dann schon mal irgendwie ein kleiner Tröster, finde ich.
Habe auch noch ein Romeo y Julieta Cedro Deluxe LCDH im Humidor. Sehr cool. Bin gespannt auf die. Ja, das glaube ich. Ja, gerade diese exklusiven La Casa del Habano-Geschichten sind natürlich immer besonders spannend. Also Zugwiderstand ist da. Ich würde sagen 85 bis 90% Zugwiderstand, also wirklich sehr zu. Moin, komm gerade von der Arbeit, Marco der Echte. Grüß dich, mein Lieber, unser Like-Beauftragter. Der Sid hat gerade einfach mal entschieden, dass es heute noch einen dritten Smoke gibt, indem er den Superchat der Vernichtung mit 50 € reingehauen hat. Und deswegen habe ich mir auf Community-Abstimmung als dritten Smoke die Romeo Julieta Nummer 1 angezündet. Also es kommt Rauch raus. Das muss ich an der Stelle sagen. Das wird auf der Kamera nicht so gut eingefangen, wie es tatsächlich der Fall ist. Aber ihr seht ja, ich muss mit ihr arbeiten. Und die CAO zum Beispiel und die NAB, die waren halt so richtige Rauchmaschinen. Es kommt Rauch raus. Ihr seht das auf der Kamera leider nicht so besonders gut. Ja, Astral, wir sind immer noch da. Ich habe es gerade schon gesagt, weil der Sid einfach 50 € rausgehauen hat. Und dann gesagt hat, komm, dann wird dir aber noch ein dritter Smoke nachgelegt. Und da habe ich gesagt, alles klar, Sid. Und dann hat der Markus Labs nochmal ein bisschen hinterhergefeuert mit dem Superchat. Und dann war der Drop so richtig gelutscht. Der Pfeifen die Höhe ist auch. Wir sammeln die gerade alle wieder ein, die Leute, die sich vorhin schon verabschiedet haben. Kommen jetzt alle wieder dazu. Das freut mich. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich mit der Romeo und Julieta Nummer 1 mit. Gutzugwiderstand. Ich werde sie, wie gesagt, ein ganz kleines bisschen vorsichtig drangsalieren, dass sie sich ein bisschen öffnet und dann wird das schon gehen. Ja, bist du generell ein Fan von großen Zugwiderständen? Kenne irgendwie echt viele, die das irgendwie mögen. Nee, ich persönlich mag überhaupt gar keinen hohen Zugwiderstand. Ich mag es so ziemlich genau mittig. Ich mag einen spürbaren Zugwiderstand, dass ich merke, dass ein gewisser Grundwiderstand da ist, aber ich mag es nicht zu fest. Ich mag es auch nicht zu offen. Das ist aber heute echt. Ja, das ist, ich lasse sie mal ein bisschen glühen, ein bisschen warm werden und dann wird sich das schon ein bisschen, wird sich das ein bisschen heben. 75 Likes, sollten wir die 80 knacken? Meint ihr, wir knacken heute die 80 Likes während dieses Livestreams, der so spontan war und aus irgendeinem Grund heute mega gut ankommt? So viele Likes haben wir selten auf deinem Livestream. Ja, das ist richtig, Marco. Heute geht hier irgendwie echt die Post ab. Wir haben Likes, wir haben viele Leute, die zuschauen, wir haben Superchats. Alles ist heute am Start. Heute geht richtig die Post ab. Heute wird hier richtig abgerissen, habe ich das Gefühl. Deine Livestreams sind sehr entspannt. Danke dafür, Piccino. Das freut mich. Die sind auch für mich sehr entspannt tatsächlich. In diesem Sinne Dankeschön und auch danke, dass ihr es mir ermöglicht, immer mit euch entspannt zusammen zu rauchen. Meine Güte, das sieht ja wie ein Kampf aus, Martin. Ja, es ist ein bisschen Arbeit, sie zu rauchen. Aber darauf muss man sich halt einstellen, wenn man Habanos raucht, dass man dann oft mit einem hohen Zugwiderstand zu kämpfen hat. Und was mich jetzt auch daran erinnert, dass ich mir dringend einen Perfect Draw holen muss. Martin, wie viele Zigarren hast du heute insgesamt geraucht? Das ist jetzt also auch, ich habe nur die geraucht, die ich im Stream geraucht habe heute. Das ist dann heute meine dritte. Aber du hast ja gerade echt eine Serie mit den spontanen Streams, da komme ich leider nicht oft mit. Ich bin einfach froh, dass das Wetter das im Moment so möglich macht und deswegen sind die halt auch oft so spontan, weil ich dann tagsüber das Wetter checke und gucke, ob ein Livestream möglich ist, weil ich weiß, dass ihr die mögt und sie mir auch Spaß machen.
Und dann versuche ich da im Moment einfach wieder viel möglich zu machen. Leider halt im Moment noch relativ spontan. Martin Wette, bei 100 Likes ein fetter Smoke. Nein, ich muss irgendwann tatsächlich auch schlafen. Also da wird auch kein Geld der Welt mich umstimmen. Gibt es auch einen Feiertagssmog? Ist für morgen oder Samstag wieder ein Hammer-Stream heute. Erstmal vielen Dank für das Lob, Captain Knäckebrot. Ich möchte am Wochenende gerne streamen und ich möchte es so früh wie möglich ankündigen. Ich werde die Wettervorhersage sehr genau im Auge behalten. Das ändert sich im Moment leider immer relativ kurzfristig, die Wettervorhersage. Ne, wir gehen halt auf den April zu und Aprilwetter und so. Ich werde aber, wenn ich einen Stream ankündigen kann, werde ich das so früh wie möglich machen. Das ist halt keine Plasenzia. Ja, bei Plasenzia hat man die Probleme halt erwähnt, aber es ist halt auch einfach durch die Art, wie die rollen und herstellen, hat man halt oft einfach einen höheren Zugwiderstand. Also so krass wie bei der habe ich es auch echt selten, aber es ist halt so. Und da kommt jetzt tatsächlich ein Werbetrailer. Ja, das ist ja unfassbar. Dann hat YouTube noch nicht gemerkt, dass ich hier gerade Zigarre rauche und streut noch Werbung aus. Das ist ja unfassbar, meine Güte. Vom Kuba ab noch Perfect Roll bestellen, wie ärgerlich, wenn es zu ist, die Monte. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird vor dem Kuba-Abend noch der Perfect Roll bestellt. Wobei, so langsam kommt sie. Ich habe das mit dem Kuba-Abend nicht mitbekommen. Wann ist der? Der gibt es noch keinen festen Termin, Orthodox German. Ich werde den machen, wenn es das Wetter zuverlässig hergibt, dass ich den auch wirklich länger im Vorfeld ankündigen kann. Und dann wird es einen Kuba-Abend geben. Aktuell sogar die Idee, über den Sommer hinweg mehrere Kuba-Abende zu machen. Und die dann natürlich auch im Vorfeld lange anzukündigen, dass dann die Leute im Zweifelsfall sich auch ihre Habanos wirklich besorgen können und da die Chance haben, kubanisch mitzurauchen. Sobald ich da was ankündigen kann, werde ich das machen. Wir bekommen Sonntag hier 25 Grad, wenn es warm ist. Das ist auf jeden Fall mal eine krasse Wettervorhersage. Also, ich gucke mal gerade, was das hier sagt. Donnerstag, Freitag Regen, Samstag. Samstag, es könnte sein, dass wir Samstag ein Streaming kriegen. Ich kann es, wie gesagt, nicht versprechen. Sobald ich ihn ankündigen kann, werde ich den Stream fürs Wochenende ankündigen. Bin gerade erst wieder dazugekommen. Was rauchst du denn gerade Feines? Eine Romeo y Julieta Nummer 1, tatsächlich eine Habanos, auf Community-Beschluss. Da hätte ich ja Bock drauf. Ja, ich auch. Deswegen, die Kubaner einfach statt. Das ist Sid, meine Kubaner lagern bei 63 bis 65%. Ich habe die im separaten Humidor, genau deswegen. Manche sind halt einfach zu. Ich hatte ja mit der Vega Fina Year of the Dragon. Ich hatte die Vega Fina Year of the Dragon neulich. Marco hat mich überhaupt nicht abgeholt, weil ich da hinten am Zigarrenkopf beim Rauchen erstmal so einen mega Tabakstiel rausgezogen habe. Und dann denke ich mir, und das bei der Limited Edition. Herzlichen Dank, Vega Fina. Und die Nicaragua Estela. Weiß ich nicht, ob ich die probieren werde, weil Vega Fina Nicaragua die normale ist, so den Smoke, den ich absolut überhaupt nicht mag. Alter, 23, da kann man ja bei uns samstags 23 Grad, da kann man fast Sangria aus dem Eimer trinken. Ja, das ist ja auch so, wie Sangria bekanntermaßen am besten schmeckt, ne? Das ist, also bei uns werden es maximal 18 Grad, aber wenn ich es schaffe, ich muss mal gucken. Ich denke mal, es würde ja eh wieder ein Abendstream werden. Wir schauen mal. Aber dann standardsgemäß, ja, das ist schön mit einem 1-Meter-Strohhalm und so, aber auch mit so 20 Leuten, die dann nur mit 20 Strohhalmen schön in den Eimer sabbern.
Lagerst du Kubaner bei 5 oder alle deine? Ich lager die Kubaner bei 63 bis 65 und meine normalen Zigarren mittlerweile auch eher bei so 65 bis 67, weil ich gemerkt habe, dass mir die niedrigere Luftfeuchtigkeit grundsätzlich besser gefällt. Ja, meine Vegafina war mega beschissen verarbeitet. Ja, das ist leider die Erfahrung, die ich oft mit Vegafina gemacht habe. Wo kommt denn, dass es bei euch so warm wird? Das ist eine gute Frage. Also hier sollen es Samstag maximal 18 Grad werden, habe ich gerade gesehen. Ja, und dann noch schön mit dem Sangria einmal, wie gesagt, mit so 5 Leuten, ne, die dann alle wieder zurückspülen. Und am Ende hat man unten Uwe. Und wer von euch weiß, wofür Uwe steht, für den letzten Rest im Glas? Das würde mich jetzt mal interessieren. Der Chakra kommt aus Österreich und da ist dann offensichtlich das Wetter gut. Ja, das ist natürlich krass. Wir sind hier mal wieder im Ruhrgebiet, sind wir mal wieder so ein bisschen angeschmiert. Allgäu auch über 20 Grad. Ach, Allgäu, ich war so oft im Urlaub im Allgäu. Das ist so eine schöne Ecke von Deutschland. Meine Güte. Also Grüße gehen raus ins Allgäu. Alles südlich vom Mainz ist Norditalien, also fast Toskana. Ja, das ist wirklich so. Bei dir sind es 15 Grad und Regen. Ja, das sind natürlich auch ganz verlockende Aussichten. Uwe, unten wird's eklig. Genau dafür steht Uwe, für den letzten Rest im Glas. Aus dem auch am besten schon so 3 Leute mitgetrunken haben. Unten wird's eklig. Na, dann drücke ich mal die Daumen, dass es so kommt wie vorher gesagt. Ja, hier in Köln auch 18 Grad und so lala. Der Sid kommt aus Köln. Lustig, da war ich ja am Sonntag noch. Grüße gehen raus nach Köln, mein Lieber. Warst du denn auch schon mal bei La Galana? Das würde mich jetzt mal interessieren, Sid. Ich hoffe ja. Also Zugwiderstand hat die Romeo. Das habe ich für euch jetzt ganz privat getestet. Zugwiderstand hat sie. Aber es geht. Es geht. Geschmacklich ist sie halt typisch Habanos. Von daher, das ist absolut in Ordnung. Es ist halt nur so das typische Habanos-Erlebnis. Grüße in dem Pott. Ja, das lobe ich mir. Vielen Dank dafür, Sid. So lobe ich mir das. War tatsächlich noch nie dort, hat bisher irgendwie nicht geklappt. Kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Es ist, auch wenn es, glaube ich, Annette nicht so cool fand, dass ich den Laden immer als so klein bezeichne, aber er ist halt klein und kuschelig und wahnsinnig cool. Also das ist auch so ein bisschen kubanisches Lebensgefühl mitten in Köln-Ehrenfeld. Ich hoffe, dass ich morgen noch sprechen kann und nicht irgendwie auf der Arbeit sitze am Telefon und den Mund nicht mehr aufkriege. Das wäre auch ein bisschen uncool, aber gut. Das ist, was nimmt man nicht alles in Kauf für die geilste Community der Welt? Ja, der Sven war auch schon mehrfach da, lese ich gerade bei der Annette. Generell schaut euch auch gerne den Livestream von Sonntag an mit ihr zusammen. Wahnsinnig interessante Frau, eine coole Frau. Auch mit einer interessanten Einstellung zum Leben. Macht auf jeden Fall Sinn. Derzeit hat Nürnberg 7 Grad und Dauerregen. Ja.
Das ist, ich kann ja mal gucken, wie warm es hier gerade aktuell ist. Wir haben ja auch ganz entspannte 7 Grad. Also ganz entspannte 7 Grad. Aber der Heizstrahler reguliert. Ich versuche mal, ob ich den Zigarrenring abnehmen kann. Das kann nämlich manchmal, wenn die zu eng drumherum gewickelt sind, kann das tatsächlich den Zug einer Zigarre auch noch mal ein bisschen verbessern. Aber der ging jetzt sehr sauber, sehr easy ab. Ich denke nicht, dass es daran gelegen hat. Muss das Frauchen abwimmeln? Um Himmels Willen, nimm dir Zeit für deine Frau, Astral. Lieber Marlon, das ist, ich möchte keine Ehe ruinieren. München 3 Grad. Boah, Jens, das ist aber auch echt, das ist frisch. Man muss Prioritäten setzen. Ja, das ist natürlich, also ich möchte keine Ehen ruinieren hier. Bei uns in der Lounge ist es eh so, wir haben so viele gescheiterte Ehen da am Start, das ist unfassbar. Da möchte ich jetzt mit der Community und den Livestream-Szenen nicht auch noch dazu beitragen. Cheers an dieser Stelle. Martin, der Scheidungsanwalt, oh Gott, garantiert nicht. Also, das Letzte, was ich will, ist mich auch noch in irgendwelche Ehen einmischen. Bin eh kein guter Beziehungsratgeber, von daher, nee, lass mal. Ach, es ist noch keine Ehe, nenne sie nur so. Naja, aber es wird ja einen Grund haben, dass du sie so nennst. Noch keine Ehe vor allen Dingen. Bei uns waren 22 Grad, jetzt sind es 14. Das ist aber mal, ihr habt da richtig gutes Wetter in Österreich, Chakra. Oha, heute geht's aber lange. Hammer. Ja, Alex, der nette Sid war so frei und hat einfach so den Superchat der Vernichtung reingehauen. Und dadurch ist es zum dritten Smoke gekommen. Dem konnte ich mich dann, da waren mir quasi die Hände gebunden. Und dann gibt es heute jetzt als dritten, als abschließenden Smoke eine Romeo y Julieta Nummer 1, die geschmacklich eine typische Habanos ist, aber mich gerade mit einem sehr, sehr festen Zug ein bisschen nervt. Luxemburg 5 Grad. Erstmal schöne Grüße nach Luxemburg, Kevin. Lustig, mein ehemaliger Chef, der mir damals meine ersten Zigarren geschenkt hat, hat eine ganze Zeit lang in Luxemburg gelebt. Ich sitze neben dem schlafenden Fräulein im Bett und dem Streamer 5%. Eieieiei. Grüße gehen raus an deine Frau. Klingt auch ein bisschen komisch. Ich sollte eigentlich keine fremden Frauen grüßen. Aber ist jetzt passiert. Kann deine Frau das lesen? Wenn ja, gut, du bist auch gut am Ohrfeigenbaum. Bei mir schauen Fräulein und Töchter zu. Du bist berühmt, Martin. Grüße gehen raus an alle Partner und Partnerinnen da draußen und Familienangehörige. Warum auch nicht? Grüße aus Berlin, Grüße nach Berlin, Mandoron. Schön, dass du reingeschaltet hast. Ich rauche gerade als dritten und letzten Smoke die Romeo und Julieta Nummer 1. Puls 666 schaut rein. Grüß dich. Schön, dass du es noch geschafft hast. Es ist heute wirklich wieder so ein. Wir sind schon weit über die 3 Stunden drüber. Es ist heute wieder so ein Eskalationsstream geworden. Mann, Mann, Mann. Das ist aber schön, dass du dabei bist. Bei mir gucken auch Ehefrau und Hündchen mit und sind begeistert. Ja, das lobe ich mir doch, Timo. Ich habe nichts anderes von euch erwartet. Ich bin die Letzte. Ja, du bist der letzte Zuzug der gescheiterten Ehen bei uns in der Lounge, Sven. Ja, Martin, du Sittenstrolch. Ach Gott, das ist, den Schuh möchte ich mir gar nicht anziehen. Ja, ich hatte ja ein bisschen Hoffnung, dass sich der Zug verbessert, aber immerhin kann ich sie rauchen.
auch auf die Gefahr, eine romantische Wandlung abzubringen. Was gibt es heute getränketechnisch? Für den Flüssigkeitshaushalt ganz schnöde eine Pepsi Max. Und für den Spaßhaushalt gibt es einen auch recht simplen Four Roses Bourbon, den ich vor allen Dingen als Kombination für die CAO Flathead ausgewählt habe, weil ich mich da auf ein bisschen kräftigeren Smoke eingestellt hatte und gedacht habe, dann passt ein Bourbon relativ gut dazu. Und der Four Roses ist halt eine günstige Preisklasse, aber ein ganz stabiler Bourbon. Der Domi ist auch da, grüß dich. Meine pennt und schnarcht leise, auch wie süß. Schöne Grüße an deine Frau und meine Kinder. Ja, das ist richtig. Meine Frau sitzt auch neben mir, sie liest nebenher, wir haben knapp 10 Grad. Oh, das ist aber auch frisch, Markus. Im Sommer 24-Stunden-Stream, mal sehen, wie viel der Martin aushält. Also Sid, ich habe bei unserem letzten Event beim Etwas Genuss Lounge Day, Anfang Februar, habe ich 10 Zigarren geraucht. Auch das meiste davon waren Toros. Da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen. Und die Woodies habe ich ja auch in 4,5 Stunden weggeballert und danach noch eine Hemmis Edition Limitada angemacht. Von daher, das einzige Problem an dem 24-Stunden-Livestream sind die 24 Stunden. Weil das halte ich nicht, also rein zeitlich nicht durch. Deine Streams und der Podcast haben etwas Beruhigendes, mach weiter so. Vielen lieben Dank für das Lob, das freut mich sehr. Das ist übrigens ein guter Tipp. Hört gerne auch in unseren Podcast rein, den ich zusammen mit Kollegen Dave mache. Der steigt ja auch jetzt aktuell immer mehr in das Zigarrenthema ein. Ist wahnsinnig spannend, da mit ihm auch nochmal so wirklich so die ganz frische Anfängerperspektive mit im Podcast zu haben. Die etwas Genussmomente ist unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst uns da gerne ein Abo da. Wir machen den Podcast als Audio schon länger und mit dem Kanal sind wir jetzt relativ frisch gestartet, tatsächlich auch mit Facecams, dass ihr uns da seht mit Videoaufnahme. Deswegen geht auch gerne einmal rüber zu den etwas Genussmomenten und lasst auch da gerne ein Abo da, würde mich freuen. Und da findet ihr auch viele coole Folgen. Oder der XXL Zigarren-Livestream. Dala FL90, Woody's Big Johnny. Also die Dala FL90 und die Woody's werde ich nicht mehr anfassen. Freue mich auf die Davidoff Late Hour zur Taufe meiner Tochter. Eine schöne Wahl für einen schönen Anlass. Aktuell 9 Grad, Samstag sollen es 21 werden bei uns in Oberfranken. Ihr habt da unten echt gutes Wetter, was ihr abbekommt. Meine Güte. Wenn Timo hier 1190 liest, bekommt er auch wieder Flashbacks. Ja, das ist, ich glaube auch. Ach, in guter Gesellschaft vergeht die Zeit wie im Flug. Ja, das auf jeden Fall. Und ich wollte keine traumatischen Wunden aufreißen. Ja, das ist also, wie gesagt, die Woodies brauche ich nicht nochmal und die Dala 11x90 offen gesagt auch nicht. Das sind so. Ja. Eine Kiste Woodies und zum Abschluss die große Dalai zur Mundentspannung. Was meint ihr, höre ich, wenn ich nicht schlafen kann? Dann lässt du dich von mir und von Dave berieseln, Juli. Das ist gleichsam intim. Und auch irgendwo, es ist, ich finde, sowas ist gleichzeitig ein Lob und eine Beleidigung. So nach dem Motto, ich habe etwas sehr Beruhigendes, aber es ist auch zum Einschlafen, was ich mache. Ich weiß, was du sagen willst. Ich gucke auch sehr, sehr oder lasse sehr viel YouTube nebenbei laufen zum Einschlafen. Also ich weiß, was du sagen willst. Das ist bei mir auch dann so eine Mitbeschallung. Bitte erzähl mal mehr von Dave, kann das gar nicht einordnen. Dave ist ein guter Freund von mir, mittlerweile auch Geschäftspartner in dem Projekt, der im Hintergrund mitarbeitet. Und wir kennen uns seit einigen Jahren, haben in der Vergangenheit auch schon mal zusammengearbeitet beim gleichen Arbeitgeber. Und daraus hat sich eine sehr enge Freundschaft entwickelt. Er wohnt bei Berlin. Und wir haben, als das Projekt hier etwas Genuss gestartet ist, haben wir kurz danach quasi einen begleitenden Podcast gestartet. Wo wir über Genussthemen im Allgemeinen reden, über alles Mögliche. Wir haben neulich auch Kaffee getestet und Schokolade und sowas. Und ja, der ist einfach ein wahnsinnig guter Freund, ein entspannter Typ. Und wir machen auch noch einen anderen Podcast zusammen, der nennt sich Erfolglos, aber lustig. Den machen wir noch mit einem dritten Kollegen zusammen, mit dem Danny. Da reden wir über alles Mögliche, über alles Mögliche. Und es ist einfach ein guter Freund und jemand, der an dem Projekt hier mitwirkt. Und halt vor allen Dingen beim Podcast aktiv ist.
Aber 10 Zigarren sind happig, nach 3 Zigarren fühle ich mich. Ja, also ich möchte auch jetzt nicht sagen, dass die 10 Zigarren sinnvoll waren oder dass ich dazu rate. Es ist halt einfach passiert, hatte auch einen kleinen Hintergrund. Mir reicht eine Zigarre, kann ich verstehen. Benutzt du bestimmte stille Wassersorten oder spielt das bei dir keine Rolle? Wenn, dann benutze ich im Regelfall gefiltertes Leitungswasser, wenn ich stilles Wasser nutze. 10 am Tag, stramme Leistung, waren aber nicht alles per Domo. Nein, ganz bestimmt nicht, das war aber querbeet. Ich habe natürlich aber schon ein bisschen darauf geachtet, dass es ein bisschen entspanntere Smokes waren. Ich bin halt auf die 10 gekommen, weil wir hatten ja im September schon mal ein Community-Treffen und da habe ich es nicht geschafft, mit allen Leuten zu reden, weil wir auch da über 20 Leute waren. Und dann habe ich mir beim Lounge Day fest vorgenommen, dass ich mal an jedem Tisch sitzen möchte und mit jedem Grüppchen in Ruhe reden möchte. Und da habe ich mir als Maßgabe gesetzt, dann ist es so, dass ich an jedem Tisch eine Zigarre rauche. Und das waren halt alleine schon 5 oder 6 Tische, an denen ich saß. Und dann war das ja auch ein Event, was irgendwie dann bis in die, das ging ja bis 12:30, das waren fast 12 Stunden. Und in der Zigarrenlounge rauchst du halt. Also so sind diese 10 Zigarren zustande gekommen. Das war nicht mein Ziel und ich rate auch nicht dazu. Außer von Mastic Blue kann ich vielleicht auch 3 Stück davon rauchen, ja. Ja, das ist, wie gesagt, das mit den 10, das soll jetzt auch keine Angeberei sein. Es ist halt einfach passiert und es war den Umständen geschuldet, weil ich wirklich auch jedem Gast, der da war, irgendwie Zeit widmen wollte und das wertschätzen wollte, dass die Leute zu dem Event gekommen sind. Und so ist halt alleine ein Großteil der Zigarren zustande gekommen. Martin, wäre es erwünscht, zu einem Treffen auch mal die Trompete mitzunehmen? Pfeifen-Jojo, ich glaube tatsächlich eher nicht. Dadurch, dass die Treffen sehr, das ist ein nettes Angebot von dir, aber die Treffen sind halt sehr entspannt. Da gibt es ein paar Programmpunkte. Wir hatten ja auch jetzt eine Tombola und einen Habanos-Verkauf, aber die sollen halt eher sehr entspannt und gechillt sein. Und ich glaube, so eine Trompetenaktion könnte die Stimmung dann, also ich glaube, es würde nicht ganz, ich mag das Angebot von dir, das ist wahnsinnig nett von dir, aber ich glaube, es würde einfach nicht in die Runde passen, weil es mir vor allen Dingen auch darum geht, dass die Leute da untereinander viel Zeit miteinander haben. Ich meinte schon erfolglos, aber lustig. Ach so, ja gut, dann hörst du also unseren Podcast zum Einschlafen, das ist schön. Deinem Nervensystem ist es bestimmt wohl bekommen. Also ich hatte ja dafür gesorgt, ein sehr, sehr gutes Catering da zu haben. Und das Catering war auch den ganzen Tag da. Wir hatten bis zum Ende hin, also wir hätten abends, als wir um 12:30 gegangen sind, hätten wir noch immer die letzten Reste warm essen können. Das war mir unglaublich wichtig, dass da das Essen und ein gutes Catering in anständiger Menge da ist, dass wir tatsächlich alle eine gute Grundlage hatten und auch über den Tag über was futtern konnten. Was natürlich dann schon viel beim Nikotinhaushalt ausgemacht hat. Hatte mal 5 Stämme an dem Abend mit Bassi, war dann aber auch genug. Ja, ja, es ist halt wirklich nicht nachahmenswert. Das meine ich ganz, ganz ernst. Ich höre, denke, das hat was. Mir gehen jetzt langsam die Lichter aus. Gute Nacht euch. Freue mich aufs nächste Mal. Vielen lieben Dank erst, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine entspannte Nachtruhe. So langsam, im letzten Drittel öffnet sich der Zug ein bisschen. War heute in der Apotheke und habe für ein befeuchter, steriles Wasser geholt. Und davor aber auch noch 5 Liter Wiedersäße gekauft. Macht steriles Wasser Sinnenbefeuchter oder ist das unnötig? Da wirst du sehr, sehr unterschiedliche Angaben zu finden. Ich denke, destilliertes Wasser, das ist ja im Grunde ionisiertes Wasser, wenn man so möchte, reicht. Viele Leute sagen auch, nimm normales Wasser, weil das eh quasi verdunstet und alles, was nicht verdunsten soll, bleibt drin. Ich persönlich bin da sehr vorsichtig und benutze grundsätzlich das sterile Wasser aus dem Supermarkt. Steriles Laborwasser kostete. Ja, also dieses, ich würde das normale destillierte Wasser aus dem Supermarkt nehmen. Das reicht vollkommen.
Und da bist du dann schon mal ein bisschen auf der sichereren Seite. Aber auch da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ansätze und das ist auch mitunter eine sehr leidenschaftliche Diskussion, die da geführt wird. Laborwasser ist, glaube ich, zu krass. Wer ist Stefan Ross? Offensichtlich irgendjemand, der Trompete spielt. Ach, ist das nicht so ein Schlagertyp? Da bin ich raus. Da bin ich komplett raus. Destilliertes Wasser ist genug, sagt der Sven. Jo. Zwei Liter. Ja, ich glaube, die 5 Liter Kanister kosten so 2 bis 3 Euro im Supermarkt und die reichen ewig und 3 Tage. Ja, aber wie gesagt, ich bin bei manchen Dingen gerne vorsichtig, aber aus manchen Dingen kann man halt auch, glaube ich, echt unnötig eine Wissenschaft machen. Auch wenn mir dafür sicherlich wieder einige Aficionados den Hals umdrehen wollen. Aber das wollen sie bei so mancher Einstellung, die ich habe. Ja, der Schlager, Stefan. Okay, dann ist das so ein Schlagertyp. Ich bin da in der, keine Ahnung, was, also da bin ich inhaltlich komplett raus. Cheers. Tatsächlich noch mal kurz den Flüssigkeitshaushalt regulieren hier, damit das auch alles bis zum Ende gut geht. Ja, wir wollen ja hier nicht, dass das Ganze unschön endet. Und alleine schon beim Zigarrerauchen ausreichend trinken macht eine ganze Menge aus. Kurze Frage bei den Tupperdosen. Ich habe da jetzt erstmal ein Boveda rein. Soll ich da trotzdem einen Monat reinhauen oder reicht das Boveda? Nein, das Boveda reicht vollkommen. Du solltest einen Hygrometer mit reinlegen, damit du auf der sicheren Seite bist. Aber grundsätzlich brauchen die Tupperdosen, die oder Tupperdors, Vorratsdosen, brauchen eh weniger Befeuchtung, dadurch, dass die ja wirklich luftdicht verschließen und da keine Feuchtigkeit verlieren. Und wenn du da gut vorbefeuchtete Zigarren reintust, nicht zu viel Luft hast, also nicht zu viel leeren Raum in der Dose und ein Boveda reinlegst oder vielleicht auch zwei, wenn es eine sehr, sehr große Dose ist, dann reicht das vollkommen. Leg einen Hygrometer mit rein und du wirst sehen, dass die Feuchtigkeit A sehr stabil ist und du auch wesentlich weniger Bovedas brauchst als zum Beispiel in einem Holzhumidor. Ich empfehle das Wasser Black Forest. Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch Mineralwasser, ne? Mensch, Martin, du hast nie immer wieder sonntags gucken müssen. Ist das nicht so wie Fernsehgarten, nur anders? Oh Gott. Weiß jeder, aber selbst in der Einheit ausprobiert hat, dass das nie im Leben so klappen kann. Ne? Was würdest du sagen, ist deine autoritärste Zigarre-Meinung, weil du ja schon nie eine klare Empfehlung siehst, sondern sehr frei hältst? Meine autoritärste Zigarren-Meinung. Also die meinst die Meinung, wo ich quasi schon eher eine harte Linie fahre. Herzlichen Dank und schönen Abend. Es war wieder legendär. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Captain Kneckebrot. Es hat mich sehr gefreut. Aber meine Bouvier, das ist jetzt seit 6 Monaten drin, 72% wie am ersten Tag. Ja, die halten halt in Vorratsdosen, halten die halt wirklich ewig und 3 Tage. Erst recht, wenn du noch die Sachen berücksichtigst, die ich gerade genannt habe. Ja, Fernseher nur auf ARD-Style. Du hast Dala erwähnt. Hast du eine Beziehung zu Sali und Michael? Ich habe Sali und Michael vor ein paar Wochen bei einem Tasting kennengelernt. Beziehungsweise, also ich bin da hingegangen, weil ich das Tasting mitmachen wollte und hatte gehofft, vielleicht mal den Sali 5 Minuten zu erwischen und der Sali hat mich erkannt.
und sagte, hey, wir haben ja auch einen YouTuber hier, und hat sich dann nach dem Tasting zu mir gesetzt und wir haben irgendwie 1,5 Stunden gequatscht. Ich habe zwischendurch mit dem Michael gequatscht. Das sind coole Typen. Die haben ja auch die Dalai Limitada und die Dalai Nicaragua zugeschickt und zur Verfügung gestellt für die Reviews. Das habe ich in den Videos aber auch gesagt. Und ich habe sie trotzdem natürlich ehrlich reviewt. Das wussten die beiden aber auch im Vorfeld. Das heißt, ich kenne die beiden, habe Kontakt zu denen. Aber trotzdem werden diese Kontakte keinen Einfluss auf die Videos und Reviews haben. Aber ich habe Kontakt zu denen und diese Kontakte sind halt auch wichtig, dass ich da ein bisschen vernetzt bin. Und das finde ich auch sehr, sehr cool, weil die Zigarrenwelt halt am Ende des Tages auch irgendwie ein Dorf ist und man kennt sich. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Eieiei. Gott, meine autoritärste, meine Hardliner-Zigarrenmeinung. Ich muss echt drüber nachdenken, weil ich halt echt, dass diese Hardliner-Meinungen, ich glaube, der Kevin verabschiedet sich. Mach's gut, mein Lieber. Hau rein. Gott, ich muss echt überlegen, was eine Hardliner-Meinung von mir ist. Es tut mir leid. Ich bin gerade echt. Puh, das ist eine gute Frage, Orthodox German. Okay, das habe ich vor einiger Zeit schon mal in dem Stream gesagt. Ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Hardliner-Meinung, aber es ist eine Meinung, die viele nicht verstehen können. Die Unterschiede in den unterschiedlichen Habanos-Zigarren sind für mich marginal. Für mich hat Kuba einen Grundgeschmack. Und würdest du mir blind eine Romeo, eine Monte Cristo und eine Hauptmann und eine Patagas nebeneinander legen, könnte ich nicht sagen, was was ist. Und ich könnte es auch, wahrscheinlich würde ich auch denken, es ist die gleiche Zigarre, wenn ich ehrlich bin. Florian verabschiedet sich. Mach's gut, mein Lieber. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du nochmal reingeschaut hast. Gibt es Humidore bei denen, die Luftfeuchtigkeit so stabil ist wie bei Tupperdosen? Also klar, häufig bräuchte man da ein Wandhumidor oder sowas, ein Schrankhumidor. Es gibt sehr teure Humidore, die ein elektrisches Befeuchtungssystem haben. Die auch dann tatsächlich im Prinzip, das waren mal Wein, das hat mal angefangen als Weinkühlschränke und die sind dann halt auch als ja, Humidor-Schränke umgebaut worden. Da gibt es jetzt einige, die elektrische anbieten. Da muss man bei den günstigen vorsichtig sein, aber dann ist es halt so, du kippst da immer mal wieder destilliertes Wasser in den Vorratsbehälter und dann regeln die den Rest selber. Da muss man bei den günstigen vorsichtig sein, dadurch, dass die oft überbefeuchten, dadurch, dass die halt auch dicht abschließen. Ja. Uiuiui, kontrovers, aber weniger autoritär, trotzdem interessant. Ja, das ist aber auch da, sage ich wieder, und du wirst mich dafür hassen, Orthodox German, auch das ist meine Meinung. Wenn da Leute wirklich feine Unterschiede rausschmecken, dann glaube ich denen das und dann sei denen auch das gegönnt. Aber ich persönlich hab da wenig Unterschiede, fast keine. Trotzdem bevorzuge ich zum Beispiel aus irgendeinem Grund die Bolivar Royal Coronas. Ja. Ich wüsste eine Linie, die du fährst. Wenn die Banderole nicht gut abgeht, ist die Zigarre 5 bis 10% schlechter. So, das ist es. Kann der Imperator. Das ist Italy Boss. Das ist ein guter Hinweis. Eine Banderole muss sauber abgehen. Punkt aus Ende. Und vielleicht kann man das bei einer günstigen Zigarre mal verzeihen, aber eine Banderole muss sauber abgehen und ich kriege ein Lippo-Loppo. Also mir springt der Draht aus der Mütze, wenn das nicht gegeben ist, ehrlich. Da muss ich mich echt in den Reviews auch, muss ich mir echt Mühe geben, fair zu bleiben, aber ich kriege die Pest und eine Banderole muss sauber abgehen. Und wenn das ein Hersteller nicht hinkriegt, dann kriege ich da echt, dann kriege ich da echt das Kotzen. Ach
Martin ist Banderolen-Hardliner. Ja, das ist. Danke, dass es dir eingefallen ist, Italy-Boss. Das ist, ja. Und ich habe gerade gehört, 3 Likes fehlen noch. Kriegen wir das noch hin, Freunde? Das ist die gute Frage. Schaffen wir noch die 80 Likes? Ich weiß es nicht. Freue mich auf den nächsten Stream, Martin. Danke für deinen tollen Einsatz. Sehr gerne, Flo. Recht herzlichen Dank, dass du dabei warst, mein Lieber. Ja, und grundsätzlich ist es aber auch so, dass ich, wenn man einen Holzhumidor haben möchte, man kann das mit den günstigen machen, da musst du da halt echt Arbeit reinstecken, regelmäßig würzen, alles im Auge behalten und so. Gibt ein paar, ich muss mal ein Video zu günstigen Holzhumidoren machen. Wenn du wirklich einen hochwertigen kaufst für mehrere 100 €, dann hält er die Luftfeuchtigkeit auch wesentlich besser als ein günstiger. Die günstigen Humidore sind im Regelfall aus MDF gemacht, also einem Pressmaterial sozusagen, was halt wie ein Schwamm ist und raussaugt. Und Vollholzhumidore sind halt teuer, aber die halten die Luftfeuchtigkeit wesentlich besser. Bei Dominikum und Hirse, wenn ich mag eine Banderole, die gut sitzt, die sich aber sauber fassen lässt und abziehen lässt. Die CRO war heute ein gutes Beispiel, die NAP war ein gutes Beispiel, jetzt eigentlich auch die Romeo war auch ein gutes Beispiel dafür. Wobei da war die Banderole schon ein bisschen locker. Wir haben die 80 Likes geknackt, Freunde. Was ist denn da? Heute ist das. Was ist hier heute los, Freunde? Das ist ja unfassbar. Meine Güte. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank. Wisst ihr was? Darauf erhebe ich mein Glas mit meinem letzten Schluck Whisky. Vielen herzlichen Dank für den wahnsinnigen Support heute aus allen Richtungen. Heute habt ihr ja echt aus allen Rohren gefeuert. Das ist der absolute Wahnsinn. Alles für den Kanal und für den lieben Martin. Recht herzlichen Dank. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ey, danke für euren Support. Musste den Spaß mit den billigen Holzhumidoren selber erleben. Ist teilweise anstrengend, wenn man weniger als einen Monat im Boveda flöten geht. Ja, das kann halt echt. Bester Livestream. Nico ist auch da. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du dabei bist. Nur verdient. Vielen lieben Dank, Gerd. Das ist, wie gesagt, ich tue mich aber auch, ne, Hardliner-Meinung, ich tue mich auch schwer damit, von den günstigen Holzhumidoren abzuraten, dadurch, dass es viel natürlich auch ein bisschen auf die Anmutung ankommt. Gerade wenn man neu im Thema ist, möchte man das vielleicht auch ein bisschen nett präsentieren am Anfang. Man muss damit leben, dass die arbeitsintensiv sind. Sind meine auch. Das sind auch günstige Tischhumidore, die ich habe. Ich weiß aber darum und kümmere mich darum und dann ist das in Ordnung. Bin bei der Rollen, sag mal, kann deine Meinung gut verstehen. Ja, dann ist es nochmal umso ärgerlich. Wie ist ein guter Kontakt zu Hemi Garcia entstanden? Das war super witzig, das habe ich neulich auch mal erzählt, Jens. Das war letztes Jahr auf der Intertabak. Ich bin auf die Intertabak, das ist ja die größte Tabakwarenmesse der Welt, hier in Dortmund findet die statt. Ich bin letztes Jahr da hingegangen, hatte eine Presseakkreditierung gekriegt wegen dem YouTube-Kanal. Das ist ja eine reine Fachmesse für Industrie und Presse. Und bin da mit meinem Presseticket hin und bin da hingegangen mit der Einstellung, ich gucke es mir einmal an, vielleicht schaffe ich es hier und da, mich mal vorzustellen, aber in erster Linie gucke ich es mir erstmal an. Ich hatte 2 Tage vorher zufällig mein Review zu Hemis Edition Limitada veröffentlicht. Und das hat der Hemi gesehen und hat sich daraufhin meinen YouTube-Kanal angeguckt und hat gesagt, ey, das ist voll geil, was der Martin macht, weil ich halt auch so den Nachwuchs anspreche, sage ich mal. Und dann laufe ich über die Intertabak. Denk halt, mich kennt hier eh kein Schwein, brüllt durch die halbe Messehalle, hey Martin! Und dann steht da einer vor mir, den ich nicht kenne und fängt an, mit mir zu reden. Und hey, das ist ja immer so geil, dass ich dich hier treffe und ich denke, so, wer bist du? Und dann sagt er, ey, ich bin der Hemi. Und ich denke so, ey, Hemi Garcia, jetzt im Ernst, der hat mich halt auf der Intertabak angesprochen und ist halt in dem Sinne ein großer Unterstützer des Kanals auch, weil er es halt gut findet, dass ich versuche auch so ein bisschen mich um die Neuen zu kümmern, um den Nachwuchs und dass die Zigarrenwelt in die Richtung mehr zu beleben und
er hat mich dann halt auch vor Ort bei einigen Importeuren und Herstellern ins Gespräch gebracht und wirklich vorgestellt. Und ja, so ist mein Kontakt zu ihm entstanden. Und mittlerweile haben wir immer wieder Kontakt und schreiben und quatschen miteinander. Und so ist das halt entstanden, dass er mich angesprochen hat tatsächlich. Muss man sich auch mal vorstellen. Schade, dass man bei der Intertabak nicht als Privatmann mit kann. Aber deswegen habe ich ja extra die Messevlogs für euch gemacht und werde die auch in diesem Jahr wieder machen, plus noch einige weitere Videos, wo ich aktuell mit dem Dave, der wird mich dann begleiten als Unterstützung, tatsächlich in die Planung gehe, dass wir die Intertabak richtig videotechnisch für euch ausbeuten. Hast du einen Schrankhumidor mit... Nee, habe ich nicht, aber ich habe meinen Schrankhumidor auch gebraucht gekriegt. Der war schon quasi auch gut eingefahren und vorbereitet. Ist Hemi Garcia so extrovertiert, wie er aussieht? Er ist wahnsinnig extrovertiert, ein wahnsinnig feiner Kerl. Super cool. Wow. Ja, es war wirklich, es war ein mega surreales Erlebnis. Weil ich halt echt so als kleinstes Licht auf die Intertabak gegangen bin und auf einmal hatte ich da Kontakte und Gespräche, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das war Wahnsinn. Ich bin der beste Beweis, bin gerade mal 29 Jahre. Denke mal für euch noch ein Kind. Nee, das ist, wir haben alle Altersklassen vertreten, Italy Boss. Also du bist lange nicht der Jüngste. Also alle Altersklassen ab 18. Der Boba Fett schaut auch noch rein. Grüß dich, Boba. Ich bin in den letzten Resten meiner dritten und letzten Zigarre der Romeo und Julieta Nummer 1. Muss wohl nochmal mit meinem Wunder drauf dem Osterhasen für den Weihnachtsmann mitgeben. Oder ja, das ist, muss, vielleicht, Juli, vielleicht. Hast du schon mal schlechte Erfahrungen mit Aficionados gemacht? Jetzt nichts, dass ich irgendwie aneinander geeckt wäre. Das ist, ich hatte eine Situation, da bin ich mit jemandem ein bisschen uncool aneinander geraten. Aber wir, das, auch das hat sich gelegt und mittlerweile ist das auch ein guter und schöner Kontakt geworden. Also ich habe keine großen Negativerlebnisse gehabt. Bin 25, 24, 22 hier, also siehst du, Italy Boss. Und das finde ich halt das Coole. Wir haben alles vertreten und wir hatten auch auf dem Lounge Day hatten wir auch zwischen, ich würde mal sagen, 20 und 60 oder 70 hatten wir alles vertreten. Alle Berufe, alle Altersklassen. Wir hatten ein paar Damen anwesend. Da war alles dabei. Leute, die seit 6 Wochen geraucht haben. Leute, die seit irgendwie 20, 30 Jahren geraucht haben. Ja. 19 der Unkreativ zum Beispiel, siehst du? Also, das finde ich halt das Coole an unserer Community. Wir haben alles dabei. Bin mit 41 der Opa hier. Ach Quatsch, Pfeifenjojo. Das ist 50, sagt der Jens. Siehst du, 31, sagt der Chakra. Also, wir haben alles da. Und das macht unsere etwas Genuss-Community so geil, dass wir komplett unterschiedliche Menschen sind, aber alle auf Augenhöhe miteinander reden. Und egal auch, ob man neu im Thema ist oder erfahren, und das ist mir auch so extremst wichtig. Wir rümpfen nicht die Nase, wir rollen nicht mit den Augen, wir freuen uns über jeden, der neu dazukommt. Wir nehmen gerne die Tipps der alten Hasen an und tauschen uns einfach aus und das alles immer auf Augenhöhe und Respekt und das in einem total bunten Haufen. Von daher siehst du, der Sid ist 49, der Willi Jürgens, grüß dich Willi, ist 56, Andreas ist 30, ich bin 8. Also es ist alles da und ihr seid einfach die geilste und bunteste Zigarrentruppe, die man sich vorstellen kann. Juli ist 40 zum Beispiel. Also. Wir haben alles da und wir sind einfach eine geile Community, wo wir alle einfach Spaß miteinander haben und so die ganzen, das Ganze drumherum spielt keine Rolle. Kommst du dieses Jahr auch zu Intertabak? Auf jeden Fall. Intertabak ist festgesetzt. Ich werde auch die vollen 3 Tage da sein und nutzen auch erst recht für Videos und Gespräche und halt auch zusammen mit meinem Geschäftspartner, mit dem Dave. Weil wir die, ich nicht nur noch die Messevlogs machen will, sondern die richtig für euch abliefern will. Manche arbeiten länger als ich überhaupt. Ja, aber das ist doch cool und kreativ. Martin, ist ja schon mal eine Zigarre abgebrochen? Nee, abgebrochen noch nicht.
Aber Freunde, so langsam müssen wir uns tatsächlich der unbequemen Wahrheit widmen, dass wir uns am Ende des Namens, wenn man nur schreit, hat man gar keinen tatsächlich großen vor Augen. Darf man fragen, wie alt du bist? Ich bin 38. 38,5. Ja, und darf man fragen. Beantworte nicht alle Fragen zu meinem Privatleben, aber mit Malte habe ich kein Problem. Bunt gemischt macht am meisten Spaß. Das Hobby und die Leidenschaft verbindet. So sieht's aus. Hat Spaß gemacht, der Stream. Sven, schön, dass du dabei warst. Ich werde mich jetzt gleich aber auch verabschieden, denn die Romeo ist nahezu durch und ich denke, mit fast 4 Stunden Stream sind wir heute gut dabei. Falls ihr noch mal ein bisschen Liebe dalassen wollt, haut gerne noch mal einen Superchat rein. Würde mich wahnsinnig freuen, bedeutet mir wahnsinnig viel. Haut gerne ein Like rein und ein Abo rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut nach dem Stream am besten direkt das heutige Video. Rocky Patel Darkstar, die neue Linie aus dem Hause Rocky Patel. Eine gute Zigarre. Hat mich echt positiv überrascht, angenehm und mild. Schaut euch gerne auch nochmal das Video an. Und vergesst nicht das Abo bei den etwas Genussmomenten unserem Podcast-Kanal. Das ist, ja, da könnt ihr hier quasi auf allen Wegen Liebe zeigen. Überlegt, ob ihr nicht doch eine Patreon-Mitgliedschaft abschließen wollt. Geht schon ab 2 Euro im Monat los und unterstützt uns auch wahnsinnig. Eine PayPal-Spende. Schaut im Shop vorbei, ihr habt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Schickt mir gerne auch mal Zigarren, wenn ihr möchtet. Ihr habt wahnsinnig viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und alles ist gerne gesehen. Und natürlich vieles davon auch umsonst, indem ihr einfach liked, teilt und abonniert. Der Timo verabschiedet sich. Der Andreas Hümpf, der Pascal, der Orthodox German, die Juli. Und der Mann Deron auch. 85 Likes ist wirklich krass. Meine Güte, was da heute los war. Was da heute los war, es ist echt unfassbar. Meine ganz blöde Frage. Sagen wir mal, bei Davian fängt es an zu brennen. Glover Falls, was denkst du, wenn Eddie noch eine Kiste retten könnte? Welche wäre das? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Kiste Signature Nummer 2, weil das die Lieblingszigarre seines Vaters ist und er den höchsten Respekt vor seinem Vater hat. Man merkt auch, dass der Zigarrenkanal gut tut und dich glücklich macht. Auf der, ja, das ist richtig, Pfeifenjojo. Es macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Oder du könntest eine retten. Signature Nummer 2. Martin und allen bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, Jens. Schön, dass du dabei warst. Der Willi, Jürgen, haut nochmal 5 € Superchat rein. Das hat er sich nicht nehmen lassen hier zum Abschied. Und dem muss ich tatsächlich jetzt, auch wenn ich gerade meinen Whisky eigentlich geleert habe, ist es so Tradition, dass ich jetzt nochmal einen kleinen Schluck einschütte auf dich, Willi, und einmal auf deinen Superchat, auf deine 5 € anstoße. So verlangt es die Tradition. Und dieser Tradition werde ich auch hier noch Nachdruck verleihen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für die 5 €, Willi. Der Daniel Geister sagt auch, es war ein schöner Stream. Es war wirklich ein mega cooler Stream heute. Heute war es wirklich mega abgefahren. Danke, dass ihr mir diese schönen Streams ermöglicht. Danke für euren Rückhalt. Danke für die coole Zeit mit euch. Danke für den Support aus allen Richtungen. So, ich werde jetzt aber die Romeo ablegen. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Genießt morgen den letzten Arbeitstag der Woche. Außer die samstags arbeiten müssen. Ja, das ist bitter. Aber trotzdem, Freitag ist frei und das ist das, was zählt. In diesem Sinne, Freunde, ich bedanke mich bei euch für alles, für einen mal wieder wahnsinnig tollen Stream und kann an dieser Stelle einfach nur noch eine gute Nacht wünschen. Kommt gut durch die restliche Woche. Der ETD-Boss verabschiedet sich auch. Ich hoffe, ich habe bestimmt jemanden vergessen und es tut mir sehr leid. Der Gerd ist auch noch da. Chakra, Juli, Andreas, Gerd, Sid, ETD-Boss, Unkreativ, Orthodox German, Nico, Boba, Daniel, Pfeifenjojo. Jens hatte ich, glaube ich, schon, MS98 auch noch am Start gewesen. In diesem Sinne wünsche ich euch einfach, dann sage ich mal einen schönen Abend noch. Danke für die Streams und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, ETD Boss. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt endgültig eine gute Nacht und sage, ihr seht mich im nächsten Video oder im nächsten Livestream garantiert mit etwas Genuss. Haut rein, Freunde, ihr seid die geilste Community der Welt.